Doch. Und jetzt auch mit Stimme. Oh, Sitara gewinnt 220 Tollies. Und Sepp zieht eine Niete. Das ist wirklich fies. Ach, das ist fies. Okay, wieder am Rechner. Seit gestern 17 Uhr lief der durch. Ach Gottchen, was hat er denn gemacht? Hast du was gerendert? So, noch 34 Sekunden. Gut, ich glaube, ich höre mich ganz gut. Ne? Der Ausschlag ist in Ordnung. Der Audioausschlag. Mein Ausschlag ist ganz schrecklich. Oh Gott. Oh. So. Ich habe das Mikrofon dafür nicht ausgemacht. Ne? Ich habe jetzt schön reingehustelt. Ach, ist alles ein Soundcheck. Alles Soundcheck. So. Ich bin auch schon in Minecraft drin. 13 Sekunden. Wir wechseln auch direkt wieder ins Spielchen rein. Wo bin ich hier? Achso. Okay. Ja. War gerade wieder so überrascht. So. 4, 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen zum Stream am Samstag. Ich hoffe, ihr seid alle fit. So, ich hoffe auch, dass das Spiel gleich... Okay, da ist es. Sehr schön. Sound habe ich ausgemacht eben, weil ich schon auf der Welt rumlief. Man konnte es im Countdown eben leicht hören, dass ich hier Sound leiser gemacht habe. Weiß ich. Ich glaube, ja, ich mache ein bisschen einen Ticken lauter. Nur einen Ticken. Don. Man hört nichts. Oh Mann, wieso verträgt das Spiel das nicht? Ich glaube, das Spiel verträgt das nicht. Ich hatte das letzte Mal auch schon. Ja, kein Ton. Überhaupt kein Ton. Bei euch auch nicht? Gar nicht. Nur Musik? Oh. Oh. Okay, ich starte Minecraft schnell neu. Ist ja kein Problem, nicht wahr? Ist ja kein Problem. Machen wir schnell, ganz schnell. Ach, und der Rest wartet schon im Talk, sehe ich. Discord füllt sich langsam. Mit lauter tollen Leuten. So. Spielen. Das geht auch relativ schnell mit dem Laden, ne? Weil hier keine Mods installiert sind und wir einfach reines Minecraft spielen, geht das ziemlich zügig. Also von daher ist es... Schlimmer wäre es zum Beispiel letztes Jahr im Summertime-Projekt. Hätte ich da neu starten müssen. Da hat das Starten, glaube ich, mindestens... Ich will nicht lügen, ja, aber mindestens so 6 Minuten gedauert, wenn nicht sogar länger. Das war brutal. Wahrscheinlich länger. So. Hab heute Nacht im Wohnzimmer geschlafen, war echt im Po. Sitara. Doch nicht hier. Rückfall von Männergrippe. Was? Du hattest Männergrippe? Aha, okay, okay. Ew, Sitara, warum? Oh, Sound. Hört das? Ja, ihr hört's, ne? Ich glaube, ne? Ich sehe da so einen Ausschlag, der anzeigt, dass ihr das hört. Home Bed.
Rommebett. So, here we go. Okay, ganz kurz, bevor ich jetzt zu den anderen in Discord wechsle. Hier hatte, ich glaube, es war Lady und auch Metcalf ein bisschen ihr Unwesen getrieben. Und sowas hier gemacht. Das Aquarium bestückt mit schönen Pflanzen, mit Seegurken und noch ganz vielen weiteren Fischen. Ja. Und dann dazu geschrieben, Aquarium wegen Überfüllung geschlossen. Die Tierschutzbehörde ist bereits benachrichtigt worden. Naja, jetzt warte ich hier auf die Tierschutzbehörde. War gespannt. Ich hoffe nur, sie nehmen mir meinen Wischmob nicht weg, ne? Das wäre schlimm. Ein guter Wischmob, ich liebe ihn so. Guter Mann. Guter Delfin. Ja, Pouf Soufflé, so heißt nämlich dieser Aufquellfisch von Lady, den sie mir hier überlassen hatte, wollte ich sagen. Bin ein bisschen abgelenkt, ich glaube, da kommt sie schon. Das war ganz fies. Die haben den mir hier unter die Treppe gepackt. Ja, yeah, Moment, ich habe nichts, doch. Das ist super Trick eigentlich. Hier, ich mach mal, ich war das hier oder hier oben? Ich glaube, die hier war's. Einfach hier Sand weg und dort einfach Wasser hin. Und das hat funktioniert. Wasser rein und diesen Aufblähfisch, diesen Kugelfisch rein. Und der beißt ja, wenn man zu nah an ihm dran ist. Und jedes Mal, wenn ich hier die Treppe hoch bin, hat er mich 2-3 Mal gebissen. Und ich habe mich erst gefragt, warum eigentlich, ne? Lappt das Aquarium so weit rüber? Eigentlich nicht, ne? Hier hört es ja schon auf. War es tatsächlich der Fisch in der Treppe. Ja, und deswegen habe ich jetzt den hier noch hinbekommen. Pouf Soufflé 2.0, damit ich ihn auch irgendwann wieder hier reinsetzen kann, ne? Ja, dafür hatten sie missbraucht. Und als ich reingekommen bin, das hier ist ja dieser wunderschöne Pisten, darunter haben sie Pisten gebaut. Und ich habe das extra so stehen lassen, so sieht's aus. Da ist ganz viel Redstone verbaut, ich glaube, das war bestimmt Lady. Ja. Oh, nice, ich hab tolle Sachen bekommen. Huch. Ich werde es mal demontieren und wir können es bestimmt noch für irgendwas anderes benutzen, nicht wahr? So, aber jetzt gehe ich mal in den Talk zu den anderen. Ja. Hm. Yes, ich glaube, es tut gerade fast keiner was mit den Köpfen. Moin, Leute. Hi. Also, ein Zwischenstand wäre heute auch nochmal gut, noch mal gut zu wissen, wie viele Köpfe wir jetzt schon haben. Artefakte haben wir theoretisch alle zusammen. Ja, theoretisch, ja. Ey, du, wenn es am Ende heißt, wir haben die Aufgabe nicht geschafft, weil irgendjemand seine scheiß Artefakte nicht reingeschmissen hat, ne? Versuchen wir den Typen, der die Artefakte nicht reingeschmissen hat und schmeißt ihn in den Trichter. Ich hab schließlich alle 10 Tore aufgeschrieben. Hallo. Hallo. Hi, hallo. Moin. Oh. Das war aber auch schon echt fies, auf dem Schiff da echt 10 Truhen zu finden. Ja. Shiro? Ja? Hast du schon in dein Inventar geschaut? Weißt du, dass der mir denn einen Gegenstand da reingepackt hat? Ja. wo ich mich gewundert habe, warum zum Teufel ich Gott, die nicht geangelt haben. Ein Aufmunterungsapfel. Oh, wie ja. Süß von dir, danke. Bitteschön. Ja. So. Ich kann ja gleich mal gucken, wie viele Köpfe schon drin sind, ja. Und ich habe auch selbst noch 5 Stück insgesamt im Inventar. Ich muss dazu sagen, ich war heute Mittag, war ich hier schon ein bisschen fleißig und habe Köpfe gesammelt noch. Fleißig. Ja, ein bisschen fleißig war ich schon. Ich habe 5 Köpfe. Hey. Wie viel habe ich denn nochmal reingeschmissen? Ich habe nicht mehr mitgezählt irgendwann. Ja, wir müssten ja bald durch sein, ne? Wenn du so viele reingeschmissen hast. Dann müssen wir jetzt durch sein. Hey, Lady. Also das Nervigste von allen sind tatsächlich Skelettköpfe, weil die Skelette so weit hinten spawnen. Ach, du bist das. Man kann sie leider nicht hinsetzen. Ach, ich bin wieder unsichtbar. Ja, weil du doch auch mit der Druckplatte hier, da wird man doch auch unsichtbar. Man wird nur unsichtbar, wenn die Creeper explodieren, weil die unsichtbar sind. Die haben so eine Unsichtbarkeit und die versprühen die und dann wirst du auch unsichtbar. Man kann Milch trinken dagegen, aber es gibt keine Milch in dieser Welt. Also. Oh, ja, dann wird das natürlich nichts mit aufheben, außer man stirbt. So, ich bin unsichtbar, tatsächlich, ne? Oh. Hierin bist du gerade bei dir zu Hause? Ich bin nicht zu Hause. Soll ich euch eine Kuh dahin tun? Kommst du mal bitte raus, ich muss dir was zeigen. So, Setara sagt Huhu an die Leute im TS oder im Discord. Huhu zurück. Ich fände es tatsächlich ganz gut, wenn wir hiermit fertig sind. Okay, komm her. Die ganze Zeit unsichtbar machen durch die Creeper. Oh, dann am Ende vielleicht von Gott eine Milch kriegen, dass wir uns dunkel, sichtbar oder? Machen können. Hm? Was bin ich auch gerade bei der Leine. Wie dunkel?
Jigzog. Ja, du bist bei mir schwarz? Nee, keine Kuh. Ja, okay. Lila. Ja, anscheinend sehe ich okay. gerade auch. Ist ein Bug. Oh. Aber man könnte höchstens ein bisschen Milch oder so zur Verfügung stellen. Weiß nicht, schade, dass man nicht irgendwie so ein Fass hat, wo man Milch reinfüllen kann und man muss mit dem Eimer hingehen, um sich das abzufüllen. Das wäre toll. Ich tue euch eine kleine Kiste mit ein paar Eimern Milch. Ja, das ist schon okay, ne? So ein paar Milcheimer, sodass wir uns endunsichtbaren können. Macht schon Sinn. Finde ich gut. Dann bevor ich jetzt da runterlaufe. Hey, Tamira. Tut mir leid, ich kann das jetzt gerade nicht mehr Mikrofon muten. Ein Wechselbad. Ja, der die macht Kuchen. Aber, Lila, kannst du da mal kurz herkommen, wenn du fertig bist? Wir haben da irgendwie so ein kleines Leuchtproblem. Ich weiß nicht, woher das kommt. Was denn? Hier, siehst du das? Hier ist dunkel. Also, dunkel, hell, dunkel, hell. Dunkel, hell. Wo würde ich das hängen? Das gleiche auch bei Tieren. Das ist ein Anzeigefehler. Der ist aber neu. Vor allem ist das ein krasser Anzeigefehler. Ist da oben etwas in der Luft, von dem wir noch nicht wissen sollen, dass das... Ich fliege gerade hoch und gucke nach, okay? Was? Soll da irgendwas in der Luft sein? Irgendwas muss da in der Luft sein. Vielleicht ein fettes Monster oder so? Nein, ich bin jetzt bei Höhe 380, 90, hier ist nichts. Okay. So. Warte, ich probiere mal was. Was übrigens auch passieren kann, Leute, ist, dass die Mobs unsichtbar werden, wenn ihr hier in der Horde seid, ne? Ja, ziemlich geil. Gehen wir jetzt ein bisschen auf dem Schiff Köpfe sammeln? Bin ich grad bei. Ja, bist du schon? Ich komme auch. Gut, dann kann ich TP Shiro, damit ich da die... Ja, du bist gestorben. Was, Shiro? Ja, die ist gestorben. Nein! Ja! Nein, Shiro! Weil mein Schild in dem Moment runtergegangen ist. Wollte eigentlich wegrennen vom Creeper. Und ich wusste nicht, dass er komplett down, obwohl ich eine Eisenrüstung dran habe. Huch! Bitte sag mir, dass wenigstens ein bisschen was von meinen Sachen da noch liegen. Ja, ja, da liegen noch Köpfe und noch ein paar Krimskrams rum. Gut. Ich bin unterwegs, bin vielleicht kann ich dabei, ja. Aber, ne? Hast du das andere Bett gesetzt? Da unten auf dieser kleinen Vorinsel? Nee, will ich jetzt nicht machen. Das war vor einem Tag, da konnte ich's nicht. Na, ja, doch, du kannst es immer. Bett Spawn setzen kannst nein, du nein, eben nicht. Doch, kannst du immer. Nur schlafen nicht. Wenn ich rechts, drauf mache, ging es nicht. Das habe ich schon so oft gedacht. Dann steht aber immer da, Homepunkt wurde gesetzt. Du kannst ja, nicht schlafen. Das geht nicht. Wieso geht das bei ihr nicht? Das geht bei mir nicht. Warte, wenn ich jetzt... Weil ich Admin bin oder what? Wenn ich jetzt rechts hier auf mein Bett mache, ne? Steht da einfach nur, du kannst nur nachts während des Gewitters schlafen. Mehr steht da nicht. Okay, ich guck das selbst nochmal gerade. Wer hat da gerade ein Licht rumgefummelt? Ich hab's genau gesehen. Was? Wer hat gefummelt? Ich habe 15 Eimer da reingetan bei dem, wo die ganzen Betten stehen, bevor man zum Schiff geht. Okay, also können wir uns entunsichtbaren. Vor allem meine ganzen Level sind weg. Verdammt, was Scheiße, ich brauchte nur noch 4. Oh Mann, aber die gibt's da oben recht schnell nach. Wenn man wirklich nicht mehr... Nein, eben nicht. Ich hab heute ewig gefahren. Ja, aber du darfst dann nicht so oft sterben, ne? Das ist halt wichtig. Fajak, ist das dein Ernst? Ist das wirklich gerade dein Ernst? Da kümmert ihr um die verdammten Scheißköpfe. Ich bin dran. Ich bin unterwegs. So, ich kippe jetzt hier mal mein Bett an, Fajak, und da steht Bett gesetzt, Adania Home. Wir sind eigentlich 10 Leute. Eigentlich hätten schon längst die Köpfe da sein müssen. Wenn du das Bett abbaust... Und wieder hinplatzierst. Vielleicht funktioniert es dann. Müsst ihr mal so ausprobieren. Ja, dann probier's mal so. Genau, mit abbauen und wieder hinplatzieren. Also ich konnte einfach draufklicken und jetzt ist mein Home gesetzt. Aber es kann ja verschiedene Ursachen haben, ne? Man weiß ja nie so richtig. Genau. Ja. Komm mal her. Ja, ich höre sie schon. So. Sind denn schon alle auf dem Schiff? Ich glaube nicht, dass alle herkommen. So. Wie nicht alle. Alle. Was? Ja, Buddy, zum Beispiel will doch an seiner scheiß Straße arbeiten. Helfen, Leute, helfen! Köpfchen sammeln! Ich hab doch gesagt, dass nicht jeder die Köpfe sammelt. Sonst gibt es heute keine 48-Stunden-Challenge und keine Belohnung. Belohnung gibt's eh. Belohnung gibt's eh noch nicht. Das war auch gerade spaßfrei. So, Belohnung gibt's keine. Nie wieder. Hallo. Hi. Na, ich schmeiß die Köpfe rein. Willst du gucken? Den tollen Moment? Köpfe. Ich weiß nicht, wie viele Köpfe ich schon eingeschmissen habe, aber ich habe schon mindestens 20 Köpfe reingeworfen. So, und jetzt
im Stream schauen mal alle weg jetzt, ne? Wir gucken jetzt alle mal weg. Moment mal eben. Jesse, das verstehst du komplett falsch. 48 Stunden Challenge hier auf dem Server startet. Das heißt nicht, ich mache 48 Stunden Stream. Moment. Moment. Aber warum nicht? Oh, das ist 48 Stunden Zeit, genau. So lange bin ich nicht hier. Ich fahr morgen weg. Es fehlen 38 Skeleton Skulls. Ja? Schreibt das jemand mit? Oder merkt sich das jemand? Und 38, genau, und 31 Zombie-Heads. Mit denen, die du schon hast, oder? Magische Artefakte sind alle drin. Die sind alle drin, die magischen Artefakte. Ja, geil. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Moment, warum ist Buddy so schockiert? Also das heißt, er hat die Artefakte geklaut. Tja, damit hat er sich wohl jetzt gerade sehr verdächtig gemacht. Das ist wohl wahr. Ja, klar, ich hab sie geklaut. Ja, okay. Er hat zugegeben. Also damit hat er es zugegeben, ne? Klar, gleich gibt's. Sprich es aus. Ich gerade so. Nach dem Motto, warum sind die drin? Ich hab doch noch welche in meiner Kiste. So, ich kann dir mal Buddy. Ich zeig mal ganz kurz in meinem Stream. Jetzt zeige ich mal ganz kurz die Stellen, wo die ganzen Artefakte versteckt waren, ne? Shiro hat das ja schön beschrieben, sonst würde ich das ja gar nicht wissen. Oh Gott. So. Also, gleich mal vorweg, das gleiche ist wie mit dem Puzzle da. Solange ich so kein Beweis da ist, bin ich unschuldig. Du hast dich gerade selber verraten, das ist der Beweis. So, das ist 38, 31, ne? Und du hast deine Köpfe schon reingeschmissen gehabt, Freyag. Ich kann mich nur bei Nacht hinlegen. Was, bitte? Du hast deine Köpfe schon reingehauen. Ja, sind alle drin. Okay. Und danach habe ich dann gezählt. Wolltest du sogar dieses fieses Versteck mit dem Bett zeigen? Ja, ich muss, ist aber gerade keine Nacht, also von daher kann ich mich nicht hinlegen. Das war das Asozialste von allem, ohne Scheiß. Vor allem, wisst ihr, was das Monsieur Passepartout ist halt so ein Typ, ne? Monsieur Passepartout hat das Schiff gebaut. Ich habe alles Mögliche abgesucht, ne? Ich bin sogar außen am Schiff lang geklettert und habe dann dieses Bett von außen gesehen und wollte mich dann von außen in das Bett reinlegen, weil ich dachte, vielleicht ist da eine Truhe. Das ging aber nicht, weil es zu weit entfernt war. Ich konnte nicht an das Bett ran. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es einfach ein Baufehler, was es ja auch war. Ich habe dieses Mal von außen das hätte erreichen sollen. Nee, du hast. Und dann dachte ich aber, okay, dann ist da beim Bett nichts. Das ist die letzte Kiste, die ich dann gefunden hatte. Alter Schwede. Hast du aber gut gefunden. Also war es wirklich sehr eifrig und sehr effizient. Irgendjemand muss das ja machen. So eigentlich gut. Monsieur Passepartout. Wieso eigentlich Monsieur Passepartout? Ach, der ist doch an allem schuld, sagst du doch immer. Das Schiff ist nicht von ihm. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Du sagst doch immer. Du weißt das doch alles immer. Quatschfreie, das ist doch ein Geisterschiff. Ja, das ist ein Geisterschiff. Aber vielleicht wurde es ja von irgendjemandem hergerufen oder so, wer weiß. Ich weiß ja nicht. Ich vermute nur, ich habe keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht. Vergiss nicht, wer die Schätze verteilt hat. Vielleicht ist das mein Geist. Nein, das triggert mich, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Komm her, Creeper, komm. So. Boing, boing. Hey, das ist ein. Ich glaube, das ist ein Villager-Zombie, oder? Komm mal hier mit zu den Skeletten. Komm. Nicht auf die Tastatur, Luna. Danke. Uff. Wenn, dann aufs Bett. Wait, was? Wo geht's gerade? Und meine Babykatze. Ja, das ist so süß. Klar. So süß. Allein wenn du Babykatze sagst, dann ist direkt schon dieses. Oh. Und eine Babykatze, wie süß. So süß. Ich mag Babynacktmulle. Ja, alles Baby ist irgendwie süß, ne? Es gibt kaum etwas, was nicht wirklich süß ist. Vielleicht ein Baby. Hast du mal Vogelbabys gesehen, bevor sie ihr Federkleid kriegen? Ganz schlimm sind Taubenbabys. Taubenbabys sind kacke. Oh, ich hab mich so geekelt. Oh Gott, komm, ich will dir schon, bitte. I raise you. You must be sprechen, Lady Tappen. Es gibt tatsächlich niedliche Babys. Ja. Nicht die eigenen. Ja. Zumindest tatsächlich das. Aber du warst jetzt. Ja, ich war kein Baby. Ich bin schon als bärtiger Mann auf die Welt gekommen. Bin auch in einem Reagenzglas auf die Welt. Seine Mutter hatte ganz schön zu kämpfen, das war hart. Hallo, Creeper, kommst du mal? Wow. Alle Vogelbabys. Ich muss mal damit leben, dass ich ein bisschen mit meinem Chat rede, während ihr das hört. Einfach weil ich, wenn ich hier jetzt kämpfe, nicht ganz auf meine View-Taste komme. Ist nicht schlimm. Ich rede ja auch mit Setara. Ohne mich zu muten.
Und ich rede mit Sebastian nämlich 10 Minuten. Der sagt gerade, ich soll aufpassen. Also, Itara hat auf jeden Fall gesagt, dass alle Vogelbabys kacke sind. Oh mein Gott. Das ist gar nicht wahr. Oh, nee. Hi, Marshmallow. So. Ah, ihr seid dran hier. Oh Gott, wie sieht's aus? Aber egal, wie hässlich so ein Vogelbaby ist, entwickelt sich sowas super Tollem. Ja, das stimmt. Ja, das ist aber wahr. Wie gesagt, Vogelbabys sind einfach nur pottenhässlich, bis ihr Federkleid sie kriegen. Dann sind sie süß. Und wenn sie ausgewachsen sind, sind sie einfach nur geil. Hallo, Marshmallow. Kommt auf den Vogel an. Oh, kacke. So ich habe überhaupt kein Schild. So eine Eule? Ich habe überhaupt kein Schild aus. Es gibt keine hässlichen Greifvögel. Also, ich habe jetzt 5 Skelett und 4 Zombie-Köpfe bis jetzt. Oh Mann. Das ist 38 und 31, glaube ich, gesagt. Das war eine magere Ausbeute. Und eins baust, der Deathclaw-Counter wird jetzt nicht benutzt. Ich bleib heute eisern mit den ganzen Flakwitzen. Bibili, komm. Na, komm schon. Selbst beim 10 sind da, okay. Ich hasse diese Villager. Die sind doch cool. Ich weiß. Oh mein Gott, Mann! Oh toll, Mensch! Dieses scheiß Skelett hat von der Seite auf mich aufgeschossen, mein Schild zerstört und dann hat mich der Creeper in die Luft gejagt! Ausreden! Ist das dein Ernst? Oh Gott, schnell! Das sind Teamplayer. So, durch brauche ich nicht. Ich bring gleich jeden Kopf einzeln weg, einfach weil ich Angst habe, sie zu verlieren die ganze Zeit. Mann, diese Creeper folgen mir nicht, was ist denn los? Warum denn nicht? Weil ich unsichtbar bin? Nein, mich verfolgen die auch. Punch. Ich muss denen immer so einen kleinen Klaps geben und dann kommen sie. Die stehen da, gucken dich an und da musst du einfach nur so High Five ins Gesicht und weg. Ja. Was habe ich denn eingesammelt gerade? Oh, da waren Sachen. Oh, scheiße. Ja, das sind Sachen meine. Von jemandem? Dann lass ich ihn da mal nicht explodieren. Lass mal ihn hier hinten explodieren, Marshmallow. Okay, die Sachen sind weg. Erst jetzt? Nee, keine Ahnung. Ich weiß, guck mal. Nee, da ist noch. Irgendwas ist noch da. Oh. Hattest du einen Dreizack dabei? Nein, das gut, ist nicht gut, dann ist nichts verschwunden. Mein Gott, ich hab's hier, komm her, hier. So. Kannst du nur Schilde, Schwerte, Ausrüstung, sowas damit. Mhm, ja, hier alles da. Weißt du, dann hast du noch einen Aufmunterungsapfel gekriegt und dann stirbst du halt. Ich behalte, leider habe ich nur noch so viel, oh. Ich hab die Köpfe, die schmeiß ich gleich ein, ne? Die habe ich jetzt nicht mehr. Gott! Okay, das heißt, die restliche Rüstung ist draufgegangen. Das, oh nee, sorry. Ein anderes Schild auch. Nee, sorry, du hast recht. Da unten in der Leiste war noch was drin. Was hattest du zu essen dabei? Komm, ich geb dir noch hier. Fisch. Yum, yum, yum. Oh, du kriegst den Garten. Nee, gib mir die Kartoffeln, du kriegst den Fisch, komm her. Oh Gott. Oh, wenn man Sachen von anderen einsammelt, ist immer so. Okay. Alles ja echt schon viele. Was sagst du? Oh, wie viele Köpfe tust du jetzt rein? Ich pack die alle 10 jetzt rein. Also insgesamt 5. Fünf. Aus, oder? 5, okay. Ja. Hast du nur einen Kopf gesammelt? Habe ich überhaupt einen Kopf gesammelt? Ich weiß nicht. Ich bin ja gerade erst da angekommen. Danke übrigens, Lela. Bitteschön. Ich bin ein bisschen beleidigt. Marshmallow, du weißt, dass du die Luft jagen musst, ne? Hier war Transatlita, okay. Okay, so der Betttrick funktioniert jetzt. Too far away. Der Monster ist nearby. Ist doch lächerlich. Sind die gerade keine Skelette? Verdammt. Vorsichtig, Marshmallow! Also man würde da oben schlafen und dann steht man daneben auf und dann kommt diese Kammer rein und da um die Ecke ist dann die Kiste versteckt. So, jetzt habe ich es zumindest erklärt. Zu viele Monster dabei. Hühnchenküken so macht man das mal und später. Plüschküken sind flauschig. Aber die Aussagen mit bevor sie ihr Federkleid bekommen ist, war... Ja. Und das gleiche müssen wir jetzt mit Zombies und mit Skeletten. Küken sind so süß. Wie gesagt, wenn sie ihr Federkleid kriegen. Aber auch selbst dann fand ich die immer süß. Das muss ich schon sagen. Es gab selten eine Phase, wo die wirklich eklig sind, die Hühner. Ich habe mal welche in meinem Zimmer großgezogen. Okay. Und da war ein ganz großes dabei und viele kleine.
Das war so dermaßen putzig und süß. Hat ein anderes Skelett umgebracht, oder ernsthaft? So, cool, jetzt hier, explodieren lassen. Hier, explodieren. Komm. Ja. Gut. Nee, drei Skelettköpfe habe ich schon wieder. Gut. Warte kurz vor, So. Komm mal her, Krippili. Komm mal raus. Mit den süßen Hühnern und so. Okay. Ich halte dir den Rücken frei, ne? Krippili, ja. Ja, den Villager-Zombie brauchen wir ja nicht. Ne, den brauchen wir nicht. Deswegen, die mache ich weg. Komm her. Das Baby hat kein Interesse. So, hier haben wir ein Skelett. Hier können wir blocken. Ja, gab ein Köpfchen. Peter. Gut. Es läuft, ne? Oh, hier kann der Kleine. Ja. Hallo? Ist das normal oder Villager? Der verfolgt dich. Das ist normaler. Den könnten wir direkt hier explodieren. Lass direkt explodieren. Sehr schön. Jawoll, ein Konzerkopf von diesem Kleinen. Also ohne Scheiß, am Anfang, das wird mir jetzt keiner glauben, am Anfang habe ich nie Köpfe gekriegt. Nie. Und jetzt mittlerweile funktioniert es einfach immer. Ja. Hast mir nicht geglaubt. Okay, Lila. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So, ich will auch einen Apfel. Okay. Ja, Äpfel habe ich auch noch. Also die Äpfel... Ne, am besten mal nicht verschwenden, gerade für sowas hier nicht. Das sind die ja, ist ja wäre Quatsch. Bestimmt brauchen wir die auch noch mal. Bleib mal stehen, Buddy, bleib mal stehen, Buddy. Oh, ich habe gerade einen Eisenbarren bekommen vom Zombie. Ja, hat jeder sowas bekommen. Ne? So, Äpfel haben wir alle bekommen jetzt. Das sind kleine Aufmerksamkeiten des Hauses. So, da hinten ist ein Skelett. Ich hol. Achtung! Achtung! Da ist er. Bitte. Ich hab's ja versucht, dir ins Inventar zu legen, aber es funktioniert nicht mit mir. Und was sagst du zu dem Weg? Süß. Schön. Oh Gott, schon vergessen wir uns Skelett. Und hier stopp, hier stoppen. Hier stoppen. Ja. Hier. Nice. Guck mal hier. Sieht sehr gut aus. Gut. Ich habe jetzt 5 Skelettköpfe, einen Zombie-Kopf. So, komm her. Ich habe den nicht eingesammelt. Ich bin drüber gelaufen, habe ihn aber irgendwie nicht eingesammelt. Oder trage ich ihn? Nee. Ich dachte, da wäre einer gewesen. Ist egal. Komm, wir sind neue Viecher. Wir haben ein paar gute Zombies. Yo. Oh, Alter, was war jetzt? Bist du gestorben? Nee. Nee, hinter mir sind auf einmal Zombies gewesen. Ja, ich blockiere die mal schnell, so ein bisschen weg, lauf weg. So. Wollt ihr eigentlich die ganze Zeit mich essen? Kannst du mir mal sagen, warum? Keine Ahnung, du bist halt unglaublich lecker. So, also, jawoll. Und? Hier sind noch einige, komm, wir machen die. Ich mach direkt den nächsten Creeper. Geh weg. Ich hab nur noch 2 Herzen! Ja, Kopf, Achtung, hinter dir! Ich sammle deinen Kram ein. Nee, komm, ich halte die Viecher hier mal auf, sodass sie dich nicht abschießen können. Ah, okay. Gott! Was ist deine Lore mit mir? Das ist so nervenaufreibend. Komm, du hast so geile Köpfe jetzt da. Vielleicht solltest du die mal reinschmeißen, oder? Ja, dann schmeiß ich die 7 bei mir rein. Ja, und ich hole mal hier den Rest. Das wird dir wahrscheinlich irgendwas passieren, wenn alle drin sind, ne? Dann wird was passieren. Könnte ich mir vorstellen. Oder es passiert einfach gar nichts und es war eine reine Verarsche. Wir wollen ja eigentlich da unten zu dem zum Skelett, zu dem, der, zum Wächter vom Bandur. Da wollen wir ja hin. Mhm. Wo mittlerweile übrigens nicht nur der Wächter sein sollte, sondern noch mehr, weil ich höre hier immer irgendwie. Soll ich den Sandblock ersetzen, Buddy? Was für ein Sandblock? Hier ist ein Sandblock, der fehlt. Wenn du nein, ja, nein, ja. Komm hier explodieren lassen. Heiß. Hier explodieren lassen. Gut, das war gut. Wie viele? Oh, Köpfchen. Hier ist Köpfchen. Ich hab einen. Oh, ich hab einen Kopf. Alles, was einen Block neben der Straße liegt, ist mir völlig egal. Echt nur einen einzigen Kopf? Buh. So, ganz chillig. Oh Gott, da war noch ein Creeper in der Ecke. Verdammt, hab ich nicht gesehen. Komm mit. Oh nein. Die spawnen aber, die Creeper spawnen auch, wenn andere drüber laufen. Ich also weiß. Zombies oder so. Also von daher. Aber das ist so eine richtige Mission, da brauchst du... Moment, nein. So, wir brauchen noch einen. Ich hole einen Creeper. Ja. Können wir direkt hier brauchen. Mal. Ich habe hier mal 2 Skelette auf mich gezogen. Komm, ich komm mal zu euch. Gut. Ja, mach mal, mach dir mal den Skelett. Okay. Wie gesagt, Milch einmal sind unten in der Kiste, in der Doppelkiste. Ja. Was hat der Creeper? Ich höre dich. Jetzt hat er dich. Warum? Ich habe keine Ahnung. Nein, sie baust. Nein. Nein. Das kannst du vergessen. Dann bringe mal zum Explodieren. Jawohl. Ja, sehr gut.
Autsch. Ich habe einen Kopf aufgesammelt. Gut. Oh Gott. Erstmal hier ein bisschen. Oh mein Gott. Sitaras Opa hat Wellensittiche und Kanarienvögel gezüchtet. Ah, ich kann einen Jungen nichts finden. Ah, Sitara, das. Ja, die Viecher sind echt hässlich. Muss man schon sagen. Aber bei Küken, wie gesagt, die fand ich immer immens putzig. Und es gab auch keine Phase, wo ich sie nicht putzig fand. So, Achtung, nächster Creeper ist unterwegs. Ha, ja, dann hast du gleich explodieren lassen. So, nee, ich hol noch einen. Der ist mir aus Versehen geplatzt. Da hinten ist ein Skelett. Ach komm, ich muss ihn holen, es ist so dämlich hier. Ein schönes Dächer kaputt. So, kannst du. Feuer, sag Bescheid, wenn ich so lotsen soll, wa? Gut. Gab's wenigstens einen Kopf oder so? Wenn willst du lotsen? Feuer klotzen. Okay. So. So, hier vorne, ich glaube hier. Na, no, no, oh, jetzt. Der ist schon wieder auf dich getriggert, ne? Ja, lass ihn explodieren. Oh. Wieso bist du nicht gestorben, Junge? Das ist ziemlich lame, oder? Was soll das? Wieso? Irgendwie, ich glaube, diese Teppiche und wenn die hinter so einer Tür stehen, ne? Das hilft immens, also. Okay. Ich schau mir die beiden Köpfe schon wieder rein. Jo. Theoretisch gesehen kann man sich die Köpfe auch außerhalb des Schiffs. Ja, aber das dauert ewig. So, Achtung, nächster Creepy Creeper wird explodieren und jetzt. Schön, das gab einen Kopf. Oh, ist das schön. Jetzt habe ich zwei Köpfe. Warte. Das mit den Köpfen funktioniert übrigens nicht bei Spinnen. Nee. Spinnen droppen keine Köpfe, ja, das ist wahr. So, ich hole mal kurz neue Schöner. Einen Beef. Ja, könnte ich brauchen. Ich glaube, meins hält noch einen kleinen Bums aus und das war's dann. Eins, ja, dann ist rum. So doof. Muss das irgendwie so machen. Achso, soll ich Schilder holen? Ich bin am Eingang. Unnötig, dass so viele hier sind. Ja, wir können gleich mal ins Hotel gehen. Ich habe gehört, au, da soll wieder was für uns hinterlegt worden sein. Oh nein, so ein kleiner auch noch. Na? Was du das so von den Creepern hörst. Wer sagt denn das von den Creepern? Woher weißt du das? Das hast du schon mal erzählt. Das glaube ich aber nicht. Ich bin dann wieder Buddy. Erzählt. Ich wusste es. Los. Dass Buddy der Erste schon wieder ist. Achso, der ist schon wieder beim Spawn. So, dann lass uns mal. Oh. Ich nehme deinen Krams mit, ne? Wieso ist jemand vorgegangen? Ja, ich nehme ihn mit. Komm, lass uns mal zum Hotel gehen und mal gucken, was für uns da steht. Moment, ich werfe noch ganz schnell meine Köpfe ein. So. Wo ich jetzt mitnehme. Und Ladies Köpfe, die Lady eingesammelt hat. Warte, ich bin neben dir. Werf einfach alles rein. Ach, Buddy, wieder schön, du da. Bist du das? Hm. Moment, wir finden es gleich raus. Hä? War hier nicht eben noch ein. Okay. Ein Warum Zombie-Kopf, ein Skelett-Kopf. Naja, okay. Ja. Ist das notiert? Ein Zombie, ein Skelett? Schreibt jemand mit? Ich weiß nicht mehr, bei welcher Zeit wir sind. Okay, ich schaue einfach später nochmal nach. Schmeißt dann einfach rein, bis nichts mehr geht. Hieß es nicht, irgendwann geht's nicht mehr? Ja, ja, wenn's voll ist, geht's nicht mehr, ist richtig. Man muss natürlich den Trichter im Auge behalten, weil der ist ja noch aufgefüllt. Oh, by the way, habt ihr das schon mitbekommen? Der Spawn wurde überarbeitet von Lila. Ja, jetzt gibt's hier keine Ecke mehr, in die wir uns reindrängen, sondern jetzt gibt es einen ganzen Bereich für uns, ja, wo wir uns dann auf die Insel porten können. Hier. Ja, man kann nicht mehr einfach nur Spawn drücken und rückwärts laufen, sondern man muss jetzt tatsächlich einen Weg rumgehen. Oh nein. Yeah. Das dauert jetzt länger. Wie wunderschön, ne? Summertime. Lila und ich spielen hier ein bisschen Volleyball. Ne? Wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Ist das nice, das oder? Das bin nicht ich. Das bist nicht du, wer ist denn das? Irgendein random Spielerkopf, der so ähnlich aussieht wie ich. Ah, okay. Warum nicht deiner? Ich dachte, das wäre schon okay. Spiele ich halt mit irgendjemandem Volleyball, aber ich freue mich, mit Spaß zu haben. Langeweile. So. Jerem, setz dich. Schon so Lehne runtergeklappt. Die kleinen Monster rennen so süß. Ja, die sind echt putzig, ne? Aber die machen immens viel Schaden. Türentanz, so. Und Tanz. Lady, kommst du zum Spawn? Dann gebe ich dir deine Sachen dort. Also Lady ist schon beim Tisch. Noch ja. Perfekt. Bin am Tisch. Das ist gut. Sind alle am Tisch, außer du. Oh.
Hat Mondi sich eigentlich wieder abgemeldet oder was ist hier los? Nee. Hat sie nicht. Hm. Also, ich weiß nicht, was los ist. Wahrscheinlich wieder Real Life vorgegangen. Ja, ist irgendwas. Ich bin das, ja, das bin ich. Okay. Davon ist Reni. Magst du mir wieder helfen, mein Buch aufzuheben? Ja, ich helfe euch. So, ich gebe erstmal Lady den Kram. Ich glaube, das war mindestens dir. Das war dir. Der war dir. Das war deins. Und das hier. Dieser eine Pfeil. Nee, dieser eine Pfeil bei mir. Ich glaube, die Masse an Pfeilen war dir. Gott hat mir geholfen. Das gute Schild ist deins. Und dieser Crab. Die Bones behalte ich. Wenn du sie brauchst, sag Bescheid. Oh? Nee, Lady, die sind für alle. Ich klar. So. Okay. Ich sehe schon, da werden. Die Blinden holen schon die Bücher raus. Habt ihr schon Bücher oder habe ich die jetzt alle eingesammelt? Ja, ich habe einen. Gut, du hast ein Buch. Gott hat mir die Kraft gegeben. Tirim, hast du ein Buch? Das war, ja, Gott hat mir die Kraft gegeben. Du kannst mich ruhig weiter Buddy nennen, ne? Aber ist gut. Le Buddy? So. Das ist halt das Schlimme mit euch, wenn ihr unsichtbar seid. Ich bin auch unsichtbar. Ja, wir sind alle unsichtbar. Das ist sehr merkwürdig. Ich habe keinen Namen. Ich ein Brot in der Hand habe. Außer Tirim und Lady, die nicht. Okay, wenn ich jetzt anfangen würde, hier meine kompletten Sachen auszuziehen und mein Buch wegzunehmen, ne? So. Sieht man mich? Oh, ich sehe dich noch. Warte, du willst dich rausziehen, ich kann kurz. So, okay. Defcon, moin. Ja, das wäre echt ein Ding gewesen, ne? Das 5. in Folge gewinnen. Schade. Aber 4 Stück in Folge, das ist heftig. Ne? Ich meine, es sind 50% Chance jedes Mal. Also kannst du ja ausrechnen, ne? Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da hast du viel Glück bisher gehabt, ne? Wer weiß. Beim nächsten geht's vielleicht wieder los und dann kommt die 6. Reihe. Wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, warum nicht, ne? Shirley Nico joined the game. So, okay, Moment, nochmal. Gut. So, bin wieder weg. Oh, okay. Oh. Sind wir denn jetzt alle. Also, Mondi ist. Shirley braucht noch ein Buch. Shirley braucht noch. Okay, Shirley. Einfach mal hier hinkommen, weißt ja wo, ne? Sie ist da schon. Ich hab sie schon direkt geholt, bevor sie irgendwo anders hingehen konnte. Das ist ein Eher. Salami ist das. Na, oh, Entschuldigung. Hallo, er hat einen weiblichen Charakter ausgewählt. Bleibt in der Rolle, das ist eine Sie. Shirley. Shirley ist ja Unisex der Name wahrscheinlich. Genau. Vielleicht wird sie auch anders ausgesprochen wie Schorlei. Oder sowas. Irgendwie so männlich, immer total weiblich. Dunkel, Schorlei. Keine Ahnung. Geil. Nope. Sieht doch ziemlich lässig aus mit dieser Brille und so. Eigentlich nice. So. Ah, das ist ein Webname. Der hat kein Geschlecht. Ah, oh Gott. Kann Lady eigentlich reden oder will sie nicht reden? Sie kann reden, aber das Mikrofon ist komisch, ja? Ah, okay. Was ist los? Ach, genau, das war ja die mit dem Weg. Ja, stimmt. Ich hab ein Buch, Lady. Ich versteh's nicht. Aber, okay. Shirley nicht. Ach so, Shirley. Hier, bitte. Klar, nimm. Ah, verdammt. So, nimm das hier. Und ich nehme deins. Müsste geklappt haben. Okay. So, jetzt fehlen aber noch 3, 4 Bücher. Hat noch jemand kein Buch? Ich hab ein Buch. Thunder ist heute nicht da. Wegen seinem Geburtstag. Thunder, Mondi und wer noch? Marshmallow hat ein Buch. Skylight? Sky, richtig, schön. Sky fehlt. Ja. Ja. Okay. Alles klar. No, ist ja kein Thema. Dann würde ich sagen, ich lese einfach mal vor. Ja. Wann der Rest jetzt kommt, weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt schon, wir haben jetzt schon 10 vor. Ja. Also da würde ich mal sagen, ich lese einfach mal. Ja, was wir hier geschrieben bekommen haben. Hallo. Meine sehr verehrten Gäste, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Bau eines magischen Turmes in Planung ist. Das ist absolut inakzeptabel. Magie hat auf dieser Insel nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Hier herrscht der Glaube an die Wissenschaft. Nun ja, ich möchte jedenfalls nicht, dass etwas derartiges gebaut wird. Danke. Sonnige Grüße, Monsieur Passepartout. Die 48-Stunden-Aufgabe verärgert Passepartout und baut einen magischen Turm nach Vorlage, siehe Discord. Verwendet folgende Materialien: Prismarin für das Dach, Quarz für den Hauptteil, 18 Bücherregale, ein Zaubertisch, ansonsten nach Belieben Mindesthöhe 30 Blöcke, Mindestradius 5 Blöcke bis Montag 20 Uhr. So, wir dürfen ihn verärgern. Ich schätze, wir werden uns auf diese Aufgabe stürzen, oder? Vorlage im Discord. Ja, Moment.
Ich gucke nur, ob irgendjemand irgendwann irgendwo irgendetwas und ich sage euch dann, wo genau diese eine Mine irgendwo irgendwann irgendwas. Und Frage, Chris Marien, ne? Das ist das, was unter Wasser ist, richtig? Ja. Right. Ja. Right. Ging das nicht sehr mühsam? Oh, ich hab's gefunden, im Forum. Müsst alle mal gucken, da war's schon lange. Alles klar. Im Forum? Da ist es schon lange, okay. Schon lange, heute um 20:52 Uhr. Dann musst du nochmal genau hingucken. Manchmal stimmt das mit der Uhrzeit nicht. Discord hat einen Fehler. Der ist bekannt, der Bug. Natürlich. Ja, doch, willst du mir jetzt erzählen, das ist ein Video, ein 59-minütiges Video? Das soll ich mir jetzt angucken? Ja. Ja, das müssen wir. Verarschen. Das ist eine Aufbauanleitung. Wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben. Männers und Frauen. Nicht wahr? Und Frauen? Ich gehe dann mal weiter töten. Ja, Was? Ihr wollt diese Aufgabe nicht lösen? Diese wunderbare Aufgabe nicht lösen? Ach, so schlimm ist ja Mr. Passepartout gar nicht. Eigentlich müssen wir ihn nicht verärgern. Ja, ich meine... Okay, Shirley, damit bist du auf der Nummer 1 der... Wir kämpfen doch, um an das Schwert ranzukommen für Monsieur Passepartout. Warum sollen wir ihn jetzt verärgern? Also, vor allem ist das Buch... Ich glaube nicht, dass das Buch wirklich vom Passepartout kommt. Wer weiß, ob wir ihn wirklich damit verärgern, weil... ist im gleichen Buch, was er geschrieben steht, steht die Aufgabe, dass wir ihn verärgern sollen. Also das stinkt mir. Nee. Na, vielleicht hat das Buch ja noch jemand gecrappt und hat schnell noch was hinten dran geschrieben. Oh, ja. Ich glaube, das ist alles... Genau, er will eigentlich... Also wenn es von ihm kommt, dann will er eigentlich, dass wir diesen Turm bauen. Ich weiß nicht, ob ich... Ja, aber du willst mir dienen. Du suchst da extra sein Schwert gerade. Also von daher... Ich will eigentlich nur die Belohnung dafür. Er hat sich einfach nur unsere Situation angepasst. Er weiß... dass wir ihn hassen und dass wir nichts mehr für ihn erledigen. Deswegen hat er das jetzt so geschrieben, damit wir glauben, oh, wir sollen ihn ja verärgern. Aber in Wirklichkeit ist es einfach so, dass wir ihn nicht verärgern, wenn wir den Turm bauen. Und er denkt sich, aha, die sind so blöd, die glauben das, was da drin im Buch steht. Hab ich nicht verstanden, Buddy. Okay. das war zu hoch für ihn, Leute. Das war zu hoch. Wir wissen doch, Freya ist... Das ist langsam. Ja. Ihr müsst mir das genau erklären, ihr müsst mir genau zeigen, was wir jetzt tun müssen mit dem Turm. Müsst ihr mir genau zeigen. Buddy, du willst dich doch eh um den Weg kümmern, dann kannst du dich doch auch um den Turm kümmern. Das ist für die Leute, die vielleicht nicht mehr kämpfen wollen. Und wir müssen auch einen Platz finden für den Turm. Vor allem, wenn da mindestens 30 Blöcke hoch sein soll. So, Moment. Wieso, hier ist noch ganz viel Platz? Ja, Platz haben wir mehr als genug. Moment, Setara, Moment. So. Das hier ist das Ding aus Discord. Ja, ich hab's mal gepostet. Ich will nicht in der Dunkelheit hier rumstehen. Ich muss mich kurz raum. Also immer in Freyaks Nähe leise und langsam reden. Nicht, dass er panisch die Flucht antritt. Ah, ich hab mich hier... Ja. Okay. Das hab nicht ich gesagt, das war... ein lieber Bekannter von mir, der das gerade gesagt hat. Okay. Jetzt fahren wir da oben. Oh, und so recht hat. Naja. Macht euch nur lustig. Es macht mir gar nichts aus. Kein Problem, Freya. Das habe ich nicht verstanden. Du nuschelst so. Soll ich noch langsamer reden? Vielleicht ein bisschen lauter? Schade, ihr hört das ja nicht. Sonst hätte ich jetzt hier einen Sound aufgenommen. Moment, ich, Ich habe in der Zeit schon mal 3 Skelettköpfe gesammelt. Der nuschelt so, ich verstehe kein Wort. Okay, das wollte ich nur da. Einspielen. Ja, mach mal. So. Ich habe hier genug Geld. Gold. Du kannst unter Wasser auch Gold sammeln, das weißt du, ne? Der Automat ist heil. Ja, der ist super. Super, der Automat. Die Empfehlung. Das ist schon richtig, aber... Der ist schön, der Turm, ist oder? Ich habe noch ein paar Blöcke. Vielleicht bauen wir den hier. Ich gebe es zu, ich war ein bisschen übertrieben in meiner Freizeit.
Ich habe eventuell 3 Stacks Goldblöcke mittlerweile. Ja, cool. Also 3 Stacks gehen schnell am Anfang. Hallo, grüße dich. Hm? Hier ist schon jemand fleißig. Okay. Ja, ich. Ah, du, okay, okay. So, dann lasse ich mal bei euch, euch was bauen. Wow, ich danke für den Follow, Donatka, Nora. Das und läuft ja fantastisch. In the Band. Viel Spaß euch noch. Alles klar. Danke. Danke, Lila. Tschüssi. Gott, ich hasse es. Diese dummen Skelette. Ja, mein Schild ist fast down. Fast. Was ist down? Mein Schild. Ich brauche ein neues. Stopp. Donald steht. Da. Ja. Hast du aufgesammelt? Sie brauchst du es mal. Ja, ich hol. Ja. Danke. Ich habe alles notieren, was ich aufschreibe, damit Donald gar nicht alles hört. Da habe ich so viele Pfeile. Wahrscheinlich will ich ein ganzes Skeletten, die umbringen. Ich glaube, die sind alle von Lady. Die habe ich hier nicht zurückgegeben, oder? Sind wieder zurückgeflutscht. Ja, aber Lady hat doch keinen Bogen gehabt. Keine Ahnung, ich habe Infinity-Bogen. Nein, deswegen Lady, ich nur Lady hat zu dir gesagt, sie hat dabei. Keine Pfeile gehabt und hat sie die deswegen zurückgeschmissen. DEFCON, ja, ich hab mein allererstes Mending-Buch eben geangelt. Als ich mit Shiro angeln war, habe ich mein allererstes Mending-Buch ever geangelt. Ja, das hat er mir gegeben. Voll lieb. Ja. Weil er ja auch meinen Dreizack wahrscheinlich in die Luft geschmissen. Ach ja, Sebastian, kannst du mal bitte. Was? War ich? Ja. Das war ein Creeper, nicht ich. Hey. Ja, aber du warst daneben. Du hast den Creeper in die Luft gehalten. Ja, ich musste das Ganze mit ansehen. Ich bin traumatisiert. Mhm. Fürs Leben. Oh Mann. Glaube ich jetzt auch. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, ne? Ich finde es auch unglaublich, dass du einfach so einen kleinen Dreizack in die Luft geschmissen hast. Wie so funktioniert das aktuell? Ich muss ihm jetzt einen Klaps geben, so einen kleinen, sonst kommt er nicht. Warum kommen die bei dir immer nicht? Bei mir rennen sie immer sofort hinterher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie die Wahnsinn. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. So, und hier blockieren wir. Gut. Na, Tiri. Na. Ich bin mit meiner Köpfe. Dich können wir gebrauchen, gegangen. Dich brauchen wir nicht. Oh Gott. Oh Gott. So, dann wir arbeiten wir kurz. Nein, ich häng fest. Ah. Ja, nein, klar, dass es nicht geht. Es ist kann ich den Summer 1. Oh Gott, ich kann hier alles abbauen. Warum kann ich hier alles abbauen? Da bist du ein unsichtbarer Zombie. Ja. Au. Immer noch? Bei dir? Irgendwo ja, bei mir in der Nähe wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich ihn erwischt. Dann brennt er, dann kannst du ihn sehen. Ja. Okay. Das war's schon. Hm, so. Das Flicken. Das war ich. Warum auch immer. So, ich muss immer mal muten, wenn ich mit euch hier rede im Chat. Sonst. Wenn das alle machen, dann wird es zu laut und zu viel durcheinander. So, Mending-Bücher. Letztens hast du beim Angeln. Haben wir es getestet? Ja, genau. Ich habe so eine super Angel, die habe ich hier zu Hause gelassen. Die hat übrigens auch schon Mending. Ich habe so viele Mending-Angeln geangelt und so viel zusammengecraftet. Also, ich habe eine ziemlich geile Angel mittlerweile. Kann ich gleich mal zeigen. Und ich habe auch eine Menge geangelt. Und das erste wirklich einfache Mending-Buch habe ich dann eben zusammen mit Shiro geangelt. Erst hat sie gemeint, ich bring Pech, weil wir, ich weiß nicht, 20, 30 Fische geangelt haben und dann plötzlich gab es ein Mending-Buch. Da waren so 3 Zauber auf diesem Buch, unter anderem halt Mending, ne? Wahnsinn, das war richtig gut. Dr. Professor, moin! Der Dritte, der Erste eingibt. Okay. Man merkt, Metcalf und Thunder sind heute nicht da. Oh, der Server wird in 10 Minuten neu gestartet, ja, das ist ja witzig. So, okay, ich bin mal wieder in Discord. So. Serverneustart. Super. In 10 Minuten. Yay. Falk, du richtest das jetzt. Du was? Du gehst, du richtest das jetzt. Ah, dann kümmern sich schon Salami darum. Ja. Salami ist der wahre Admin. So, okay. Aber dass der Serverneustart nicht stattfindet, Robert. Man könnte ihn verschieben so ein bisschen, aber. Naja, Salami macht schnell. Jetzt folgendes. Salami geht jetzt einfach her, sagt zum Server, ey, du, nein. Oh, mein Schild ist gerade kaputt gegangen, Gott sei Dank jetzt erst.
So, dann holen wir bei dem nächsten Creeper her. Darf ich auch nicht mit dem... Bei mir kommt er nicht, guck hier. Jetzt! Okay. Wahrscheinlich wegen dir. Wahrscheinlich, ich bin der Creeper-Flüsterer. Ja, irgendwie schon. Ich bin übrigens nicht gut im Bauen, das heißt, dass so jemand, der bauen kann, muss dann einen Turm bauen. Ich sammle einfach nur ein bisschen Materialien wie... Ich hab doch eh eine Vorlage. Warum ja, eine Vorlage? Eine komplette Vorlage. Noch ein Köpfchen, oh gut. Ja, das kriegen wir heute hin, oder? Dann können wir uns komplett um diesen Turm kümmern. Wo baut ihr denn? Naja, ich sag's mal so, Frei, das wissen wir ja noch nicht. Also, wir haben ja die Aufgabe, das Schwert zu finden. Also, Server Restart. Ich weiß gar nicht, ob das Schwert da unten ist. Ja. Server Restart findet planmäßig statt. Ja, das ist wahr. Aber zumindest, okay, dass wir mal die Köpfe hier. Ja, das war auch echt. Abgelehnt. Ah, geht ja schon. Es geht rucki zucki. Achso, Leute, da kommen jetzt, glaube ich. Eventuell kommt noch ein Creeper mit. Ich sehe es gerade nicht. Hm, guck hier. Dr. Professor hat Tollys gewonnen. Okay. Na, so schlimm ist Trollybot heute nicht unterwegs, oder? Aber ganz am Anfang war es schlimm, ja. Ganz schlimm. Aber jetzt, glaube ich, ne, geht's doch einigermaßen, oder? Ah, leichte Verzögerung. Ich habe hier noch so einen Zombie-Kopf gesammelt. Ja, okay. Einfach, kannst du auch selber in die Trichter schmeißen. Oder wirf mir hin, dann schmeiße ich es nachher rein. Ist auch kein Thema. Ich weiß nicht mal, wo die Trichter sind. Oben? Hast du dich noch nie umgeguckt? Böser Deal. Also ich habe hier sogar die 10 Artefakte gefunden, die wir sammeln mussten. Oh, die spawnen wieder ganz viele. Die reproduzieren sich selbst, diese Charge Creeper. Mhm. Diese Intelligenz. So, hier. Oh, geil, hier unten haben wir ganz viele Skelette. Also einmal runter, bitte. Ja, ich glaube nicht. Und hier können wir stehen bleiben. Hier? Ja, ja, genau, hier. Sehr gut. Aber hinter den Türen sind die immer so ein bisschen geschützt. Das ist. Okay, vor den nächsten. Der etwas nervig, ja, aber mal. Nee, den würden wir behalten. Wie? Ja. Genau. Aber die sind echt nur auf dich aus, ne? Was? Achso, da. Okay, ich lass hier vorne mal gleich halt explodieren. Gott. Au. Selbst hier kriegt man noch Schaden, das ist der Hammer. Aber mich würde jetzt mal ganz kurz was interessieren. Und zwar, wer hat eigentlich die drei Artefakte gefunden und wo? Ausrufezeichen. Tollys, Rangliste oder Rangliste Bindestrich Tollys? Ich glaube Rangliste Bindestrich Tollys. Hast du geklaut hast oder was? Dr. Professor. Ja, genau, die ich geklaut habe. Mich würde es interessieren, genau, wer die wo gefunden hat. Vielleicht ein Creeper, der sie dann zu uns gebracht hat. Ich habe nochmal 5 Stück. Insgesamt an Köpfen jetzt. Mit Creeper, komm mit zu den Skeletten, komm. Mhm. Das ist das Nervigste. So, hier unten haben wir wieder ein bisschen Skeletti. 2 Stück. Ja, ich bring den Creeper mit. Ja, ist gut. Nicht so weit zurückziehen, ne? Ruhig ein bisschen nach vorne, bis sie. So. Schön. Oh, du hast den Kopf liegen lassen. Nee, ich hab den gleich gesehen, dass er da kein Kind hat. Ja, oh, gut. So, ich bring den mal eben schon mal zurück. Ja. Zwischendurch mal die Köpfe leeren. So, die Köpfe leeren. Die sind zu voll. So, komm schon. Na, komm schon. Mir fällt gerade auf, ich brauche eigentlich gar nicht diesen komischen Trank. Ich kann auch mich einfach nur irgendwie hier hinsetzen und warten, bis das Ganze hier fertig ist. Dann kann ich einfach abfarmen. Oh, reicht das schon, oder? Was? Ja, die Prismarinform und so weiter geht ja alles automatisch. Da brauche ich hier nichts tun. Nicht Knöpfchen drücken. Wie automatisch? Ja, du musst doch die Truhe immer öffnen. Ja, Truhe öffnen und zumachen. Das ist das Ding, was man machen muss, ja. Ja, der Knopf ist sozusagen das Truhen öffnen und schließen. Ist das noch nicht aufgefallen? Ja. Sonst wäre die Kiste ja voll, wenn du da unten taust. Ja, eben, drum, das war gerade der Plan. Ich hätte es einfach Nein! Und so, einfach nur mit einem Trank dahinstellen und immer wieder die Truhe öffnen und schließen, öffnen und schließen. So habe ich das auch mit dem Gold gemacht. Schaust gerade nach oder was? Oder was war das M? So, da haben wir die Rangliste. Achso, Rangliste. Ach, schnell, guck jetzt nach wegen den Köpfen. Ich? Nee, noch nicht. Nee, ich hab grad mal auf den Chat geachtet, mal so ein bisschen. Ist halt widerlich. Hin und wieder. Ein Streamer, der auf seinen Chat achtet. Eklig, ja, schlimm. Ja, wer macht denn sowas? Das ist ja völliger Quatsch. Chat mir passiert halt grad nichts. Komm mit, Creepy, komm. Ernsthaft, Creeper? Jetzt hast du einen neuen Creeper gerufen? Ist okay. Schon der fürs nächste, für die nächste Runde. Ja, hier unten haben wir ein Skelett, also einmal runter. Hm, danke für den Hostel, Tara. So, hier können wir ihn platzen lassen. Oh Gott, Alter. Schön, Sollte man das Spiel eigentlich in die Trichter reingucken können?
als normaler Spieler? Man kann in den obersten Trichter immer reingucken, ja klar. Okay. So, hier können wir wieder blocken. Hey, das ist ja voll praktisch. Ist dir das noch nie aufgefallen? Gut, der Buddy darf das ja eh. Also, ich wollte nur wissen, ob das immer, legal wenn ist. Ich, also ich habe immer, wenn ich irgendwie bei den Nuggets oder sowas gefarmt habe, ganz viel raufgedrückt und dann auf den Trichter gleich hochgeholt. Grüße dich! Ständer geht. Das hieß ja, mach das, grüß was die anderen macht. Beiden von mir am Multi. Grüße an die anderen beiden. Wer können mit den anderen beiden gerade sitzen? Ich habe hier, Freya, Lady Hypern, Marshmallow, Shalineko, Shironaya und Tirim. Hallo. Ich glaube, Lady ist gemeint. Nein, Detlef hat gerade gesagt, ich soll die anderen beiden grüßen. Ja. Warum findest du mich immer so geil, Krüger? Was ist los mit dir? Tja, keine Ahnung. Hier ist ein Skelett, den können wir... Was hat er? Ja, der Einzige. Der einzige Freiwillige. Freiwillige. Oh, hat direkt einen Kopf fallen lassen, super. Ich habe schon 3 Skelettköpfe wieder und 1 auf den Kopf. Gut, ich habe 2 Skelettköpfe. Falls das der PC aushält, dass ich so diese... Am Ende haben wir mehr Skelettköpfe als Zombieköpfe. Wobei ich dachte, dass das eher ein Problem wird, aber wir nutzen sie ja gerade anders. Wieso ignorieren die mich? Wieso? Jetzt, jetzt kommt er. Jetzt erst. Ja, war sich nicht sicher. Wahrscheinlich, weil er mich nicht gesehen hat oder so. Kollege? Sehr merkwürdig. Ja. Pipi, komm. Oh Gott, das sind 2 Küken. Oh, mal gucken. Okay, das ist ein bisschen gefährlich. Ha. Na komm. Was für Schaden. Na, guck mal, Detlef ist gekommen. Der Detlef. Nur, dass wir Spieler uns nicht blocken können. Boah, das war knapp. Schild zu spät gehoben. Aua. Das ist böse, ne? Die machen so dermaßen Schaden, die Teile. Wahnsinn. Oh, toll. Jetzt ist hier wieder ein Unsichtbarer. Okay, jetzt muss ich schnitzen. Hilfe! Jetzt siehst du. Das ist. Ja. Fies ist es, wenn so ein Skelett unsichtbar wird. Ja, stimmt. Die zu finden ist hart. So ist sichtbar. So. Hier holt. Ich trinke einen Schluck. Und ein neuer Korb. Jo, Frag. Oh, da ist schon wieder neue Schilder. Ja. Alter Schwede. Das geht, Buddy. Ja, Detlef, das ist ein Effekt von dem Creeper, von dem Bösen. Ja, genau. Du hast doch sicher auch schon das Spiel Town of Light gespielt, oder? Zumindest habe ich es hier mal im Stream gesehen. Also, Hoppern unter den Tischen. Kann sein. Town of Light war das dieses Horrorspiel, ne? Ja. Ja, ja, genau. Genau. Jetzt, ich musste kurz überlegen, ja, genau. Oh mein Gott, ist das vielleicht damals passiert? Ich guck gerade nach. Alles klar, Dr. Professor. Nee, schade. Schönen Abend noch. Leider nicht. Der krasseste Shit war ja für mich so, ich saß die ganze Zeit da und dachte mir so, aha, ja, okay, ist irgendwie unspannend. Und plötzlich taucht die Stimme von Gronkh auf. Ach ja, richtig, genau, ja. Ist das dein Ernst, Creeper? Warum bist du jetzt wieder auf mich? Ich verstehe es nicht, Shiro. Irgendwie ist das komisch mit dir. Au. Au. Der Creeper, der liebt dich. Ja. Aber ich muss mir eben kurz neue Schild besorgen, weil meinst oder ja, plötzlich ein Raid. Glaube ich. Ja, der Raid hat mich erschreckt. Aber das mit Gronkh, das war halt einfach so. Was hat Gronkh gemacht? Naja, Gronkh hat ja in einem Spiel eine Synchronrolle gehabt und ich habe das die ganze Zeit irgendwann ist das dann plötzlich ist in seine Stimme aufgetaucht. Im Spiel. Aber war das nicht Pandorias Stimme oder so gewesen, die vorgelesen ja, hatte? Und deswegen hatte Gronkh ja dann auch da diese Rolle noch bekommen. Und ich habe das Spiel gespielt und mich auch gewundert, ich wusste das gar nicht und ja. Von welchem Spiel redet ihr? Town of Light. Okay. So, kommst du? Oh Mann, au. Kommt der? Creeper? Vorher habe ich Agony gespielt, das war jetzt nicht so gruselig, wie ich dachte, das wäre einfach nur ein bisschen abartig, aber das war's. Oh Gott, Creeper. Komm schon. Komm schon, Junge. Geh hin. Ich besorge mir eben neue Schilder. Jo. Sole. Köpfe einsammeln? Naja, war ja nicht so viel. Ach, der Premierend. Oh, hier ist auch. Oh, schön.
Naja, also wir hatten ja irgendwie 38, 31 am Anfang und ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile bestimmt schon wieder 12 und 12 plus reingehauen. Mhm. Also ich dürfte eigentlich nicht mehr viel brauchen. Ja, ich hau auch mal ein paar rein. So 2, 3 dürfte ich jetzt auch wieder haben. Ja, Pandora hatte die weibliche und Gronkh hatte dann den einen, glaub, recht kleinen Part gesprochen. Genau, ja. Ganz am Ende, so den winzig kleinen. Ja, aber das hat gereicht, um mich einfach mal so... Ja, das ist ja auch neu gestartet. Oh. Nein. Ich hab Köpfe, ich will sie loswerden. Nein. Okay, gleich. Jetzt sind wir hier. In der wirklichen Welt. Ah, raus aus der Fiktion. Wieso ist Freya eigentlich hier? Hä? Wo bin ich? Ich bin hier, in der Hauptwelt. Also, wir sind alle hier gerade an der gleichen Stelle rausgekommen, nur du nicht. Wo seid ihr rausgekommen? Bei Event? Mit den, wo man in Lytras und mit Feuerwerk rumschießen kann. Jeder ist dort rausgekommen, wo er zuletzt gestanden hat. Das ist. Nee, ich war das letzte Mal auch in der richtigen Hauptwelt. Ah. Wir sind nicht auf dem Hauptserver. Also, wir sind da, wo man sozusagen. Ach, ihr seid direkt auf dem Fallback-Server hingekommen. Okay. Ja! Aber ich war das letzte auch auf dem Hauptserver drauf, also sehr merkwürdig. Na, ich bin hier. Hey, guckt mal, ich habe hier 11 von diesen mysteriösen Artefakten. Was? Ach, du hast das alte Schiff leergeräumt mit dir? Nein, das ist mein privates Inventar. Achso, hier jetzt gerade meinst du? Und ach, kann ich dir mitnehmen, Was mich mal interessieren würde, das eine Geisterschiff ist ja von einer Stelle zur anderen gewandert, ne? Ja. Und ein Herr, wo ich ja weiß, war auch dann mal auf dem anderen drauf, bevor das weggemacht wurde. Konnte man da schon diese Artefakte finden? Oder wurden die später erst reingesetzt, nachdem das Schiff gewandert ist? Gut, woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch wirklich nur ein normaler Typ. Ja, nicht, dass am Ende irgendwie irgendjemand hier heimlich im Inventar ganz viel von diesen Kristallen hortet. Ich sag mal so viel. Nein. Okay. Ich bin nur schon mal sicher. Ja, es ist alles gut. So, war hier unten eigentlich mein... Nee, hier oben das Bett. Ich muss mich hier wieder... Kriegen wir eine Nachricht, wenn der Server wieder da ist? Komm, ich gehe hier einfach. Der ist doch schon wieder da. Ja, Server, ich bin schon wieder drauf. Ich bin schon wieder auf dem Schiff. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast, Freyak. Danke. Wow. Ich habe gerade Bescheid gesagt. Ja, gerne. Mach ich gerne. Ja, gerne. Ja, doch, ja, so bin ich. So bin ich. Komm ich da hin? Freyak hat sich jetzt Leuten irgendwas geklaut, ne? So kennen wir den Freyak. Ja, genau. Ich habe schnell alle Buddys Bude leer geräumt. All seine Schätze. Oh, dieses du meinst den gelben Müllhaufen, der sich Schatz schimpft? Das einzige Wertvolle daran war die gelbe Hände, war die gelbe Schalkerbox. Der Rest war ja einfach nur gelb. So, ich guck nochmal ganz schnell in die Kiste. Es fehlen noch 11 Skelettköpfe und 9 Zombieköpfe. Okay. Sitara, sehr gut gerechnet. Heute Morgen waren es doch 70. Wie habt ihr denn das so schnell geschafft? Wir waren echt fleißig. Also, ich bin auch schon ein bisschen gekämpft. War nicht nur so daher gesagt. Oh, Sitara zählt mit, was reinkommt. Wow. Aber wie denn? Ich sag doch nicht alle Köpfe an bei mir. vielleicht jetzt künftig. Na, ab jetzt macht sie's. Ah, okay. Also immer schön sagen, wenn man was gedroppt bekommt. Ja, 11 und 9, die fehlen noch, ne? 11 Skelett, okay. 9 Zombie. Dann haben wir es. Also konzentrieren wir uns einfach wieder auf die Skelettköpfe und in der Zeit kriegen wir so Zombie-Köpfe. Gut, bringst du noch Schilde mit hoch? Ja, hatte ich vor. Sehr gut. Brauche ich ein neues. Oh mein Gott, ich hätte mir ja gleich eine neue Rüstung machen können. Ah! Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen zu diesen Kristallen, also den Artefakten aufklären. Ja. Das könnte jetzt als Wahrheit oder als Lüge sein, das ist mir jetzt eigentlich völlig einerlei. Die habe ich nicht geklaut, sondern die habe ich reingeworfen. Die habe ich gefunden, die habe ich dann reingeschmissen. Wo hast du ihn gefunden? Ja, gefunden. Er hat sie gefunden? Ja, wo denn? Gefunden. Naja, in seinem Inventar und dann hat er sie reingeschmissen. Ich meine, wenn er jetzt nicht sagen will, wo er sie gefunden hat, dann ist er ja schuldig. Dann bin ich schuldig, weil ich nicht gesagt habe, wo ich sie gefunden habe, weil ich sie nicht bloßstellen möchte. Ja. Ja, okay. Ich kann sie nicht bloßstellen, das ist ganz einfach.
Ja, okay, ja, ja klar, ich meine, ich sag, dass ich es reingeworfen habe und. Ja? Ja, klar. So, ein Skelettschädel haben wir jetzt weniger, jetzt brauchen wir nur noch 10. Im Blumenfeld errichten. Stimmt, wegen Magie, Blumen, passt doch. Oh Lady, das ist toll, das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine ganz tolle Idee. Pauls Idee, auch schön. Wenn wir hier mit den Köpfen soweit durch sind, dann werde ich auch anfangen zu farmen. Ne? Ein bisschen Quarz und Prismarin. Das sollte ja nicht das große Problem sein. Ne? Dann liefere ich euch das. Und ihr könnt ja ein bisschen schon mal bauen. Müssen uns noch überlegen, wie wir die Größe machen, ob wir das genau nach Video machen, die Größe, oder etwas kleiner. Das können wir uns überlegen. Aber ich glaube, bei Quarz brauchen wir ja nur 4 Stück für einen Block, oder? Oder wie war das? Ja, das geht. Also das ist nicht viel. Ja. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass die Person sich sicher bemerkbar macht, wenn sie merkt, dass die 3 Artefakte fehlen. Das ist schon alles sehr merkwürdig, ne? Ah, da seid ihr. Und ein Hi. Schildchen, ein kleines Schildchen, dann nehme ich meins nämlich weg. Das ist, ich sag mal, es hängt am roten Faden. Ja, deswegen habe ich meins auch gerade ausgetauscht. Nice. Merci. Ich mach hier noch in der unterste Truhe was rein. So, okay. Ja, sind wieder einige hier. Ich versuche hier noch ein bisschen zu spawnen. Ich glaube hier vorne. Ne? So, und jetzt. Hier können wir blockieren. Oh, nice. Ich habe keinen Kopf. Hier ist ein Kopf. Hier ist ein, ich habe einen Zombie-Kopf. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 8 Zombie-Köpfe. Oh Gott. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Oh Gott, bin ich gespannt. Oh Gott. Hey, grüße dich. Bluestream ist deswegen unsichtbar, weil auf diesem Geisterschiff ein Creeper rumläuft, der Unsichtbarkeit verteilt, wenn er platzt. Ja, wir haben aber ganz viel Milch, die wir nachher trinken können und dann sind wir wieder sichtbar und dann ist alles wieder gut. Dass ich sichtbar sein möchte, hallo? Na gut, geht auch so, geht auch so. Sichtbar sein ist voll die Schwäche hier. Okay, dieser Buddy, ne, der ist mir, ich weiß nicht. Erst hat er auf mysteriöse Art und Weise diese Artefakte plötzlich mit mir da. Ich hab keinen Zombie-Kopf. Und jetzt will er unsichtbar bleiben, um irgendwas zu verheimlichen. Hast du das gehört, Zitara? Frage, wenn ich die Artefakte zurückgebe, warum sage ich, wenn ich die Artefakte geklaut habe, warum... Vielleicht kam dir jemand auf die Schliche, hat sie entdeckt. Genau deswegen. Und dann hast du sie ganz schnell reingetan und, 2 Zombie-Köpfe habe ich im Inventar. Wow, was war das denn? Der hat gerade mein Schild getroffen, obwohl ich es gar nicht gehoben hatte, ne? Dann möge ich die Person bitte, die sie jetzt auf die Schliche gekommen ist, bemerkbar machen. So, bringt Zombie mit. Wir haben hier ganz viele Skelette. Das wird lustig. Ich bring Creeper mit, ne? Ja, kein Creepy. Zombie. Ja, doch, da kommt ein Zombie mit. Oh, nice. Oh, nice. Und ein Nerd an hier ist ein Kopf. Hier ist ein Kopf. Ein oder wie viel? Ja, ein Skelett. Ein Skelettkopf. Okay. Oh, nice. Ja, mach du das. Bei dir klappt das eh. Oh, hier sind 2 super Zombies. Kannst direkt hier platzen lassen. Lass platzen. Achso. Das ist übrigens die Mechanik hinter dieser Kiste, wenn ich die öffne und wieder zumache, kommt da meistens ein... Schade, ne? War nix. Rein. Das kann sein, dass der andere, es waren 2 Creeper, so. Dass einer vor Zeit versetzt war und hier siehst du alle Leute, die hier an diesem Werk beteiligt sind und gerade dabei sind. Noch ein Zombie-Kopf, ich hab noch einen Zombie-Kopf. Ich hab noch einen. Juhu! Oh Gott, ist das gut! Zitara, ich hoffe, du schreibst mit, nicht wahr? Schau's dir an. Oh, also nice. Wir sind jetzt 4 von 6 Leuten, die hier streamen. Ja, sonst... Wir können noch ein bisschen weiter zurück eigentlich. Aber war gut. Okay, kam gerade ein Zombie. Und, wie viele Köpfchen hast du? Nee, ich hab auch keine weiteren. Ich hab total immer angesagt, wann ich welche gefunden hab. So. Die mich echt, ne? Oh nein, jetzt brenn ich. Also ich muss schon sagen, das hier gefällt mir wesentlich besser als das Knöpfchen unten. So, und jetzt hier. Ja, ein Skelettkopf. Sehr geil, sehr gut. Ich will mal kurz verteidigen. So, jetzt will ich mal eben einen neuen Creeper. Okay, Marshmallow ist schon am Bauen, sehr gut. Hat Kiste schon bereitgestellt. Die 2 haben Beef. Die lassen wir... das ist so cool. Ach, ich liebe Minecraft. Ja, das Problem ist so, die töten sich halt gegenseitig, ne? Ja, muss ich ein bisschen beeilen. Jetzt können wir Schluss machen und dann... Perfekt. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Nein! Die hinter der Tür, die sind immer geschützt, ne? Ja, ein Skelettkopf. Oh, Skelettkopf, sehr gut. Tom? Ja, ich hab keinen mehr. Deswegen habe ich hier auch bei vielen Dingern auch immer die Klappen runtergemacht.
Ja. Falls es euch aufgefallen ist. Ja, das macht vielleicht schon Sinn, ne? Das geht halt nur nicht bei allen. Man kann ein bisschen doof platzieren. Zwei Skelettkopf. Also ich habe noch einen Skelettkopf zertan. Noch einen! Mit Sehnung. Zünd den Knaller, Zetara, ja, das ist so toll. Sag mal, was für einen Zwischenstand haben wir, Zetara? Sag mal. Warte, wir sind 6 Skelette und 5 Zombie brauchen wir noch. Freier. Hast du den neuen Sound eingebaut mit Zünd den Knaller? Nein. Schade. Ist vielleicht eine gute Idee. Ich hätte mich jetzt gefreut, dass du sowas hast. Und dann baue ich das demnächst ein bei mir. Noch. Bald kommt bei mir eine große, ausführliche Liste. Aller Sounds auf meiner Webseite. Mit Vorschau und allem. Dass man sich die schon mal anhören kann. Komm, ich beschütze dich. Ich habe mich zwischen dich und den Viechern gestellt. Oh. Hi, Nelf. Ja, was sagst du? Hallo? Ich will mich schon wieder strafen. Ich darf jetzt helfen. Das ist aber kein Grund, dass du unsere Ohren umbringst. Doch. Alter, warst du das, Buddy, gerade? Ja. Alter. Hast du das denn hängen? So muss ich inhale. So. Einfach mal einatmen und ein bisschen Luft rausquetschen. Komm schon. So, noch ein bisschen. Kannst du den Creeper jetzt mal hochgehen lassen? Schilder hoch! Wir haben übrigens sowas wie Vollmond. Ein weiterer Skelettkopf? Ein weiterer Skelettkopf, okay. Ja. Song Request ist auch im Übrigen eingeschaltet, also Ausrufezeichen SR und ab geht die Party. So, ein bisschen weiter runter noch. Hier unten sind nämlich ganz viele. Ganz runter. Oh Gott. Schade. 18 Blücherige. Ja, Tiere ist unten mit dem beschäftigt. Okay, dann lass es mal. Na, der folgt ja dir. Ich lauf drüber, aber du ziehst ihn einfach runter. Er kommt ja bei mir irgendwie nicht nach, keine Ahnung. Hinter dir ist ein guter. Der Rest ist völlig für neu. Tiere hinter dir. Scharfschütze. Du Mettigel. Ja? Ja, hier ist ganz gut. Hier können wir blockieren. Was hier? Ja, hier können wir blockieren. So, jetzt wieder. Autsch. Achso. Jetzt hast du mich mal nicht gesehen, Creeper. Was ist los? Habe ich meine Aktivität verloren? Nein, habe ich nicht. Bin ich einfach tief genug für den Creeper? Oh, hab ich. Wusste ich eben schon. Ich hab 3. Na egal. Ich hab schon wieder vergessen, wie viel ich vorher im Inventar hatte. Ich hab jetzt auf jeden Fall. Oh! Danke, nein, warte mal. Skelettkopf hast du? Okay. Ja, jetzt habe ich 4 Skelettköpfe. Ich auch 4. Okay. Insgesamt also 8 Stück, die wir noch abziehen können. Wie, passt das mit deinen Zählungen? So, ja, ruhig noch ein bisschen weiter hier runter. Okay. Ich mach mal kurz in den Zombie-Kopf noch. Ja, ist ja, klar. Zombie-Kopf. Ja, bitte? Du und Mr. Passport, ihr seid der Best Buddies, ne? Was? Kannst du mal deinem... Du bist Best Buddy. Ja, ich bin der beste Buddy, aber ich bin nicht mit Mr. Passport, du Best Buddy. Du bist mit jedem Best Buddy. Kannst du mal dem Typen bitte mal sagen, dass er mal Flügel signieren soll? Ach, da jetzt. Was soll er machen? Bücher signieren. Ein weiterer Skelettkopf. Das kann man sie fälschen. Ich glaube, einen brauchen wir noch oder so. Ja, kannst ja fälschen. Ja. Ja, mach doch. Das fällt bestimmt nicht auf bei 10 Ausgaben. Das glaube ich. Ja, zum Beispiel, ich hätte jetzt vorhin eigentlich nur mal hinlaufen können, hätte einfach mal ein paar Sachen ändern können. In allen Büchern. Ja. Ein weiterer Zombie-Kopf. Ein weiterer Zombie-Kopf, okay. Aber dann sind wir aber jetzt kurz vor dem Finale, also sind nicht mehr viele. Ja, Gott sei Dank. Das hätte ich leider. Oh, was? Aua. Ich will gar nicht wissen, wie viele davon ich dabei getragen habe, mal wieder. Ja, locker so 10, 11 bestimmt. Aha. Ein weiterer Skelettkopf. Ich glaube, damit haben wir alle Skelettköpfe. Okay. Gut, glaube ich. Dann brauchen wir noch hier diese Zombies. Ich provoziere mal. Du provozierst? Ja, den Spawn, ja. Hier kannst du direkt blocken und. Yo! Skelett! Zombie meine ich. Einen Zombie-Kopf habe ich gerade. Da ist gerade irgendwie Rüstung kaputt gegangen. Ne? Aber nur meine Schuhe. Okay.
Solange es nicht mein Schild ist. So, ich provoziere die nächsten Skelette. Zombies, mein Gott. Oh, was? Oh. Untot ist untot. Ja. Ein Skelett ist einfach ein Zombie ohne Haut. Dich brauchen wir nicht mehr, Kollege. Und der seltsamen Fähigkeiten, den Bogen zu benutzen. Autsch. Tirim, gut. Hm? Verdammt. Ah, okay, hat's noch weggehauen. Der nächste Zombie-Kopf. Sehr schön. Was sagt Tara? Was ist die Zwischenmeldung? Hier ist der nächste. Hier ist der nächste Zombie. Bring wieder. Und dann müssten wir es langsam. Ein Skelett, drei Zombie brauchen wir. Eins mit zwei Zombie. Huch, das kam überraschend. Ist dir was auf den Fuß gefallen? Nein, das Problem war bei mir gerade, dass mein Charakter nur noch Hunger hat. Deswegen angefangen hat zu essen, statt der so, Schild. hier, oh geil, oh, der muss jetzt platzen, er muss platzen. Ja, dann geh näher ran. Platz schon, na komm schon. Ja, jemand, der auf den, jetzt. Genau, Tiere, der ran muss, genau. Ja. Mensch, das ist übrigens kein Luftballon, ne? Okay. Ich tu mal die Köpfe rein, mal gucken, wie weit wir sind. Ja, ich meine auch mal. Und dann schauen wir mal. Hast du da eben kurz Essen für mich? Ja, hab ich. Jetzt muss ich ja vor Ort das Fleisch essen. Moment. Oh Gott. Bitte sehr. So. Oh Gott, ja. Ja. Schön vorgewürgt. Vorverdaut. Lecker Kartoffelbrei. Nee, ich schlucke die ganz runter. Ah, ja, natürlich. Tue ich auch immer. So, viermal Skelett, dreimal Zombie. Okay. Nice. Wow, ist eine ganze Menge. Blieb nichts übrig. Schade. War's das jetzt? Müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Komm, wir holen einfach noch zwei Köpfe, mal gucken. So, ich komme nicht zu Wort. Sag Bescheid, wenn das Tor aufgeht, ich komme dann zu euch. Und also ein Skelett, zwei Zombie brauchen wir noch. Nee, Buddy, vergiss es. Also die Tare hätte halt sein können, dass vielleicht noch ein... dass vielleicht noch irgendwo ein Kopf zusätzlich dabei war. Bei den ganzen Belohnungen. Ich hab keinen mehr. Okay. Moment. Oh. So. Es ist jetzt nicht so, als ob ich die ersten 30 Schädel reingeworfen hätte. So, ein Charged. Hier unten haben wir ganz viele Skelette. Das könnte echt lustig werden. Ja, hier vorne. Gut. Oh, wir haben ein Skelett. Das war der letzte Skelettkopf. Jetzt brauchen wir noch zwei Zombie. Wie ich das richtig jetzt? Ja, zwei Zombie. Und dann war's das. Du oder Sitara? Wer hat das jetzt gesagt? Sitara schreibt. Noch zwei Zombie-Köpfe. Okay. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut oder so, also ich vertraue Sitara. Oh, gucken. Nichts, so? Nee, leider nicht. So, ein bisschen. So, ready für die nächsten? Ja, guck mal, ist der hier Spawn. Da haben wir einen Zombie, ich hole. Oh mein Gott, der ist ja gerade verbrannt, der richtige Zombie? Nein, okay, der ist hier. Wir gehen zum Tisch. Oh, jawohl, nice. Der kommt. 90er Jahre Disco-Musik. Was ist denn los? Oh, Creeper, mach schon. Nicht stimmt. Gut. Ich glaube. Also irgendwie bringst du kein Glück. Einen Zombie-Kopf hab ich. Okay, also noch einen? Einen noch, ja. Und ich guck mal, hier müsste ja explodieren, aber ich hab noch keinen. Jetzt! Ah, schade, hat nicht gereicht. War zu weit weg. Aber den das nächsten. Das Problem ist halt, ich sehe ja nicht, wer von euch wer ist. Das ist naja, einfach ein bisschen zurück hier und so hier haben wir einen guten Zombie dabei und einen schlechten. Okay, dann komm mal her. Ja. Alter, warum wurde ich denn? Ich hab noch einen Kopf. Sehr gut, ich hab dich aus Versehen geschlagen. Ich war's. Ah, okay. Ich hab, ja, sorry. Okay, bevor ich jetzt den Kopf abgebe, hole ich mir erstmal Essen hier von unten. Alter Schwede. Ich wollte eigentlich an dir vorbeischlagen und dich dann erwischt. Ich wollte dich nicht in den Tod stürzen. Wirklich nicht. Vertrau mir. Mhm. Du musst mir vertrauen. Mhm. Shiro, vertraust du mir? Total. Okay, das wollte ich nur hören. Glaubst du auch nicht, dass ich das ernst meine, oder? Total. Nachdem du heute mal drei Zack einfach weggesprengt hast. Oh,
Ich hab ihn weg. Was zum. Du warst da. Habt ihr das gehört? Ich hab was gehört. Wieso? Ich hab den Kopf noch im Inventar. Ich hab einen Kopf reingeschmissen. Ja, wow. Zombie sind auch voll. Wow. Den letzten Zombie, den ich reingeschmissen habe, der ging nicht. Komm her, schmeiß mal deine Köpfe noch rein. Total, das hat alle verkackt beim Zählen, okay. Achtung, Creeper von hinten. Der will nur dich. Ich werde einfach ignoriert, was soll das? Ich komme mir so minderwertig vor. Oh. Ich erscheine. Oh. Okay. Ah, ich schmeiß mal rein. Ja, der muss. Ja, genau. Und was ist mit Skelett? Hast du noch ein Skelett? Nein. Ja, es hat sich irgendwas getan. Irgendwas hat sich getan. Wir müssen jetzt irgendwas finden. Er kommt da noch. Also wir müssen hier weiter runter, ist das Ding. Aber scheinbar ja nicht hier. Wo denn? Nee, Sitara, das war alles voll. Ich habe auf jeden Fall ganz eindeutig was gehört. Ja, ich auch. Ganz eindeutig was gehört. Also, aber hab ich das nicht... Wir haben es geschafft. Lass uns mal oben gucken. Vielleicht sieht man das oben irgendwo. Ja. Irgendwas. Oder vielleicht im Speisesaal unten? Okay, im Speisesaal scheint nichts zu sein. Dann solltest du mal ein bisschen weiter nach hinten gucken. Hä, ja, aber da ist nichts. Du bist hier einfach verschwunden. Ach, da! Du bist einfach verschwunden? Also im Speisesaal? Okay, im Speisesaal, Leute, im Speisesaal. Okay. Wir warten mal immer auf euch. Ja, okay, kommt hier rein. Also? Ja. Wir haben den Kampf schon unter Wasser gegen das Vieh gemacht. Oh boy. Ich weiß, was da jetzt herkommt. Nicht über die Platte. Ja, deswegen. Vor allem hier ist es total dunkel, das ist jetzt mal richtig kacke. Ah, hier hätte man besser ausleuchten müssen. Ich hab aber ich sehe nichts. So, hier müssen wir den Durchgang jetzt blockieren und die Viecher nicht durchlassen. Ja, aber ich sehe nichts, ist das Problem. Du siehst absolut gar nichts? Ach so. Hier, für mich ist hier ab hier absolute Schwärze. Hier ist Knopf. Stell mal ein bisschen heller. Hier ist ein Knopf. Ich hab auf hell! Das ist doch nicht richtig. Das ist bei mir Gamma von meinem Bildschirm. Mein Bildschirm hat einen niedrigen Gamma. Ich glaube, du kannst auch Minecraft noch ein bisschen einstellen. Leute, soll ich auf den Knopf drücken? Ich habe schon die hellste Einstellung. Ja, glaub mir das doch. Ich habe das Ewigkeiten ausprobiert bei meinem PC. Okay. Aha. Deswegen wäre für mich hier Fackeln tatsächlich nützlich. Oha. Ich sehe jetzt nicht, was hier passiert. Okay. Hat jemand eine Fackel dabei? Hat jemand eine? Hab ich. Werf mir eine zu. Ach, du darfst auch platzieren. Ach ja, stimmt, wir dürfen alle platzieren. Ja. Ich mach mal so, ich stell die hier vorne hin. So, ist okay? Du solltest keine Flagge platzieren können. Ja, man sollte eigentlich nichts platzieren, aber bei Shiro ist es ein Ausnahmefall, ne? Sie hat da besondere Probleme. Ach, verdammt. Oh nein, okay, ich sehe schon. Hier vorne ist eine Leiter, oder? Nee, keine Leiter. Aber, hä? Was machen wir hier? Okay, sorry, Moment. Ich muss leider ein bisschen, ignoriert mich mal ganz kurz. Ja. Ich glaube, hier soll schon irgendwas passieren, kann das sein? Achso, okay. Jetzt alles voll mit Redstone. Also ich finde, die Idee ist gut, aber ja. Ey, geh weg da. Wo ist man die denn bitte? Ja, jetzt klappt's. Okay. Hier oben. Jetzt klappt's. Oh Gott, ey, du bist... Wie ist der da hochgekommen? Du bist ein Arsch. Hier. So. Hier ist ein Achtung, gefährliches Skelett unten, Ah, ja, okay, den müssen wir jetzt erstmal umbringen. Hier, jetzt können wir mal den regulären Kampf machen. Den haben die Jumpadi schon mal unter Wasser gemacht. Oh, hier mal ein bisschen auf Seite. Alter! Oh nein, Chief! Ja, mein Opfer! Ah, du bist mir genau in den Fall. Ich bin heute echt. Es stimmt mit mir heute nicht. Warst du frei? Ja, ich hab dich wahrscheinlich. Ich hab ihn getötet, ja. Aber was hat er denn beschützt? Es tut mir leid, Tirin. Ich mach's wieder gut. Ich hab, glaube ich, deinen Kram. Nee, ich hab auch deinen. Ich halte ihn in Ehren. So. Siehst du das da oben, Shiro? Ganz da oben? Da oben ist eine Kiste, da wo Buddy ist. Ah, okay. Buddy, dann loote mal. Das ist bestimmt Badur. Das ist eine gute Idee. Loote die Kiste. Wenn ich jetzt natürlich da rüberkomme, da runterspringen ist ja nicht, das ist ja doof. Ich weiß ja nicht mehr, wie du hochgekommen bist. Da ist auf der rechten Seite. Ja, hier, Shiro. Genau, da kannst du dann. Was? So, wie komme ich denn da jetzt drüber? Was muss ich denn hier tun? Achso, wird man hochgeschleudert oder was?
Nein, ja, nicht ganz, aber jetzt kannst du die Leiter da hoch. Das ist eine Leiter. So, du hast echt. Ach, das ist eine Leiter! Ja. Ich sehe sie halt nicht. Das ist so traurig, das ist schlimm. Solltest du den Schädel rausnehmen? Ich habe keinen Schädel drinne. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich sehe doch alles gut. Buddy, der Gamma-Wert von meinem Bildschirm ist niedriger als normale Bildschirme haben. Warum das ist, weiß ich nicht. Drück auf den Knopf. Wo ist denn dein Knopf? Wenn du den Knopf findest, dann kannst du mir sagen, wo du deinen findest. Ich sehe keinen Knopf. Wow. Hey, Skelett, verpiss dich. Oh Gott, ein Mini. Oh, komm schon. Wie bist du hier rübergekommen, Buddy? Einfach laufen. Hier ist doch nichts. Hinter dir ist ein Knopf. So, ich bin da. Okay, laufe nicht vor den Ich wollte auch schon gerade sagen, so, oh nein, nicht schon wieder. So, was hattest du eigentlich dabei? Du hast nichts dabei, oder? Doch, ich hatte ganze Ausrüstung mitgelegt. Dann hat Shiro dir eingesammelt. Ich habe nur das, was ich dir gerade hingeworfen habe. Ich habe eben nur... Ja. Hast du Ausrüstung? Oh. Ja, klar, Moment. Ich bin hier gerade oben am... Okay. ...blind langlaufen. Immer eine gute Idee. Autsch. Ja, cool, okay, ich bin gerade runtergefallen. Oh mein kann Gott. Kann sie mal wieder. Okay, ja. So ist hier ein neues Skelett aufgetaucht, bitte. Ich finde das unfair, dass sie nachspawnen. Ich glaube, jedes Mal, wenn man oben über die Druckplatte läuft. Oh, danke, dass du mir das rechtzeitig sagst, bevor ich. Wo komme ich denn da jetzt drüber, verdammt? Also, irgendwie musst du da rüberkommen, Buddy. Du bist schon. Oh mein Gott! Okay. Meins. Oh, schau an! Die Teile lassen coole Sachen fallen. Warte, ich hab dir mal meine alte Harnschüssel damit reingecraftet. Ja. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, diese Teile dort. Oh, Buddy ist schon oben! Buddy hat's geschafft! Bandur! Das ist meins! Buddy hat Bandur gefunden! Oh, der hat sie weggeportet, ja mein Gott. Wir müssen den jetzt irgendwie umbringen, damit wir die Mission Passatur sein Schwert bringen können. Oh nein, wir müssen alle Buddy töten. Wow. Wenn du mich tötet. Ja, schön mal bitte, das ist ein Aufsatz, dass wir ihnen das geben. Wenn du es jetzt für dich behalten willst, dann tut mir leid. Ich habe mich einfach nur weggepottert, damit ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ja, mit den Worten meins. Ja, es ist so lange mein Schwert, bis ich es abgegeben habe. So, und hier. Okay, aber das heißt, das war die Aufgabe, richtig? Für das wir beim Druckplatte bringen. Ja, und ich möchte auch nochmal anmerken, ich habe 6 Diamanten und 4 Blöcke, also die werde ich jetzt auch mal fein aufteilen, ne? Also. 43 durch 10. Autsch. Autsch. Alter. Aber ich bin jetzt von unten auch weg, ne? Ich bin jetzt auch vom Schiff weg. Okay. Ich hab gedacht, wir fahren noch ein bisschen. Nein. So, niemand muss mich töten. Ich gehe jetzt und verteile die Diamanten. Warte mal. Hi, Sirin. dieser Typ da unten, ne? Warte. Und das mit der Druckplatte, da habe ich Glück, dass ich einen Bogen dabei gehabt hätte, weil sonst wäre ich da nicht rübergekommen. Ich hab jetzt einfach mit einem Bogen auf die, Autsch! Ja, mach ich. Ich hab jetzt einfach mal mit einem Bogen drüber gepfeffert auf die Holzdruckplatte. Als einer drunter! Das sollte man so, keine Ahnung, weißt du ja nicht. So. Das ist heftig. Aber immerhin, wir haben's dann gekriegt. Ja. Es hat funktioniert. Rip Buddy, der gierige Pirat, sagt Detlef. Ihr könnt in meinem Stream nachgucken, ich bin jetzt gerade dabei, dass ich die Sachen verteile, aber wenn ich sie nicht verteilen soll, okay, dann schmeiß ich das gleich in die Lava. Nice. Sollen wir gucken, da liegt was. Da liegt was. Aber sag mal, es wurde nie gesagt, wie wir das Mission Passepartout erreichen müssen. Da steht nur, dass er es haben will. Oh. Bestimmt. Ja. Lila. Kann man kurz jemanden nachlesen, was da steht? Ist Lila gerade da? Nee, ne? Nein. Also diese großen Teile hier, die lassen echt Diamantenrüstung fallen. Ja. Oh Gott. Allein ist der vielleicht ein bisschen heftig, weiß nicht. So, gucken wir mal die Bücher hier an. Okay. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur mega Glück, dass meine gespawnt ist. Mit Schutz 2 übrigens jeweils drauf. Nee, ich habe auch gerade ein Oberteil bekommen. Oha. Aber jetzt muss ich erstmal was essen und mich ein bisschen erholen. Ah. Okay. So, gucken wir mal. So, cool. Haben wir das Schiff gemeistert. Wir haben das Schwert. Keiner weiß, wie es aussieht, nur Buddy. Wahrscheinlich ein Dia-Schwert. Ach, scheiße, ich bin ja hier. Stimmt. Es ist ein Schwert. Es ist ein Dia-Schwert. Das ist richtig. Aha. Oh, Mann. Nicht wehtun. Oh, Gott. So. Blut, 1000 Schwert? Was?
Was? Er tötet einen Mob und der Server bricht zusammen, was? Achso, Lady denkt, dass das so ein Loot-Stufe 1000 Schwert ist. Nein, ist es nicht. Es hat nichts Spannendes drauf, es ist nur ein Name irgendwie. Es ist nur ein ganz, okay. Es ist nur ein ganz einfaches Schwert, ohne viel Sachen drauf, die man ganz schnell nachcraften kann und schnell verzaubern kann. Alles klar, Buddy, ich verstehe. Es hat Mending, Smite 5 und Unbreaking 1. Ah, Mending, ja, okay. Das könnt ihr übrigens alle gerade im Stream gucken, bei mir. Hi. Da hab ich das magst, du was, magst du was zu essen haben? Und ein bisschen Rottenflash. So, bitte einmal verwalten für mich und die muss ich behalten. Protection 2 muss ich behalten. Ne? Kann ich dir nicht geben. Was? Hey! Oh, du hast das Eis gefunden. Oh ja, erfrischend. Ach man, wieso ist es nicht Tag? Ich wollte nur kurz die Armbrust benutzen. Wir können uns hinlegen. Ne? Wir können uns hinlegen. Ein bisschen schlafen. Ich muss nach Hause laufen. Los, Deal, ich muss nach Hause. Sonst komm ich. Ich habe meinen Homepunkt leider nicht gesetzt. Sonst. Ich liege. Ich nicht. Ich gehe jetzt weiter die Dinger verteilen. Ho, ho, ho und so, ne? Jo. Der Weihnachtsbuddy. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht mit den Köpfen sammeln. Das war echt fun. Echt? So ja, schlimm? Wenn man es zusammen gemacht hat, ja. Das hätte nicht 100 sein müssen. Aber gut, es ist halt eine Wochenaufgabe, ne? Also ich meine, deswegen ist es ja. Wenn ich das alleine gemacht habe, bin ich vielleicht zweimal drin gestorben. Gut zugegeben, ich bin doch einfach hergegangen und habe einfach mal. Die Ethereum, da hat keinen ordentlichen Bosskasten. Dann nimmst du 4. Und die Gebühr hier, einer bleibt übrig. Wollen wir dann gleich, wenn alle zu Hause sind, einmal schnell ins Bett gehen, dass jeder auch wieder seinen Spawn hat? Ja, ich gehe gerade nach Hause und bin gleich da. Bin gleich da. So. Ich müsste es mal testen, wenn ich ein Bett neu setze. An alle Zuschauer übrigens noch, ne? Ausrufezeichen Multistream funktioniert. Oder Ausrufezeichen Shiro oder wer auch immer. Gebt die Namen ein und dann findet ihr die. Links oder wer auch immer das wer auch, hört, hier ein bisschen wen auch immer hier noch da eingibt. Ja, ihr hört da gerade niemanden als Ausrufezeichen. Ich brauche kein Ausrufezeichen, das ist niemand. Der hat jetzt gerade nichts gesagt. Also, der Buddy ist heute komisch drauf. Irgendwie ist der Buddy heute ganz schön. Buddy, Tirim und Freyag und so, das müsste mittlerweile bei mir funktionieren. Ich glaube, ich habe nicht alle, weil ich irgendwas vergessen hatte. Aber es gibt viele bei mir. Parrots und Bats. Ich bin ein Bettchen. Ja, ich jetzt auch. Ich schlafe. Underhill. Moin. Shelly lockt sich einfach aus. Er will kein Bett craften. Da okay. Hast du recht. Und dann ist Shelly wieder da. Also, da hast du recht. Also Underhill, ich weiß nicht, es kann sein, dass mein Tollybot gerade ein bisschen spinnt oder so. Ich schau nochmal nach. Mein Gott, sie lacht aber diesmal lang. Ist ja schon wieder Tag. Was? Nein, es ist nicht. Müssen Sie raus, mit dem Mittag? Nö, ich kann mich immer noch ins Bett legen, also es ist Nacht. So. Steht halt auch auf, mein Gott. Keine Ahnung, überhaupt. Hier steht auf. Das wollte ich nicht. So, und jetzt muss ich mir noch. Eine Sekunde. Ach ja, stimmt, ich muss ja noch zu Shiro rüber. Und Moni. Zu Shiro und Monis Insel. Komm eine auf der die wenigen, dunkle Seite der Macht. Eine der wenigen Inseln, auf denen irgendwie keine Events Respekt gezollt wird oder so etwas, weil die einfach immer wieder vergessen werden. Hä, wie Respekt gezollt? So, klappt dieser Link? Meine Inseln sind völlig frei von irgendwelchen Kisten, Schätzen, Events. Ist doch schön. Kisten, Schätzen, Events. Ich glaube. Ist doch schön. Kisten, Ruhe. Kommt das ja noch bei Ihnen? Ich glaube. Ist doch schön. Hoffentlich. Ich glaube, eine Woche geht das ja noch, oder? So, Shiro, wie heißt du eigentlich bei Twitch nochmal genau? Shiro Naya Stream. Alles zusammengeschrieben? Ja. Deswegen, okay, Moment. Leerzeichen, was ist das? Du sollst den gesamten Link posten, Bluesy, und nicht einfach irgendwas. Und soll, wenn, dann bitte der Link vom Video sein. So, und jetzt nochmal. Sorry für den falschen Link. Moment. Das ist
bei Shiro ist es jetzt ein Multi-Stream-Link, ne? Zwischen mit mir und Shiro. Genau. Dann kann man Shiro und mich gleichzeitig sehen. Einfach mal mit Shiro eingeben. Ich habe das mit allen gemacht. Ausrufezeichen Summer 1. Dann kommt ihr, dann seht ihr alle Leute, die hier gerade streamen. Ist, man kann doch Multi-Stream nur mit 4 Leuten machen. Nein, es sind 6 Leute mittlerweile. Es sind sogar 8 Kinder. Ja, ja, ich hab's. Ja. Guck doch mal. Also man könnte diesen Multistream auch noch erweitern an die, ne, die hier gerade zuschauen. Ihr könnt noch weitere Namen hinzufügen. Einfach immer mit Slash, dahinter noch zum Beispiel Buddy Death Joke, Slash Tirim. Unterstrich. Ja, und sowas. Tirim hat mich unterstrich. Okay. Als ich jemanden gesucht habe, war das einfach. Und bei mir halt, ich bin Freihack TV, ne? Das ist ja auch so ein. Ja. Also, und so könnt ihr halt alle Leute gleichzeitig gucken und auch die Chats gucken und sowas. Euch ein Layout sogar aussuchen. Also, das ist ziemlich geil. Das ist eine ziemlich geile Technik. Wer es noch nicht kennt? So, ich bin erstmal raus für heute. Okay, also nicht Tirim unterstrich eingeben. Tirim unterstrich nicht mehr. Wer raus? Alles klar, Tirim. Ein gutes Nächtle. Na. Tschüss. Aber okay, die Wochenaufgabe haben wir hingekriegt. Ich zähle es jetzt einfach mal hingekriegt, weil ich denke, dass Buddy das Schwert ja wohl auch ein Monsieur Passepartout weiterleihen wird. Ich kann es doch in die Lava schmeißen. Ansonsten wissen wir ja, wer schuld ist, wenn die Wochenaufgabe nicht gelungen ist. Wisst ihr was? Ich muss es ihm ja zukommen lassen. Das heißt, er muss mir kommen, wenn er das Schwert hat. Das heißt, du sollst seinen Handlanger schicken. Nein, das. Doch? 1, 2, 3. Er schickt einfach ein paar. Bossgegner oder sowas, die holen das schon ab. Psst, das Buch im Briefkasten, tu das weg, da kann man lesen, was da drin steht. Was? Keine Protection mehr? Das Buch im Briefkasten, tu das weg. Mann. Wen meinst du jetzt? Dich. Du bist das müsste ein ganz normales Buch gewesen sein, was an Mondi gegangen ist. Ist nicht gut. Hier, ihr habt die Wochenaufgabe mit Bravour gemeistert, das ist doch nichts Schlimmes. Lange Nacht ist vorbei, das ist Mondis Buch. Okay. Trotzdem, es könnte ja auch was anderes drin gestanden sein, also... Nein! Was sollen wir bitte für Briefe bekommen? Wir sind nette Menschen. Ja, keine Ahnung, irgendwas mit Hasen? Also, Leute, dass das immer noch mir anbehaftet wird, ne? Ja. Ich hab mir eine Lady geangelt. Du fucking Hase! Ich hab mir eine Lady geangelt. Das sieht deinem Emotes ein bisschen ähnlich, also von daher, ja. Also wenn ich das könnte, einen Hasen genauso zu bauen, wie ich es auch zeichne. Wäre schwer verprügelt. Also, das wäre lustig, wenn ich das könnte. Ich kann leider nicht mehr angeln, sonst geht mir meine Manning-Angel kaputt. Illegal. Legale was? Grenzüberschreitung. Ist das so illegal, cool? Illegal, was? Illegal. Illegal. Wo angelst du denn bitte, dass das jetzt gerade geschrieben wird? Oder an wen geht das? Na, hier ist eine Grenze. Sie hat hier eine Grenze aufgebaut. Ich zeig sie mir von der anderen Seite. So, und man kommt echt kaum dran vorbei. Ne? Es ist ziemlich strikt. Oh, hier muss man halt Zollgebühren reinschmeißen. Ich habe für heute 11 Wolle reingeworfen. Das muss eigentlich für 11 Mal reichen, ne, Lady? Hä? Was? Welche Grenze? Hier ist eine Grenze. Hier bei mir, bei uns hier. Wegzoll an Lady. Lady hat das ganz offiziell, hier steht's auch, hier wurde Lady Tyburn, das ist aber falsch geschrieben, Zollbeamtin, zur Zollbeamtin geschlagen. Oh, hier darf man illegal auswandern. Moment. Das habe ich letztes Mal schon gemacht. Sie wurde zur Zollbeamtin geschlagen? Ja, sie wurde schwer verprügelt. Ja, aber Freijag, könntest du mir mal sagen, wo ist ihr? Bei mir zu Hause. Bei dem Automaten für Kies, Sand und Ton. Du hast da eine Grenze? Bekommen. Hier ist eine Grenze jetzt, ja. Warum? Eine fette Grenze. Freijag, Schatzipu, du hast ein Geschenk bekommen, ne? Noch offen. Und? Shiro ist einfach so durchgegangen. Wo ist hier eine Grenze? Ja, wo? Hier, du bist doch gerade durchgegangen. Hä? Hier, hier vorne. Ich kam gerade von der Seite da. Hier, Wegzoll an Lady. Wer ist denn das? Ist das ein anderer? Das bin ich. Der hat mich geschlagen. Ach, das bist du. Hier ist die Grenze. Ach, hier. Ja, hier musst du Zollgebühren bezahlen. Komm hier ist auch ein Moment. Man macht das ja nicht so. Ach, Mann. Was steht auf diesem Schild denn drauf? Das steht bei mir nichts. Das sieht zwar von der anderen Seite wahrscheinlich auch aus. Was muss man zahlen? Das steht ja nirgends. Nee, ist nicht. Mit deiner Seele. Oder was einfach ein Goldnagel. Das steht ja nirgends, was man zahlen muss. Das entscheidet Lady wahrscheinlich von Fall zu Fall. Was ist denn jetzt bei Shiro fällig, Lady? Also, Lady kriegt von mir mal gar nichts. Bis naja, aber gar nichts. Oh, jetzt hat mich Retten an. Tschüss. Was ist das denn hier?
Oh, nice. Stuff. Warte, wie wär's mit Chiro? Bist du Anwohner? Ich wohne hinten auf der Insel. Oh, Inselbewohner. Die haben immer Geld. Wer ist mit frischem Fisch? Die haben immer Geld. Nee, das ist handgeangelter Fisch. Handgeangelt. Mm. Wer soll ein bisschen angeln? Anlieger frei? Ich bin Anlieger. Ah, Blue Steel, ich weiß nicht, ob wir da viel zu melden haben, ne? Bei den Ladies. Ich glaube, ich genehmige mir immer eine Milch. Es verwirrt mich so, dass ich den Namen von Leuten nicht sehen kann, deswegen... Ja, eigentlich muss Freik auch nicht zahlen. Ja, eigentlich, ne? Das habe ich da schon also bezahlt. Also, tut mir mal bitte den Gefallen, Leute, und trinkt alle eine Milch. Na, okay, ich mach das. Ich trinke jetzt eine Milch. Komm, dann angle ich ein bisschen bei dir. Bei dir ist es sauschön. Und da habe ich ja dieses Mending-Buch her. Ich glaube, bei dir ist eine gute Stelle. Du hast Mending-Wasser. Natürlich. So. Davor haben wir nur Fische gefangen. Ja, oh, schlimm, ne? Fische. Wirklich, wir hatten schon Gedanken gemacht, dass da irgendwas faul ist. Ja. Niemand soll ein Freijagd. Was? Was ist mit mir? Aber hey, ich brauche gar nicht durch die Grenze, ich gehe einfach auf die Seite. So. du musst über den Baum, da ist die Grenzüberschreitung. Tada. Illegale Auswanderung. Das ist so eine süße kleine Grenze. So, jetzt bin ich wieder sichtbar. Jetzt möchte ich mir was nachgucken. Was bringst du mir einen mit? Achso, ja, aber dann muss ich den Eimer wieder wegbringen. Moment. Die Eimer kannst du ruhig mitnehmen, ist egal. Die drei Eisen, ich glaube, das ist okay. Okay. Grenzgänger werden erschossen. Auf einen Bogen, ja. Beim schönen. Ich brauche aber hierauf noch Mending. Infinity und Power 5 habe ich auf meinen Bogen. Ich brauche aber Mending. Das geht ja irgendwann kaputt. Ja, ich hab das Problem bei meinem Bogen gehabt. Ich konnte entweder Infinity drauf machen oder Reparatur. Ich weiß nicht, ob beides geht. Oh, verdammt. Also es kann sein, dass es geht und ich einfach nur Pech hatte mit meinen Bögen, dass sich das immer überschnitten hat, aber... Okay. Oh, stimmt, ja richtig, das kann sein, ne? So, ich bin wieder sichtbar. Oh, ja. Da bin ich wieder. Hallo Welt, hallo. Geht oh, nicht Mann. Beides, wurde mir gerade gesagt. Oh, Manning und Infinity sind nicht miteinander kompatibel. Oh, das wollte ich nicht hören, Shirley. Ach, Buh. Ach, gut, dann habe ich die perfekte Kombination mit meinem Mending-Bogen. Weil mir ist tatsächlich das Mending wichtiger. Ja. Infinity hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Okay, aber Power 5, das ist so schade. So. Naja, wenn du da jetzt Reparatur aufknallst, ich meine, dann wird halt einfach nur Infinity gelöscht. Du kannst halt noch überschreiben, meine ich. Ich glaube nicht. Es gibt auf Adania, gibt es tatsächlich noch Infinite und Möglichkeitsbögen und Mending-Bögen. Ja, ich glaube, als Admin oder so darf man die auch... Also ich sag's mal so, man kann als, wenn man irgendwie OP oder sonstiges ist, dann kann man auch auf Sachen Verzauberungen drauf machen, die man normalerweise nicht drauf machen kann. Deswegen hatte ich zum Beispiel von einem, von der Belohnung her, einen Dreizack, wo Schärfe 1 drauf war. Normalerweise kann man keinen Schärfe aufpacken. Mhm. Deswegen habe ich keine Schärfe 3-Zack mehr. Ja. Wo hast du eine Belohnung herbekommen? Von den Schätzen. Hm? Von den Schätzen. Die waren doch noch später am Fluss zu finden. So. Ja, DEFCON, okay. Macht keinen Sinn, dass Und mir wurde übrigens gesagt, genau so geht das. Dass du halt Manning draufpacken, Manning draufpacken kannst. Echt? Und dann verschwindet Infinity? Ja. Das werde ich probieren, sobald ich ein Manning-Buch habe. So. Das Schöne an dieser Location hier, das zeige ich vielleicht gleich, das ist der Sonnenaufgang. War das der Aufgang oder Untergang? Ja. Wir hatten einen Aufgang. Hier ist der Aufgang, ne? Den sieht man hier vorne, das sieht so geil aus. Ne? Diese Location, ich habe einige Screenshots davon gemacht. Das sieht so toll aus. Gleich wird hier erstmal der Mond aufgehen. Ich muss übrigens sagen, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich der fehlenden Zeit zu Schulde gekommen ist, aber ich finde das total niedlich, dass der Steg immer noch da ist, den ich immer gebastelt hatte. Du darfst gern klippen, Sitara, so viel du möchtest. Wer ist denn da unsichtbar und angelt mit? Wie wir überkreuzen unsere Schnüre. Oh nein, total verheddert. Oh. Weiß nicht, das war doch sogar Lady, oder? Ja, Lady mit Dings. Hinten ist Milch.
die keinen hatten. Was? Wart ihr, dass die mal nicht Nein, mal nicht konnten? Das muss Lady sein, huh? Wegen eurem Internet und der Mond. Einfach einen provisorischen Steg gebastelt habe. Ich finde das total niedlich, dass der immer noch steht. Ich dachte, der hätte dir schon längst abgerissen. Oh. Ach, Buddy. Dieser Moment, dieser romantische... Ja. Glaubst du, das Backup ist mich töten? Komm, töte mich. Komm. Mach mich doch. Komm, hier bin ich. Komm, ja, was denn? Ich weiß gar nicht, was du mir damit gerade für eine Freude gemacht hast, dass du das gesagt hast. Alter. Voll niedlich. Das klingt so toll. Ich freue mich gerade. Oh, Alter, jetzt aber wirklich mal. Ach so, du bist das. Ich wundere mich ja, warum hier ein Bogen auf dem Boden liegt. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Sag mir das. Ich zünd ihn an, dann sehen wir ihn. Hier ist ein Villager Zombie. Oh, Verzeihung, das muss ich. Okay, jetzt sag ich, lass es. Müssen dir die Bögen ausgegangen, müssen dir die Pfeile ausgegangen. Oh, warte. Ich hab Infinity. Er hat einen gefunden, ja. Komm, ich gebe mich mal mit auf die Suche nach ihm. Wo könnte er sein? Komm, Buddy, jetzt sei kein feiges Huhn. Komm her. Wie er sich versteckt. Du schlägst mich. Ja, sicher. Mit einer Angel. Ja. Wer weiß, was du... Du hast sicher einen Dreizack dabei, dass du irgendwas andere böse Sachen... Nein, ich habe meinen Dreizack nicht dabei. Ach ja, stimmt, den hat der Freier explodieren lassen. Komm her, bitte, Buddy. Nein. Schon. Nein. Komm her, du feiges Hühnchen. Das kommt ja gar nicht in Frage, ich bin unsichtbar. Deswegen. Das ist so feige. Ja. Oder Freier? Oh, er ist auf seiner Insel da drüben. Und er targetet. Hier bin ich. Hier, komm. Ja. Da hat er sich mir ganz schön unsichtbar gemacht. Ja. Okay. Will ich doch nur angeln. Oh Mann. Komm schon, Buddy. Tu mir den Gefallen. Ich will einmal jemanden angeln. Buddy, toll, ja, Joke. Nein. Jetzt war ich überrascht. Komm her, Buddy, bitte. Haben wir irgendwas gefangen? Wenn du zugibst, dass du den Hasen gebaut hast? Nein. Hast du nicht gebaut. Dann lass ich mich auch nicht angeln. Ach, komm schon, Buddy. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Such dir einen anderen Dämlichen aus. Ich bin... Okay, ja, weißt du, ja, ich habe den Hasen gebaut. Siehst du, jetzt habe ich es zugegeben. Jetzt komm her, lass dich angeln. Nein. Da gehört, Shiro hat den Hasen gebaut. Oh mein Gott. So, ich hab's zugegeben jetzt. Oh, Shiro. Oh Gott. Oh, has made the advancement. Take him. Hast du ihn erwischt? Nein, ich töte gerade die Mobs hier. Ach so. Ja. Oh, Sitara, das ist aber fies. Du möchtest jemanden angeln und hast Pfeil und Bogen dabei, natürlich. Natürlich, hallo, ich wollte dich abschießen. Ja, eben, du kannst mich mal hiermit abschießen. Aber Freier, da kannst du mir gleich vielleicht erzählen, wie viel Schaden ich mit dem Bogen dir machen würde. Ja genau, mach das bei Freier, nicht bei mir. Schieß dich einmal ab. Ja? Haben deine Erlaubnis, Freier? Bitte was? Darf ich einmal abschießen? Mich? Ja, komm mal. Einmal. Ja, mach ruhig. Okay. Und? Wow, haut ganz schön rein, Mann. Mit dem Feuer und so, ich war auf 2,5 Herzen runter. Ich hatte aber vorher nur ein halbes Herz, hatte ich schon weniger. Also etwa 3, auf 3 Herzen runter in etwa. Also ich habe Stärke 5 mit Flamme und Schlag und sowas. Also. Ja, ich habe nur Power 5. Ja, komm, lass dich abschießen, Buddy. Komm, ich schieße auf dich. Am Arsch. Entschuldigung, ich abschießen, hallo? Weil ich sie nachmal zu Ende. Ich habe gelohnt dafür, also. Ich glaube, der muss da hinten verschwinden und dann ist die Nacht vorbei. Oh. Boah, eine Muschel, na toll. Eine Schnecke. Schneckenhaus. Es bewegt sich auf jeden Fall. Okay, alles gut.
Was denkt ihr? Kriege ich jemals meine 27 Level, dass ich meine 2 Angeln zusammen craften kann? Dann müssen wir lange angeln. Das ist vielleicht im Stream nicht unbedingt das Allerspannendste, aber ich möchte jetzt trotzdem mal den Sonnenaufgang möchte ich drin haben. Ich muss doch nicht verhindern, dass du die Level bekommst. Setara wünscht sich den Sonnenaufgang, deswegen muss ich jetzt mal hier durchhalten. Und der ist wirklich, wirklich eindrucksvoll, wirklich toll. Sag mal, hast du theoretisch gute Schuhe, Freya? Nö, ich habe gar keine Schuhe an. Ich habe nur ein Oberteil. Ich trage nur ein Oberteil, nicht mal eine Hose. Hättest du Interesse daran, ein Buch zu haben, was du auf Schuhe aufpacken könntest? Gut, ich habe Feather Falling, habe ich. Auf Stufe? Ein bisschen was. Ich weiß nicht, was genau, aber... Vielleicht kannst du ja was damit anfangen. Ich habe noch Freya, was hatten das mit dem... Alles klar, danke. Geschildert wurde. Hat nur Federfall 4. Oh, cool. Das ist ja cool. Hast du auch schon Federfall 4 auf deinen Schuhen? Nee, die habe ich ja nicht verzaubert, weil ich keine Dia-Schuhe bis jetzt habe. Und nice. An sich will ich meine Rüstung auch, wenn überhaupt, verzaubern, wenn ich halt auch Mending hätte, ne? Ja, das ist wahr, ne? Ich habe mein Oberteil verzaubert, aber ohne Mending. Also Mending ist schwierig. Ja, also wie gesagt, wir hatten halt mega Glück mit dem einen Mending-Buch, was du mir meinen Spatreizer gegeben hast. Oh. Ja, wie krass, oder? Ich meine, ich habe noch nie eins geangelt. Und jetzt hatte ich wirklich, ich hatte mir vorgenommen, ich will Shiro ein Mending-Buch angeln. Stell mich hier hin und tatsächlich, man muss nur ganz fest wollen im Leben, ne? So ist es immer. Genau, Leute, ihr könnt immer alles erreichen, ihr müsst es nur wollen. Ja, ihr müsst es ganz feste wollen. Hm. Nein, ich kann leider kein Präsident von Amerika werden. Doch, egal, das kannst du. Wir müssen nur das Gesetz ändern. Ja, aber sonst geht's nicht. Das können wir ändern. Aber das ist kein Thema. Ich mich anstrengen. Solange ich nicht gebürtiger Amerikaner bin, geht das nicht. Ja, das werden wir ändern. Ja, dann ändert das mal. Dann kann nichts noch werden. Du musst es halt wirklich wollen. Aber du willst es nicht wirklich. Was heißt denn Handelswütigen? Was? Ich wollte essen. Kleinen Snack. So, da hinten geht der Mond gleich unter. Hat eigentlich deine Angel schon Reparatur drauf, Freyag? Ja, hat sie. Ich habe mehrere Angeln mit Reparatur, ja. Okay, ich habe gerade nochmal eine Reparatur angeangelt. Ja, ich angle auch so viele davon. Die sind inflationär. Aber ich habe insgesamt, glaube ich, 3. Ist es vielleicht günstiger, die auf meine andere Angel zu packen? Das kann natürlich sein. Ich weiß, dass du mich abgeschossen hast, aber ich habe nur ein halbes Herz verloren, also. Ja, ich... Es ist nicht so, als ob ich dich jetzt töten möchte. Finde ich auch nett von dir. Achso, Defcon, hast du meine Angel denn mal gesehen? Was die für Features hat? Ach, verdammt, es ist ja wieder Nacht, ne? Ich warte damit lieber noch, bis wieder Tag ist. Ich will nicht aufs Schiff drauf. So, ganz schnell, bevor die Sonne aufgeht, ne? Luck of the Sea 3, Lore 3 und Mending und Curse of Vanishing ist weg, weil ich bin tatsächlich gestorben und hatte die Angel dabei. Oh Mann, so, und jetzt schauen wir uns den Sonnenaufgang an. Dann verschwinden die Angel, oder was? Ja, bei Curse of Vanishing, ja. Ah, okay. Ja. Die war so gut wie die hier, nur halt mit dem Curse drauf. Ja, keine Ahnung, das Lev. So. Schaut euch das an. Shiro ist am Ende. Bei mir könnte es sehen, wie die beiden Sonnenaufgang Bioku dachten. Oh ja, so ist gut. Schön Haut zeigen für die Kamera, genau so. Ja. Ich nice. Ich will auch keine Haut für Männerkalender. Die halbnackte Shiro angelt beim Sonnenaufgang. Oh Mann. Ist das schön? Oh, ist das nice, oder? Ich bin doch halb nackt. Ist ja Shorts und ein T-Shirt, und das ist nicht halb nackt. Oh, ist das schön. Das sieht so cool aus. Besser? Was grinst du wieder so? Was? Ich hab mal meinen Pulli ausgezogen, meine Schuhe. Pass auf, hinter euch. Ja, Marshmallow. Marshmallow, alles gut. Ist alles cool. Marshmallow ist cool. Der will doch nur mit uns die Sonne genießen. Ja. Dieser wunderschöne Sonnenaufgang, ne? Ist das mal toll hier? Ist das mal toll hier. Den ich zusammen mit meinen Freunden genießen kann und die Pfeile regnen. Es regnet nur ein bisschen Pfeile, sonst alles gut. Ah. So, ich ziehe mir mal wieder meine Rüstung an, ich bin mir hier nicht mehr sicher. Ja, man kann hier nicht mal in Ruhe angeln, ne? Oh Mann. Ja, schlimm. Überall sind hier entweder Mobs oder Buddies. Ja, ich will eigentlich nur Marshmallow treffen. Mhm, ja klar, und triffst uns die ganze Zeit. Ist der schlechteste Schütze überhaupt. Lecker Fisch. Ah, schön. Klar, aber schieße ich die ganze Zeit drüber oder was soll das? So, das hat Nein, du schießt immer so knapp neben uns teilweise. Ich möchte euch nicht treffen, ich möchte ihn treffen, das ist alles. Jetzt. Lecker verrottetes Fleisch. Dann stellt ihr jetzt exakt so hin, dass ich einen Shiro treffen werde.
Treffer, yes. Das war nicht ich. Ja, ich weiß. Ich auch nicht. Ja, ich habe mich exakt so hin, dass ich Shiro treffe. Buff, er, hat sich so hingestellt, dass ich dich treffen soll. Hä? Der war nicht mehr hinter mir, das war hinter der Freihand. Der war neben dir. Nein. Meine Privilegien. Oh, hab ich doch umgedreht. Ja, ihr seht doch gerade gleich mit den sichtbaren Menschen. Nein. Ich bin sichtbar. Du hast einen Pfeil im Arm, Marshmallow. Ihr seid alles sichtbar, ich nicht. Das sieht nicht gut aus. Ja, das ist echt lame. Vielleicht sollen wir echt mal Buddy irgendwann mal... Ich habe immer noch das Schwert, das ich in die Lava schmeiße. Fisch, umdrehen. Fisch. Erste Warnung. Bei mir wird übrigens ja geschrieben, also früher war eine kurze Hose schon mehr als halbnackt. Ach, ein Sattel. Früher hat man sich über sowas gefreut, ne? Und mittlerweile. Die landet bei mir in der Müllkiste. Die Sättel. Nee, also ich behalte sie. Nee, ich behalte sie auch, aber es ist trotzdem die Müllkiste. Man weiß ja nie. Ja, ich habe so viele. Ich bin ein Engelchen. Ich bin ein. Naja, gut, eigentlich bin ich ein fetter Amor, wenn man es genau. Meine Pfeile treffen und die Leute verlieben sich. Oh, Lederschönchen. Sie hassen mich. Ich habe sie angezogen. Ist egal. Passt schon. Toller Clip, Sitara. Bin ich mal gespannt. Vor allem das Thumbnail sieht schon so toll aus, ne? Aber ich muss ehrlich zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass ich darüber komme über das bei dem Boot. Okay, Leute, ich brauche doch nur 15 Level. Also noch 4. Durch die eine Angel, die ich noch geangelt habe. Aber Freya, stehst du noch dort? Nein. Okay. Nicht, ja, wenn du so fragst. Ich wollte ausprobieren, ob ich vom Schiff aus auf da hinten schießen kann. Ich stelle mich da wieder hin. Im Gegensatz zu euch habe ich nur einen stinknormalen Bogen dabei, ne? Also. Naja, wir haben die gefährlichen Waffen, also denk dran, ne? Denk dran. Ja, aber ich bin auf der Sonne, also denk dran. Shiro hat wegen dir jetzt sogar schon ein Schild ausgerüstet. Oh Mann! So angeln wir hier am Strand in kompletter Montur. Okay, ich krieg das Schild mal weg. Ach. Das nimmt so viel vom Bildschirm weg, ne? Das Schild. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber auch realistisch. Ich meine, ich hab das Schwert, wenn ihr mich tötet, das ist so ein Effekt. Yay, ein Sattel! Buddy, brauchst du 4 Sättel? Wozu? Weiß nicht. Einen zum Reiten und 3 als Ersatz. Aber was soll ich denn hier reiten? Soll ich auf einen Creeper reiten? Holst dir einen schönen Thunfisch. Oder was weiß ich, was hier rumschwimmt, ein Delfin, oder? Schon mal einen Delfin mit Sattel gesehen? Noch nicht. Total. Sie sind nicht mein Hübscher. Ey, das schießt doch nicht. Ich bin's nicht. Hallo Nessie, ich grüße dich. Hi Nessie, oh, schon wieder ein Nametag, davon habe ich auch schon so viele. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend. Aua. mit den Sätteln lebt er seinen Fetisch aus, schreibt F. ja, genau, der Buddy. Ja, ich bin hier gerade bei dem Event. Hier mit Ausrufezeichen Freijag, Ausrufezeichen Shiro, Ausrufezeichen, da ist sonst kein anderer mehr da. Oh. Ausrufezeichen Summer 1. Hi, Marshmallow. Hi, kann ich irgendwie helfen? Den finde mit Sattel nicht, aber Seepferdchen. Ich glaube, der hat Langeweile. Das ist creepy. Ich meine, warum farmt der nicht Quarz oder warum farmt der nicht Prismarin oder warum macht er nicht was Nützliches für die 48-Stunden-Aufgabe? Warum angeln wir eigentlich? Genau. Weil wir erstmal nach dieser harten Arbeit ein bisschen entspannen müssen. Wir haben oben so ein ganzes Schiff gecleant gerade. Also ich bin wir haben die Wochenaufgabe geschafft. Das muss gefeiert werden. Warum farmt ihr nicht Quarz? Ja, wir farmen gleich. Jetzt erstmal was Spannendes und gleich was Langweiliges. So ist der Plan. Ah. Er hat nur vergessen zu angeln. Ah, okay. Können wir mal ja. Geil. Ja, eben. Ich setze mich jetzt. Habt ihr schon alle Wischmöpse benannt? Nee, wir haben die Wischmops noch nicht umbenannt. Die heißen noch alle Wischmop. Aber ich finde den Namen so süß. Sag mal, könnt ihr da oben sehen, wie hier gerade die Dings. Ah, es geht gar nicht so weit. Schade. Achso, er hat Fotos gemacht wieder wahrscheinlich. Ein paar schöne Screens. Stimmt, Marshmallow macht immer schöne Bilder. Oh, ey, das sieht ja echt schön aus. Frühstück angeln. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich meine Montur ausgezogen. Ah, hast du in Global gepackt? Also in sichtbar für alle. Gut, sehr schön. Ja, das haben wir Tempo. Sehr schön. Dann könnt ihr alle gucken im Discord die Bilder von Marshmallow. Dann macht die mal schön. Mit Shader und so. Was hat Deadlift eigentlich? Warum schreit er Hilfe? Was ist los? Help.
I need somebody. Erzähl mal, Dylan, was ist los mit dir? Du hörst mich an, du bist ja bei mir. Was ist los? Weg, weg, weg. So, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt einfach so schieße. Genau. So, die beißen bei mir übrigens so oft an wegen Lure 3, ne? Es ist eine super Verzauberung. Und Lucky PC sorgt halt dafür, dass mehr gute Sachen dranhängen. Also, es ist eine tolle Verzauberung. Ich weiß nicht, ob es noch höher geht. Defcon, kann man das noch höher verzaubern, die Angel? Weißt du das? Lure 3 ist, glaube ich, Maximum. Ja? Wow, da habe ich die maximal gute Angel. Ich frage mich, ob meine Pfeile überhaupt bei euch ankommen. Ja, ich höre was, ja. Ja, da vorne sehe ich auch einen. Aber nicht ganz. Also, er reicht nicht ganz bis zu uns. Oh, er kommt näher. Noch etwa 4 Blöcke, dann bin ich dran. Oh, ich hab ein Zauberbuch. Ich hab ein Buch. Ich hab ein Buch. Ist es Mending? Ich weiß es nicht. Marshmallow, Shiro. Wollt ihr mal pusten? Puste mal. Ja, puste du mal. So, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du bei mir auch? Puste. Enchanted? Puste. Achso. Ja? So, okay. Und jetzt gucken wir gleichzeitig. Bist du soweit? Okay. Ja? 3, 2, 1 und. Loyalty 3, Impaling und Featherfalling 4. Also ich habe Schutz 3 und Nemesis der Gliederfüße auf 3. Oh mein Gott, Nemesis der Gliederfüße, das ist das Beste ever. Also wenn man Spinnen hast, ja. Okay, Loyalty 3, also ich kann wieder einen Dreizack machen, ne? Oder Featherfalling mache ich auf 5. Geht das? Ja, bestimmt, ne? Wenn es das gibt. Ja, verdammt. Okay, aber cool, cool. Oh, wer angelt denn da drüben? Ausschließi? Ja, das ist ausschließlich. Ihr habt doch so eine Bekloppte mit Feuerpfeilen, da gehe ich nicht nah ran. Ich hab meinen Bogen nicht hier. Alles klar, Sitara. Ich muss es glauben, oder nicht? Wollen wir alle angeln? Ja, momentan sind wir alle am Angeln. Kannst du mal im Stream nachgucken? Köder und Luck of the Sea ist beides nur 3. Okay, alles klar. Danke für die Info. Oh, ich kann meine Schuhe. Komm, ich mach. So, hier, ne? So. Farbstoff habe ich leider keinen dabei. Kann man das aus Pufferfischfarben machen? Nö, ne? Mit, Moment. Was? Du willst den Pufferfisch zermalen? So, jetzt habe ich weiße Schuhe an. Guck mal, sehe ich nicht schick aus? Ja? Hab ich, wow! Habe ich alles geangelt? Wirklich? Alles geangelt! Nice! Blue Steel kämpft mit dem Tod. Habe ich gerade gar nicht das so machen? Nee. Ist das hier bei uns oder was? Ist er im Spawnhaus und hat kein Essen mehr, oder was meint er? Ach, der Delfin sieht aber hässlich aus. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, warum Buddy keine Milch trinken will. Ich finde das nicht gut. Nee, ich finde das auch nicht gut. Er hat was zu verbergen. Seine Haut. Ich bin Laktoseignorant. Kann man, keine Ahnung, Milch und dann so Werftränke von machen, sodass man jemanden das einimpfen muss, dass er wieder sich verwirrt? Dann stelle ich mich wieder auf und mache nochmal das Gleiche. Die Creeper spawnen ja immer nach. Kann man nicht so einen Milchwurftrank machen? Nein, also wenn das Schiff an sich wird ja nicht ewig bleiben, schätze ich mal. Ja, wer weiß, ne? Wer weiß. Also Monsieur Passepartout kriegt das Schwert nur, wenn er ein paar Anforderungen erfüllt. Ich glaube, wir haben keine Forderungen zu stellen. Na doch, haben wir. Wir werden scheiße behandelt, wir möchten bessere Bezahlung haben und alles besser. Bessere Bezahlung? Besser als null? Das Doppelte wahrscheinlich. Ah, okay. Wir wollten gerade verraten, an sich gibt es Befehle, um Effekte zu entfernen. Das heißt, vielleicht wird Gott es irgendwann mal ändern, dass Buddy unsichtbar ist. Wie entfernt ich mich wieder auf und gebe den Effekt nochmal? Wie entfernt man denn von allen diesen Effekt? Sagt mir das bitte mal einer. Nee. Der Chef, könntest den Befehl jetzt preisgeben. Ja, einfach mal hier bei mir in dem Chat aber posten, damit ich ihn nur kopieren kann. Brauche, ja. Sonst ist ich zeige euch, wie der Befehl geht. Genau, Bann, Leerzeichen, Buddy, unterstrich Deathstroke. Wenn ich Deathstroke, dann mache ich es nicht. Guck. Wie das aussieht. Ich guck doch. Wieso kann er das? Ja gut, er ist ja Moderator, lange Jahre Moderator hier gewesen. Also, wenn er das nicht weiß, wer sonst, ne? Jetzt hast du dir Night Vision gegeben? Das hätten wir Shiro geben sollen, oder? Eben. Weil sie hat ja Probleme mit dem Monitor. Eigentlich hier. Ja, das fällt mir auch gerade ein. Ja. Das ist ja eigentlich auch ganz bescheuert. Hätten wir die blöde Fackel da nicht hinstellen müssen. Der hätte Shiro alles gesehen. Hell und deutlich. Oh, guck mal, da der Mond geht auf. Das sieht auch so cool aus, ne? Sieht das cool aus, Mann.
Ist das nice, oder? Alle hier am Angeln? Hä? Bei Mondaufgang. Willst du jetzt eine Bestätigung haben, okay. Ich rede mit meinem Chat. Ach so, Entschuldigung, ich hab vergessen, dass du auch Zuschauer hast. Ja, das ist... Und sie wollen auch Beachtung. Ich bin so nasi. Ey! Das war ein kleiner Klaps auf dem Hintern jetzt. Jetzt stell dich mal an. Mann, die unglaublich, diese Schierung ist unglaublich. Muss ich ja nur mal drücken, ich hab alles vergessen. Achso, ich war. Uch, nee, so, Moment. Oh, Nico, bin bereits. Nein. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig bei mir und Modi euch ins Bett legen, falls es wegen eurer Homepony stört, weil wir haben ja ein, zwei Betten bei uns stehen. Kann ich? Obwohl Buddy geht gerade schon mit mir hoch, also reicht das ja eigentlich, wenn wir pennen. So. Es geht aber schnell. Ja, geht mal pennen. Also Effekt Clear All oder so eine Art. Ja, das ist immer so die Frage. So ähnlich hätte ich es auch gewusst, ne? Aber wie er genau lautet. Ich glaube nicht die Hälfte. Wo ich da irgendeinen Mist mache? Also drei liegen im Bett. Ich könnte mich kurz hinlegen, ja? Moment. Oh, ich habe eine verzauberte Angel. Das ist eine Angel mit Unbreaking. Oh, voll. Bin auf dem Weg, dauert noch. Kannst du nicht was Lash Home machen, Lady? So, ich bin im Bett. Aua. Betten am Spawn. Ja, Betten am Spawn wäre vielleicht auch eine Idee. Ach, ne? Dann lagst du noch nicht in deinem Bett, Lady, wenn dich Home nach Hause zum Spawn bringt. Ohne mich schäm dich. Das war schon lange vorher. Also irgendwie ist immer noch nicht Tag, ne? Also irgendwie klappt's nicht. Ja, dann legt euch doch ins Bett. Einer von euch liegt nicht. Ich liege. Ja, aber es müssen eigentlich nur die Hälfte schlafen, oder nicht? Nein, es müssen 90% schlafen. Echt? So viele? Soweit ich weiß. Also als ich und Fire zusammen drauf war, hat es gereicht, wenn ich nur geschlafen habe. Du kannst, am Spawn sind Betten. Die Schirme, ja, die Sonnenschirme, das sind Betten. Da kannst du dich reinlegen. Das geht, glaube ich. Nein, ich meine, die kriegst du nämlich im Bett. Also ich liege, es ist, keine Ahnung. Klappt nicht, ne? Ich hab keinen Bock zu liegen. So. Klappt nicht. Es wird zu blöd geworden, diese ganze Warterei. Ja, das funktioniert nicht. Zwei Sekunden noch. Ein paar Sekunden können wir noch warten. Okay, die paar Sekunden warte ich noch. Dann trinke ich in der Zeit was. Was kicked by flying not able on server. Ja, Blue Steel, das haben wir öfter. Das haben wir öfter. Das scheint so ein Problem auf Atania zu sein, hin und wieder. Das ist leider ein Einzelbett, Lila, sorry. Das kommt vor. Das ist irgendeine Logik, die erkennt, ob du ein Fly-Hack hast oder so, und die ist nicht ganz akkurat, ja. Also ist nicht schlimm. Oh, hat geklappt, ja? Schön. Ja, so, super. Was für Schuhe ziehe ich denn heute an? Die hier, die gefallen mir auch ganz gut. Ich habe jetzt die weißen. Was für Schuhe? Ja, das ist eine ernsthafte. So, getauscht. Jetzt ziehe ich die an. Ne, man muss sich ja auch schick kleiden. Das gehört ja dazu. Ich muss jetzt mal kurz das ausprobieren. Sattel? Das geht. So viele. Was geht? Es geht. Der Jump-Befehl geht. Aha. Aber. Trash. Das ist Trash. Warte mal. Shiro? Ja? Kannst du dich mal bei dir aufs Dach stellen? Ja. Aber die Kaufer müssen. Oh, die brate ich irgendwann mal. Oh, Unbreaking 3. Unbreaking 3 ist Müll. Bei einer Angel. Tut mir leid. Ich bin jetzt auf den Kakaobohnen drauf. Ich mach's anders. Okay. Ups. Ach da. Hä? Ach, ich brauch dringend Kohle. Das ist der Jump-Befehl. Also. Das ist ja eher aus als Teleportieren, das soll nicht springen. Na. Wow, Buddy nutzt seine OP-Rechte aus. Buddy. Schön, mal bitte, du hast dich gerade hin und her geportet. Ich habe mal eine Frage, kann man mich hören? Ja. Also, wenn man Half-Slaps so einmal um das gesamte Bett drum hat, funktioniert das nicht mehr? Ja, also das darf halt nicht blockiert sein, das Bett. Ja, die Frage ist, ob es durch Half-Slaps blockiert wird. Vielleicht, ja. Also wenn es nicht klappt, dann könnte man das davon ausgehen. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal die Half-Slaps wegmachen an einer Stelle und dann gucken, ob es dran geht. Wir holen jetzt ein bisschen Holz. Und? Feuerschutz, Flamme oder Schärfe, okay.
Holz, Holz für Kohle, Kohle. Also ich kann dir nur empfehlen, das vielleicht mal wegzumachen, dann halt da sozusagen dein Spawn hinzusetzen im Bett und dann dich nochmal mit home nach Hause zu teleportieren. Dann siehst du ja, ob du da bist oder nicht. Treue und Schutz, okay? Hey, lol. Gesundheitsetag. Nein. Freiakt, du bist jetzt kurz mal als Dings dienlich, ne, als Opfer. Ja, natürlich gerne. Immer gerne. Aber jetzt porte mich nicht weg oder so. Ich bin gerade auf dem Weg. Nein, ich wollte eigentlich gerade eine. Hat es funktioniert? Habe ich jetzt eine Kitty Cannon hingeschmissen? Was hast du? Was hast du mir hingeschmissen? Gib mal ein / Kitty Cannon. Was? Kitty Cannon? Ja. Okay, ja, ich habe eine Kitty Cannon. Was zum Teufel ist das denn? Was hat er denn? Ich habe eine Kitty Cannon. Die schmeiße ich, wenn ich es. Damit kannst du kleine Kätzchen in die Luft jagen. Okay, nein, das würde man nicht machen. Oh Mann. Oh, hier hat jemand entrindet. Das ist ja witzig. Der ganze Wald ist irgendwie voll mit diesem entrindeten Holz. Mhm. So. Boah, Bauset, jetzt hättest du fast einen Deathjog machen können. Ich wäre schon fast reingelaufen. Ich habe mich zusammengerissen. Ich hab's nur gedacht. Und ja, Leute, ich angel gerade in unserem Aquarium. Das machst du super. Ich meine, im Aquarium angeln. Braucht man nicht ein Wasser, was so und so tief ist? Ah ja, euer, oh ja, ist ja sehr tief, ne? Nö, richtig, ja. Nö. Man kann sogar einfach bei so Wasser, was nur ein Block tief ist und vier Blöcke breit zum Beispiel ist, die Angel muss halt einfach nur auf dem Wasser schwimmen. So, ist der Turm jetzt eigentlich schon fertig? Ist das jetzt schon fertig mit dem Turm? Nein. Bist du schon mit dem Turm fertig? Das war deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist das Farmen. Ich habe ein bisschen was gefarmt. Mhm. 2 Quarz. Nein, das Quarz nicht. Ich habe das Marine gefarmt. Oh, okay. Ja, haben wir genügend für das Dach? Das ist doch kein großes Dach. Es kann auch ein Flachdach sein. Nein. Wir haben die Vorlage, Buddy. Das heißt nicht, dass man sich daran halten muss. Doch. Ja, das steht genau da, wortwörtlich. Ach, das steht also, da. Dieser Plan, den hier Freier gezeichnet hat, ist auch eine Vorlage. Aber die Insel sieht komplett anders aus. Aber im Großen und Ganzen passt das schon ziemlich gut. Lag an den Slabs, stand da gerade. Okay. Die Half-Slabs. Tja. Half-Slabs, der Feind allen Übels. Ich muss sagen, Holz farmen, also das Holz läuft ja eigentlich ganz gut, aber meiner Meinung nach ist das mit das Langweiligste überhaupt. Du hast bei mir gerade abgehakt. Das Holzfarmen klappt ganz gut, nur deiner Meinung, dann war's weg. Ja, also Holzfarmen ist meiner Meinung nach das Langweiligste überhaupt, was man hier machen kann. Ganz ehrlich. Nein. Ich finde ehrlich gesagt, Dings, wir sind nicht besser. Ich Prismarin. Kiste auf, Kiste zu, Kiste auf, Kiste zu. Ja, die kann man spammen. Kannst du einfach hin und her, das geht ruckzuck. Aber hier beim Holz, du klickst drauf und wartest, das ist anstrengend. Ach, wie langweilig. Das nervigste war so das Wort, okay. Das war bei mir immer noch abgehalten. Ich habe nicht verstanden, was du von mir wolltest. Boah, das reicht aber jetzt. So, das ist der Turm, der ist ungefähr sieht heute was genau so aus. So. Oh, wie runtergefallen. Also ich glaube, ich brauchte nur 15 Level, dann warum höre ich den jetzt auf? Ah, so. By the way. Bin ich mit Sugar? Ich wollte doch nur meine 15 Level zusammenkriegen, dann wollte ich doch noch eben verzaubern, dann war das gut. Ja, das ist nicht gut, was ich hier mache. Oh, sind die alle belegt mit Ton? Was? Ja, ich hatte Ton gefarmt für XP und jetzt habe ich den Scheiß noch hier rumliegen. Ich mache mir jetzt erstmal Kohle, das ist das Effektivste. Gib mir die meiste XP für. Ein Cobblestone in deiner Wohnung auf sich. Dieser oben, dieser einzelne. Der bei der Tür steht. Ja, das ist eigentlich ein Pisten, den mir Lady und Marshmallow reingesetzt haben. So ein Fake-Pisten. Und der wurde mir richtig bepistend.
Der Spawn ist nicht idiotensicher, ja, das ist wahr. Das ist er nicht. Da haben wir nicht so drauf geachtet. Also man kann sich umbringen, ja, das geht schon. Nice. Ja. Auf jeden Fall, hier war dann so eine kleine Mechanik, die dann den Pisten nochmal nach oben gedrückt hat. Jetzt sieht's halt so aus. Wieso habe ich... Ach so, ich habe 4 Diamanten bekommen von der Belohnung. Das ist alles. 4 Dias. Ja. Mehr gibt's nicht. Das war alles. Jeder hat 4 Dias bekommen. War da sonst nichts in der Kiste? Das Schwert und Diamanten, das war's. Das waren Diablöcke. Aber mehr war da nicht drin. Okay. 10 Diablöcke vielleicht? Wahrscheinlich. Vielleicht werden wir von Monsieur Passepartout nochmal belohnt. Das war jetzt ja nur, dass wir Schwert gefunden haben. Ja, das kann sein, ja, das kann sein. Ja. Hoffen wir mal. Also von Monsieur Passepartout verlange ich vieles. Der kriegt nichts, bevor ich nicht meinen Willen habe. Ah, Gott, Buddy. Nee. Ich bin gerade in der Position, um Monsieur Passepartout eine Forderung zu stellen. Du bist in einer guten Position. Du hast das Schwert, ich das er unbedingt möchte, ne? Aber er war ziemlich unverschämt im Wortlaut hier mit uns, mit dem Magierturm. Ich weiß nicht, ob wir mit denen noch weiter kooperieren sollen. Bin mir da so unsicher. Wisst ihr? Wir haben so viel für ihn getan und jetzt plötzlich kommt er mit so einem Scheiß daher, wir sollen den Magierturm nicht bauen und sowas. Ah, ganz schlimm, oder? Ich glaube ihm nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Trick von ihm, dass wir den Magierturm bauen sollen. Aber was mich interessieren würde, es hieß ja auch, dass der Zaubertisch und vor allem Bücherregal drin sein sollen. Haben wir denn nicht schon irgendwo eine Stelle, wo wir das haben? Ja, wir haben genau das schon. Also wir haben einen Zaubertisch und wir haben die Bücherregale alle. Sind schon da. Genau bei Thunder. Aber wollen wir die dann nicht einfach umbuddeln? Ja, machen wir. Das machen wir genau so. Die werden wir dann in den Zauberturm packen und dann haben wir es schon. Also die Aufgabe, es ist ja 48 Stunden, die schaffen wir, glaube ich. Silk Touch? Nee, leider nicht. Überhaupt nicht. Nicht mal ein Buch mit Silk Touch, Lady. Wofür? Ich guck nochmal. Feather Falling 4. Achso, ja, stimmt. Wenn man Silk Touch drauf hat, selbst wenn es auf einer Spitzhacke ist, kann man Bücherregale so abbauen, stimmt. Ja, ich glaube, man verliert aber keine Bücher, sondern nur Holz, ne? Oder? Doch, oder doch, auch Bücher, weg. Auch Bücher. Ja, scheiße. Ja. Ist aber nicht schlimm. Ich kann auch welche herstellen. Ich habe ganz viel Leder. Durch die Häschen. Die Häschen. Ich habe auch schon gesehen, dass entweder Monty oder irgendjemand anders bei uns heimlich die Karnickel vermehrt hat. Alter Schwede. Ja, aber da könnt ihr jetzt mir auch die Schuld zuschieben und ich würde es nicht abstreiten. Hab ich doch gar nicht. Nein, aber wie ich gesagt habe vorhin, dass ich das mit den Crystals, dass ich sie von geklaut habe. Ja, hast du ja auch. Ja, aber ich habe sie nicht von. Aber ich habe sie nicht von den Links geklaut, sondern von jemand anderen. Von dem Dieb. Ich habe den Dieb bestohlen. Das glaube ich nicht. Den Dieb bestohlen. Das macht dich zum Helden. Ja, eigentlich schon, aber ich kann mir auch gar, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach einer eine Aufgabe hatte, von wegen sabotier die Wochenaufgabe oder klaue Kristalle und verstecke die, bis theoretisch es fertig wäre, weißt du? Ja, das ist gut. Weißt du was, wenn das jetzt tatsächlich der Fall wäre, ja? und Buddy es nicht wäre. Ja. Rein theoretisch. Und sagen wir jetzt einfach mal, es wäre, keine Ahnung, Skylight. Weil bei ihm noch die größte Chance besteht, dass Buddy das aus Versehen mitkriegt. Und er ist heute nicht da. Okay. Wäre ja scheiße gewesen, ne? Tja, das ist ja ein Ding, ne? Stimmt, richtig. Sky ist nicht da, Buddy hat's gefunden. Vielleicht stecken ja... Ja, aber wenn... Ich meine jetzt, wenn Buddy es nicht gefunden hätte, dann wären jetzt einfach 3 Artefakte zu wenig da gewesen. Gut, und wir hätten es nicht schaffen können. Das ist wahr. Da hätten wir es nicht machen können, ja. Ist richtig. Ne? Ja, also Happy End, würde ich sagen. Happy End. Ich verlange von euch einfach eine 10-seitige Entschuldigung. Nein. Auf einem DIN A3-Blatt Schriftgröße 12. Schrift at Times New Roman. Wofür? Das ist Entschuldigung. Nein, wofür? So, okay. Buddy fordert jetzt eine Entschuldigung. Ich habe kurz gemutet. Mal ganz kurz lesen. Ich vermute auch, dass er gemerkt hat, wie viele unzufrieden mit ihm sind. Und damit sein Wunsch um diesen Magierturm erfüllt wird, stellt er es eben so dar, als... würde es ihn stören, ärgern. Okay, umgekehrte Psychologie also. Alles klar, gut, okay. Hast du auch nö gesagt? Na, hallo, ist ja natürlich. Ja, ich habe nö gesagt, stell dir vor. Also, Tara denkt auch, es ist umgekehrte Psychologie mit Monsieur Passepartout. Weißt du, Buddy, weißt du, wie du sowas verhindern könntest? Sei einfach ein netter Mensch, dem man das nicht zutraut. Na, niemals. Genau, das ist es. Niemals. Als ob ich das schon so... Nein. Ach. Komm, ich hol das mal raus. Das mal. Sei ein netter Mensch, dem man das nicht zutraut am Arsch. Ja. Ich meine, so wie ich.
wenn ich irgendwas falsch machen würde, mir würde man es trotzdem nicht zutrauen, dass ich irgendwas machen würde. Ich ein lieber Mensch bin. Jetzt glaube ich so langsam, dass Shiro der Bösewicht hier ist. Wieso bin ich jetzt böse? Oh, yeah. Denn nur ein wahrer Bösewicht könnte sich so gut tarnen. Also, ja, aber würde ich das dann verraten? Ja, ja, das ist ja gerade die Tarnung. Ach so, natürlich. Ja, ja, natürlich. Also eins könnte ich euch sagen, wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann hätte es von Sepp auf einen Deathcloak geregnet. So, hat einer schon Quarz gefahren, sonst mache ich das eben. Oh, Shiro versucht abzulenken, das Thema zu wechseln. Hä? Ja, Entschuldigung, das ist oh, okay, so nicht. Ich merke nur an, ich merke nur an. No offense, okay. Nur Anmerkung. Ich meine, das Freieck, der Verdächtigste von allen, das ist ja irgendwie sowieso offensichtlich. Das ist, aber das immer, ist außen also, vor, das ist ja Quatsch. Er ist oder so, Monsieur Passepartout, das wissen wir alle. Überleg doch mal, Freieck hatte zu uns allen einen Draht, der hat uns erst zusammengebracht, ja? Das ist ja nur so. Was? Passepartout hat an jeden einen Brief zukommen lassen. Woher sollte er denn wissen, wo wir anzuschreiben sind? Ich bin halt sehr aufmerksam und das habt ihr mir alle mitgeteilt vorher. Das weißt du doch. Ja, ja. Genau. Das haben wir dir mitgeteilt, aber nicht Monsieur Passepartout. Ja, deswegen kam doch Monsieur Passepartout überhaupt auf mich zu, weil ich das genau wusste. Deswegen. Mhm. Ja. Achso, also gibst also zu, dass du einfach unsere Adresse rausgegeben hast? Nein, nein, deswegen kam er ja zu mir und ich habe es einfach weitergereicht. Ich wollte sie nicht rausgeben. Ich habe extra gesagt, nee, kann ich nicht rausgeben. Mache ich nicht. Obwohl, Buddy hat mich gefragt. Buddy wollte die Adressen eigentlich haben, ne? Glaube ich. Was? Ja, ich glaube, ich kann mich irren. Ich kann mich irren, aber ich glaube, ich meine... Okay, fein, das heißt, du gibst zu, dass du aber dann auf den Wunsch eines zivilitätigen Typens... einfach nur Briefe verteilt habe. Genau das habe ich getan. Aber du genau wusstest, dass du irgendwas nicht koscher ist. Okay, fein, ja, ich merke das schon. So, okay, mal gucken, was Blue Steel hier noch so schreibt. Ey, wer doch also, lustig, ja, so. Wenn eine Person aus der Zuschauerschaft berechtigt wird, die Insel voll zu begehen, mit der Aufgabe, alle zu sabotieren, ohne aufzufliegen. Nein, und die Aufgabe. Nein, du darfst nicht über die Insel laufen. Und alle sabotieren. Dann töte ich einfach jeden, der nicht gesammelt haben, dabei ist von Anfang an. Das ist doch offensichtlich. Also, ich sehe dich, du stirbst. Ich hab noch das Bandur. Hi. Schön, die hast du dich erschreckt. Ja, komm rein, bitte sehr. Komm rein, tritt ein. Verstoß gegen die DSGVO, genau. Komm rein. So, darf ich dir eine Backkartoffel anbieten? Oder zwei vielleicht? Hm? Nach der langen Reise, tritt ein und... Hallo Marshmallow. Feuer? Gut, auf die Frage, ob jemand Quarz sammelt, kann er geantworten. Hier steht der Marshmallow. Ich fühle mich verarscht. Ja, hau rein, ess. Ess dich satt. Shirley, ess dich satt. Ansonsten hier um die Ecke ist ein ganzer Stand mit leckeren... Kartoffeln. Die kannst du alle essen. Dann sammle ich mir halt ein bisschen davon. Zuckerrohr? Ja, das habe ich. Komm mal. Oh. Ein paar Korötchen. So, dann komm mal mit. Komm mal runter in den Keller, ne? Das hat doch von mir geklaut, das Zuckerrohr. Komm mal mit runter in den Keller, Shirley. Glaubst du? Oh ja. So, geh mal vor. Geh mal vor, Shirley. Da unten in den Keller, da ist Zuckerrohr. Da ist Zucker. Shirley, ne? Folg ihm nicht. Willst du Zucker? Nicht, da ist irgendeine Shirley. Keller. Ich hab's vorhin schon ausprobiert. Den Zucker? Charlie? Hä? Hä? Aber Freieck, was hast du da eigentlich unsichtbar gemacht? Warum ist Charlie eigentlich nicht mehr im Discord? So, hier ist Zuckerrohr drin. Ich habe leider nur. 12, Moment. Also Freieck, was hast du da gemacht, dass man da Damage kriegt, ne? Wenn man da nach unten geht? So. Auf gute Nachbarschaft, Charlie! Ja. Hau rein! So, was habt ihr gesagt? Ich hab viel Spaß, Detlef. Schönen Abend noch. Was du da für eine Mechanik eingebaut hast, dass man da Schaden kriegt, wenn man durchgeht. Wenn man durch die Tür geht? Bei Nein, mir? Wenn man in den Keller runtergeht. Achso, das war vorher. Da war hier so ein Kugelfisch drin. Unter der Treppe. Das habe ich nicht eingebaut. Das war irgendein kleiner Prank. Und das klappt echt geil, oder? Einfach Kugelfisch unter die Treppe und jedes Mal, wenn du runtergehst, dann kriegst du immens viel Schaden. Mit Vergiftung und allem. Kugelfisch unter die Treppe? Ja, voll geil. Richtig gut, ja. Wie macht man einen Kugelfisch überhaupt irgendwo hin? Rahmen oder was? Der ist hier im Eimer. Du kannst Kugelfische ja im Eimer fangen. Und dann gehst du mit dem Eimer Kugelfisch, gehst du dann hier hin, klopfst die Treppe auf, machst eine kleine Kuhle drunter, Wasser rein, Kugelfisch rein, Treppe wieder drauf und jeder, der drüber geht, kriegt Schaden. Hammer. So. Das ist echt cool. Marshmallow, wie viel Quarz hast du denn schon? Erzähl mal. So. Was wird denn überhaupt? Ist mal Marshmallow Nararohr? Du bist so ein blöder Penner, weißt du das? Was?
Weißt du, da möchte ich einmal freundlich sein. Einmal möchte ich mit einem Zombie rumfahren und der Zombie der blöde Sack. Kann mich mal einer aufklären, war jetzt Nararor der Marshmallow? Ja. Ja. Okay, das heißt, er hört uns. Ja, ja. Was hast du denn bis jetzt, Marshmallow? Erzähl mal. Das ist wahrscheinlich für den Turm. Oh, das sieht gut aus. Das hat nicht gereicht. Man mag selten für den Twitch Things. Ich weiß nicht, mal gucken. Nach dem Projekt hier wahrscheinlich. Nice. Ja. Sag mal, Freik, möchtest du auch beim Halloween-Stream dabei sein? Ich plane das ein bisschen schon mal vor. 12 Stacks quasi. Oh, das ist ja... Das, mal gucken. Weiß ich. Wie viel willst du denn streamen? Ist das irgendwas mit einer besonderen Länge, oder? Naja, du kannst nur einen Teil dabei sein. Ich würde einen 24-Stunden-Stream draus machen. So. Ja, das ist heftig. Aber ein Teil? Meines 200. Ja, ein Teil bin ich gerne dabei, klar. Gerne. Schere, wie sieht's bei dir aus? Was? Können wir was Schönes spielen. Ich würde zu Halloween einen 24-Stream machen. Und würde ich fragen, ob du da einen Teil dabei sein möchtest. Also an sich wäre gerne ein Teil dabei. Muss halt gucken, welchen Tag das fällt und ob ich da zu Hause bin und ob ich dann hier arbeiten muss, ne? Kann ich halt erst dann sagen. Sitara, das mit dem 24-Stunden-Stream, das wird für Halloween geplant. Und für den 1.11. wird noch was anderes geplant. Da überlege ich mir auch noch was. Also ich selber kann noch ganze 18 Quarzblöcke dazu steuern. Die haben wir zu Hause noch. Wow. Ich habe meinen eigenen Dschungel hier. So, okay. Hier sieht man übrigens, wie viel ich geangelt habe in meiner Kiste, ne? Das ist ein bisschen was, ne? Oh Mann. Und einige davon habe ich auch schon gegessen, weil die so lecker sind. Oh, Sonne geht unter, Sonne geht auf. Mond geht unter, Sonne geht auf, wollte ich sagen. So, schnell, mal gucken, vielleicht kriegen wir es noch mit. Ja, ja, pst. Sonnenaufgang. Lass uns den Sonnenaufgang genießen, Leute. Lauf. Oh Gott, ja, schnell. Oh Mann. Ich verpasse es. Nein. Oh, da hinten ist es. Oh. Warst du denn, dass du den Sonnenaufgang verpasst hättest? Wie so eine Insel. Ja, ich bin leider auf der anderen Seite. Oder, ja doch, so ziemlich auf der anderen Seite. Oha. Der Insel, deswegen sehe ich ihn nicht. Ich muss dann hier erstmal ein bisschen laufen, da ist es. Ich habe den Vorteil, ich glaube, von unserer kleinen Insel, da kann ich beides gut beobachten. Oh, ist das schön. Ja, ja, deswegen, die Inseln sind toll. Ist wirklich toll. Aber ich möchte mal aufmerksam machen, dass Monsieur Passepartout vielleicht in den nächsten Wochen mal die kleineren Insel auch mal in den Augenschein nimmt für die Events. Nein! Falls ihr das denn hört. Ja doch. Was für eine kleinere Insel. Kann meinetwegen Insel 3 in Anschein nehmen. Insel 2 lässt er bitte in Ruhe. Ja, genau, Insel 1. Nein, Insel 3. Das haben wir immer gesagt. Ich hab doch gesagt, das ist Insel 1. Das hab ich so, nein, die habe ich so getauft. Ja, du, hallo, du hast Gehalt zu melden. Steht auf dem Zettel steht drauf, welche Insel das ist, ne? Weißt du, ich hab Blutermann hinten. Wie geil das aussieht hier bei Shirley. Guckt euch das mal an. Alter. Wie nice. Wie scheiße die Straße einfach hier aussieht, weil hier nichts ist. Nein, Marshmallow, nein! Das sieht so cool aus. Und es funktioniert, ne? Gut, hier nicht. Da kommt man durch. Finger weg von unserer Insel. Das liegt daran, dass ich den Skin vom Geist aus DVD habe. Deswegen. Und mit 1.14 kann ich den Geist richtig auslösen. Da gibt es eine Glocke. Alter. Oh, habt ihr schon mitbekommen? Der Server wird gerade auf die 1.14 umgestellt. Es kann also sein, dass wir nächste Woche vielleicht 1.14 spielen, ja, hier auf der Insel. Super, Shirley, das sieht richtig gut aus hier. Das vielleicht in diesem Satz wird so groß geschrieben, dass es auf zwei Seiten von meinem Buch passt. Ich wurde gefragt, wann wir streamen und dementsprechend wollte Sandu das Update einplanen. Deswegen, also ich schätze, dieses Wochenende ist er schon fleißig dran. Mal gucken. Also ich kann nichts versprechen, aber es wäre schon cool. Und wenn wir dann hier auf der Insel noch Lagerfeuer haben und richtige Laternen und sowas. Und wir die Questen mal hinter uns gebracht haben, weil die Insel, das läuft ja hier weiter, das, ne, nicht die, die Questen und die Challenges, aber man kann natürlich weiterspielen und das wird geöffnet auch für den Rest. Ich find's unfair, ich kann's nicht sehen. Was kannst du nicht sehen? Ich wurde hier gerade ein Bild reingeschickt, von wegen Marshmallows voll am Farmen oder ein Instagram-Bild. Das Problem ist nur, ich habe kein Instagram, muss ich da anmelden, um das sehen zu können. Ja, ich habe auch kein Instagram und... Seit wann muss man sich da anmelden, um ein Instagram-Bild zu sehen? War das nicht so irgendwie?
Aber wenn ich jetzt drauf drücke, dann kommt bei mir einfach nur die Seite, wo man sich anmelden muss. Probier das mal aus. Habe ich gerade ausprobiert. Mal gucken bei Tirem. Dann hat kein Bild für Shiro. Nein, geht eigentlich also, ohne, schreibt sie Tara. Man kann, ohne Anmeldung kann man sich da wohl die Bilder anschauen. Ja, aber ich habe ja gerade drauf geklickt, ich kann es nicht das sehen. Ist übrigens ein Video und was habt ihr denn bitte für alte Bildschirme? Wieso alte Bildschirme? Also der Bildschirm, der ist bestimmt nicht das Problem dabei, ne? Nein, aber es sieht ziemlich alt aus bei den beiden, dass sie so, keine Ahnung, wie einer der ersten Bildschirme aus uns gegeben hat. Hallo Marshmallow, was? Doch schön bei Tirem, so schön. Und das hier gerade? So nice. Ah, okay, Quarzblöcke und Prismarien-Dinger, okay. Und was ist das hier für ein Holzgebilde? Oder war das schon hier? Bin verwirrt. Oder ist das der Turm? Mal gucken. Ich so, na. Bei der 1.14 kann man dann auch kriechen, das wird echt witzig. Okay. Wie viel die Entwickler kriechen mittlerweile für den Mods hernehmen, ne? Und das habe ich wegen Auffälligkeit gebaut. Ah, okay. Und es gibt ganz viele neue Blöcke, die man nutzen kann. Ja. Die klauen sich echt viele von den Mods, ne? Also von diesen, dass manche Tiere sind zugekommen, weil es in den Mods schon drin war. Es ist nicht geklaut, es ist eher mehr übernommen. Ja, aber die Mods haben die sich ja nicht selber entwickelt, also es ist schon geklaut. Naja, sie haben die Mods benutzt und sie haben sie verändert. Da freut mich Sitara. Bin ich mal gespannt. Sie haben sie umgeändert. Und die 1.14 hat von der Grafik her ein wesentlich besseres Aussehen. Die Blätter sehen besser aus und das Holz sieht besser aus und der Boden und eigentlich alles. Und die Villager. Ja, die Villager, mein Gott. Übrigens, irgendjemand sollte dann mal sagen, wo genau hier der Turm hin soll, ne? Einfach nur im Buchfeld ist ja... Diese Gewalt, immer diese Gewalt. Wollt ihr nochmal gucken. Wollt mal Hallo sagen, Lady. Wer ist denn da? Du passt farblich zu dem Haus. Hallo, Buddy. Ja, Moment, ich gucke selbst mal. Nee. Tatsächlich. Ach, guck an. Sogar die Schuhe, ne? Nice. Oh ja. Ein Model. Ich find's hier nicht mehr verkehrt. Dun, 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 dun. Ich überleg gerade, wo ich das Schwert am besten hinlege. Und ich passe farblich, hab mich angezogen, wie das Haus. Ich weiß nicht, ja. So, was passiert aber, Leute? Schöne Schuhe. Rauszoomen kann man leider nicht. Ich will mir den Kopf heute auch ausklinken. dun, dun, dun. Oh. Okay. Den Turm, keine Ahnung. Ihr könnt ja heute zumindest schon mal den Grundstein legen, dass man weiß, wo der hingebaut werden soll. Wir dürfen keine Bedrocks platzieren. Hä? Den Grundstein vom Bau... Ach, das ist dumm. Autsch! Nein. Man muss sprinten hier? Dumm. Doch, es ist dumm. Nein, es ist dumm. Doch, weil du verstehst, was ich meine schon. Ich weiß, was du meinst. Wie krass. Ich bin wahrscheinlich... Je nachdem, wie man ihr heute baut, je nachdem, wie wann ich morgen früh wach werde, werde ich vielleicht ein bisschen Langeweile haben und dann am Turm bauen. Ich meine, wir haben ja eine genaue Vorlage. Ich verstecke schon mal mein Zeug. Durch die Toilette, Lady? Huch. Nur dementsprechend sollte dann halt da irgendwo schon mal der Grundstein gesetzt sein. Also ich weiß, da muss der Turm auf jeden Fall hin. Wenn ich das hier irgendwo aufbaue, dann heißt es, wir wollten ihn aber 10 Blöcke weiter links und dann müsste der ganze Turm neu gebaut werden. Oh. Ich glaube, Feier hat mir gar nicht zugehört. Kann das sein? Ich habe nicht zugehört. Nein, ich habe überhaupt nicht zugehört. Ich bin hier gerade am Rumspielen. Okay. Ich habe gesagt, sie kommt morgen online und guckt doch mal, wo der Turm gebaut wird und dann wird sie vielleicht ein bisschen weiter. Okay. Aber nur, wenn der Grundstein schon steht. So ich weiß, wo er hin muss. Aber das klappt aber nicht immer mit dem Ding hier. Aber krass. Cool. Okay, ich glaube, den kriegen wir heute nicht mehr dazu, dass er uns zuhört. Doch, den Grundstein, wenn der steht, dann wirst du morgen online gehen und wirst weiterbauen, aber das habe ich schon verstanden. Genau. Ja. Du musst bei Freiger langsam sprechen, versteht das? Ach stimmt, ja, ich habe es vergessen. Richtig. Und immer ankündigen. So, Freier, wir sprechen jetzt mit dir. Okay. Ja. Also, Freier, also. Hörst du mir zu? Nein. Okay, dann nicht. immer noch. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht, ja? Wir hören uns. Ja, genau. Gute Nacht, Shiro. Nacht. Na. Ich hab der Shiro gute Nacht gewünscht. Gute Nacht. Ich verstehe kein Badisch. So. Gibt's so ein. Oh. Das verstehst du. Nee, hab ich nicht verstanden. Es gibt so ein nettes Video von mir und meinem Bruder als Kinder, wie unser Vater sagt herzlichen Glückwunsch, Mama, und wir beide so, herzlichen Glückwunsch, Mama, und so habe ich mich gerade gefühlt. Ach, wie in dem schönen Video.
nostalgisch. So, oh Mann, okay, okay. So, ihr seid mit der Wiese schon dran? Habt ihr schon den Grundstein gebaut? Oder irgendjemand? Da steht so ein Ding mit einer Kiste und zwei Laternen drauf. Da wird erstmal Material gesammelt. Ah, okay, na gut. Was brauchen wir denn noch an Material? Irgendwas speziell, was noch gar nicht so oft so viel da ist? Oder brauchen wir noch alles? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Paul war vorhin Quarzfarm. Quarz. Aber ich glaube, davon brauchen wir ja recht viel. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Wenn ich Quarzfarm gehe, dann werde ich den ganzen Stuff von mir mal weglegen. Weil dann muss ich über Lava springen. Und das ist so eine Sache. Hab ich den irgendwo in der... Wortest du hier einfach nach Hause? Home Bed? Duh. Ja, in der Schnelligkeit. Aber ich muss den Kram ja nicht mitnehmen. Also ich lasse ihn ruhig hier. Wieso? Dann... T, Pfeil rauf, Enter, Werte. Das sind drei Tasten, die kriegst du schnell hin. Vor allem du als Informatiker, du kriegst es noch schneller hin. So, jetzt ist vorgesetzt, ja. Oh. Ups. Das... Ich wollte jetzt ein Homebad machen. Das ist ja so schnell. Ja, genau, das ist das Ding. Und zack, weißt du, jetzt eine Lava und verbrannt. Ja, aber packe ich meinen Kram noch rein? Hier. Ach komm. Schwert brauche ich nicht. Ich nehme nur eine Axt mit. Nee, ich nehme keine Axt mit. Kann ich mehr tragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein bisschen Bratkartoffeln. So, gut. Und jetzt gehen wir Krams holen. Ah. Ich freue mich schon drauf, wenn die Person dann mal online kommt und dann feststellt, die Kristalle, die Artefakte, sie sind weg. Und die Challenge ist bestanden. Oh mein Gott. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ist hier? Ah, hier vorne. Aber das mit dem Pufferfisch ist echt gemein. Das ist super gemein, bis ich das herausgefunden habe. Aber wozu hast du diesen, Cobblestone immer noch da stehen gehabt? Was bringt das? Gar nichts, das ist einfach nur ein Kunstobjekt. Was ist ein Fake-Pisten. Und den fand ich so schön, weil ich mir gedacht, komm, ein bisschen Kunst stehen lassen. Kann nicht schaden, okay. Ne? Mhm. Laufe ich eigentlich gerade richtig? Zur Hölle muss ich da vorne hoch. Ich gehe aber nochmal ganz schnell mal gucken auf der Wiese, was da schon steht. Ich bin gerade voll am Links vorbeigelaufen, voll am Turm vorbeigelaufen. Voll am Turm vorbeigelaufen. So, da vorne steht schon was. Oh, das wird bestimmt super aussehen, dieser Turm. Wer liegt denn hier? Ach, hier steht. Marshmallow, das sah so aus, als würde er liegen. Na schauen. Okay. Können wir von hier gucken? Ja, nice, nice. Hey, Alter. Okay, also wir haben schon so ein bisschen Block auf Quarz, ein bisschen Prismarin. Wir könnten Prismarin noch gebrauchen, aber ich kann jetzt mir keinen Unterwasseratemtrank holen. Ich habe nämlich kein Gold mit. Also ich gehe jetzt Quarz holen. Oh, du bist ein Buddy, Buddy, Buddy. Kannst du Prismarin holen? Das ist wesentlich einfacher. Nee, ich habe keinen Unterwasseratem gerade. Ich habe kein Gold dabei und nichts, deswegen ich müsste erst Gold holen gehen und wieder zurück und jetzt gehe ich gerade einfach ein bisschen Quarz holen. Wenn du den Buddy lieb fragst, kann er dir vielleicht so ein paar Tränke behauen. Na, hol du doch einfach Prismarin, ich gehe Quarz holen. Wir brauchen Quarz sowieso noch in rauen Mengen. Also das, was da drin ist, reicht ja gerade mal für den Boden. Ne? Ich muss oben diesen brutalen Sprung wagen. Ach ja, ich möchte gerade nur anmerken, ne? Im Discord steht ja, dass das ja Freier gepostet hat, dass diesen Turm. Du? Ach komm schon. Also ist Freier, Mr. Passepartout, jetzt haben wir die offizielle. Nee, ich hab's einfach nur repostet, das ist wie ein Retreat. Klar. Ja. Ich wusste nicht, dass Monsieur Passepartout auf Twitter aktiv ist. Wieso Twitter? Das war Discord. Voll die. Ja, ist okay, aber. Monsieur Passepartout ist bestimmt voll der Social Media auf oder Influencer. Ja. Eigentlich heißt der Rezo und bringt eigentlich ganz andere Videos. Wow. Aber jetzt ist er halt. Beschmutze den Namen des Schlumpfhaares nicht, ja? Beschnutze. Genau, beschmutze. Nein, ich werde ihn beschnutzen. Denn Rezo ist definitiv nicht so ein Arsch wie Monsieur Passepartout. Das kann höchstens Tanzverbot sein.
Namen, Dr. Monkey. Namen. Das sieht man dann, wenn irgendwo steht Doppelmittelfinger oder so. Birdie und Rezo, sitting on the tree. K-I-S-S-I-N-G. Ach, ich hasse diesen Sprung, ne? Also, ich kann noch mal Lightning Freigang geben, 10.000 Mal. Aufhören zu brennen, aufhören zu brennen, aufhören zu brennen. Aufhören zu brennen. Mit dem Arsch bin ich ganz leicht, habe ich ganz leicht die Lava touchiert. Hey, frage ich, kann nicht sogar anzünden. Okay, auf dem Rückweg muss ich es aber besser machen. Alter. Und das wäre jetzt gemein, wenn ich jetzt einfach so Slash Burn eingebe bei Freyag. Ja, genau. Wenn wir unheilige Befehle verwenden würden. Genau, das wäre gemein. Das Gute ist, wenn ich sterbe, geht das Schwert mit mir mit. Ja, ich habe alles abgelegt. Also ist nicht schlimm. Wenn ich jetzt hier verbrannt wäre, wäre auch nicht schlimm gewesen. Nur für den Weg ein bisschen unpraktisch. Na, komm. So. Von mir gibt's morgen wieder Twitch Sings. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Okay. Was singst du denn Schönes? Keine Ahnung. Das stellt sich dann später, das stellt sich dann heraus. Vielleicht improvisiere ich einfach wieder. Minecraft. 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 Dun, dun, dun. Hello Minecraft, my old friend. I've come to talk with you again. Ah. Ich freue mich auch wieder auf Force of Nature. So irgendwie vermisse ich das ein bisschen. Was für ein Spiel? Force of Nature. Achso, das komische Minecraft. Das komische Minecraft? Dieses kommunistische Spiel, weil alle sterben und alle leben und es ist so ein putziges Spielchen. Es nervt zwar an gewissen Stellen, aber irgendwie ist es auch sehr süß und putzig. Ja, vielleicht messen die das. Komm, vielleicht stelle ich mir mal so, dass man vielleicht noch ein bisschen was sehen kann, aber man kann gar nichts sehen. Hab ich irgendwas gehört? Ja, das will ich nicht. Shout, shout, devil. Na, so. Oh, Mann. Hi, Buddy. Well, weißt du, dass ich das bin? Das bist immer du und man hat es an der Länge des Namentext gesehen und du läufst immer so auf eine gewisse Art und Weise. Lady wäre zum Beispiel eher geduckt gekommen, wäre immer wieder ein bisschen geduckt angepirscht. Du bist jemand, der springt im hohen Bogen, sehr, sehr lebensbejahend. Oh, hast du da einen anderen Weg gefunden? Na, komm schon. Geh weg. Lady weiß sich halt zu benehmen. Ja? Und deswegen machst du Straßengraffitis? Deswegen dieser Vandalismus. Wunderschöne Graffitis. Wunderschön. LAD4, also LED 4. Ach so, mal gucken. Die Ausbeute bisher. Aber frei, eine ganz bestimmte Sache hat mir noch bis jetzt gefehlt. Ja. Die eine Sache. Die eine Sache. Die niemand gespoilert werden soll. Aha. Das wird sich noch alles auflösen, Paddy. Hm? Ich habe die Schule zu Ende gemacht. Ich habe meine Schule beendet. Na? Dun, 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 dun. Da kommt noch ganz viel Story.
dürft euch noch freuen. Yay. Ja, das hat alles einen Sinn. All das hier, was wir hier machen, das hat alles einen großen Sinn im Universum. Im Minecraft-Universum. Ich warte immer noch auf die eine gewisse Stelle und so. Ja, das ist dein gutes Recht. Hey. Ach. Gut, der Vorteil hier zum Bäume farmen ist, hier kann man einfach so gedrückt halten und die Cooldown-Zeit ist nicht so lang, deswegen geht das so. Dann geht's. Es war auch noch langweilig und ich werde es auch begrenzen, jetzt das Farmen hier. Boah, ich glaube, ich packe mal kurz den Schäder rein. Aber zumindest mal einen Stack will ich rausholen, ne? Einen Stack hole ich, dann habe ich das heute wenigstens erledigt, habe ich einen kleinen Beitrag geleistet. Monsieur Passepartout ist Gott und wir befinden uns im Limbo. Je nachdem, wie wir uns hier verhalten, werden wir in den Himmel oder in die Hölle geschickt. Okay? Im Limbo? Heißt das nicht irgendwie anders? Heißt das Limbo? Im Limbo? Limbus, genau, so heißt es ja. Alles eins erkennen. Ja, wer weiß, kann gut sein, ne? Das kann alles sein. Vielleicht wachen wir plötzlich auf und das ist alles nur ein böser Traum hier. Dieser schlechte Urlaub. Who knows? Ach, mach doch die Taschen voll. Hiermit voll machen? Bist narrisch? Da guck mal hier, das dauert ja Ewigkeiten, ne? Ne, ja, hier ist nichts drin. Oh Gott. Was? Das hier ist ein schlechter Isekai. Das war das Online, das ist ein schlechter Isekai. Das kann ich nur gut sagen, das ist so. Ah, so ein Stack müssten wir jetzt mittlerweile haben, ne? Also mit 200 ja. Online hat es genauso wie, bisschen mehr. Wie Dragon Ball GT und so weiter dann verschärft. Also das ist... Ich farme den lieben langen Tag. Ich farme, weil ich farmen so mag. Ah, ich farme das Quarz. Ah. Ich das ist, okay, ich glaube, so langsam haben wir genug Quarz. Na, verdammt, zu wenig. Ist zu wenig. Ah, das sind noch 5. So, jetzt geht's. Ich geh jetzt nochmal hoch auf den Berg und dann mache ich ein Foto. 19. Das ist doch. Ach komm, ein bisschen noch. Bisschen noch. Man guckt euch das mal an. Hier in meinem Stream, ich habe gerade Schäder an. Ich habe gerade den Blick auf das Hotel. Und wenn Freike es mir gestattet, ich kurz mal Nacht machen, damit man hier einen besseren Ausblick auf das Hotel hat. Was? Du kannst Nacht machen? Bist du Monsieur Passepartout? Ja. Nein. Ja, hat das jemand geklippt? Na, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Das heißt, ab sofort. Wenn ich Monsieur Passepartout bin, darf ich jetzt auch alles machen, oder? Du bist es ja eh. Also, du warst es auch schon vorher. Ja, okay. Naja, wahrscheinlich. Jetzt habe ich hier den Freibrief, jetzt darf ich alles machen. Wahrscheinlich. Dann müssen wir Buddy Passepartout müssen wir dann killen. Aber wenn ihr die Wochenaufgabe bestehen wollt. Ah, ja gut, wir müssen nur deine Schätze finden, ne? Da wo deine Belohnungen so herkommen. Buddies Partout. Guter Chipname. Hm. Da bin ich Partout. Fuck. Was ist los? Nichts, alles gut. Was hast du kaputt gemacht? Nein, alles gut. Buddy. Nein, alles gut. Holt das Zeichentablett hervor. Okay, ja, das würde ich jetzt gerne sehen. Ja, okay, mach ein Bild, Lady, das will ich ja sehen. Wenn Lady zeichnet, das ist immer ein Highlight, sieht immer gut aus. Ja, das Profilbild und mein Titelbild sind alles von Lady gezeichnet. Ja, auch. Hasse auf und vom Summertime das Logo ist auch von ihr gezeichnet. Ja, alles von Lady. Supergeil. Großartig. So, ich mache jetzt mal kurz ein paar
Bilder. Dafür bin ich jetzt. So. Da muss man alles laden. Zwei Stacks. Zumindest mal zwei Stacks. Ich wollte eigentlich nur einen holen. Jetzt hole ich aber zwei. Weil zwei ist besser als einer. So. Und dann komme ich nicht so ganz schäbig rüber, wenn ich hier mit einem Stack da ankomme. Ja, mehr Komplimente, meine Kraft. Gosh, sie steigt. Oh Gott. Mit Super Lady. Ach, 26, 27, das ist ja nicht zu fassen. Was für eine Kraft? Deine Zeichenkraft? Ja. Ich warte immer noch darauf, dass. Ja, bei Shiro gab es eine Zeichnerin und ich warte immer noch darauf, dass da Dings rauskommt, dass hier mal Ströske und Buddy Ströbert rauskommt. Weil das mir irgendjemand gesagt hat. So, das muss auch nochmal geladen werden und jetzt springe ich zum Berg. Kommst du? So, ist das spannend. Mal gucken, was haben wir noch so. Hm? Auf den Berg. Also zwei, drei hiervon kann ich auch mitnehmen. Nur zwei, drei. Für den Privatgebrauch. So. Also ich kann jetzt entweder warten oder ich mache jetzt auch meinen Nachtgang hier bei Nacht. Ja, ist. Naja, komm. Oh, so, mal gucken, wie viel ist es jetzt? Bei weitem nicht genug. Okay, einmal so speichern. Ich finde das Logo einfach klasse, schreibt Setara. Beneide Menschen, die künstlerisch was auf dem Kasten haben. Wenn ich zeichne, dann sieht es aus wie von einem Kindergartenkind gezeichnet. Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe es auch schon mal versucht mit dem Zeichnen, aber da fehlt mir ganz klar die Begabung. Was ich ein bisschen kann, ist mit Photoshop. Das geht dann noch, aber von Hand zeichnen ist nicht meins. Kriege ich nicht hin. Ich hatte auch mit meinem Avatar große Probleme, die Augen korrekt hinzubekommen. Von dem Freihack-Avatar. Das ist. Ich hatte immer. Er hat immer so panisch und so komisch geguckt. So richtig psycho. Und die Variante, die ihr alle so kennt, das ist dann die vierte oder fünfte. Ich könnte irgendwann mal. So eine der allerersten Varianten könnte ich mal veröffentlichen auch von der Webseite. Die ja bald in der Alpha-Version mal rauskommt. Ja, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Oh Mann. Es gibt von Webseiten Alpha-Versionen? Naja, das ist eine Software, ja, die ich programmiere. Meine Webseite ist eine Software. Das ist ein fettes Programm. Mit allem drum und dran, mit Datenbanken und mit Connection zu meinem Bot, den ich programmiere. Und ich habe dann hier einen Server lokal laufen, den Bot-Server. Und halt den Webspace im Internet, wo die Datenbank liegt und so weiter. Mit API, die ich programmiert habe und Web-Services. Okay. Die auch von anderen genutzt werden können, Buddy. Du könntest dann irgendwann meinen Countdown benutzen, zum Beispiel. Ich könnte was? Meinen Countdown benutzen, den ich am Anfang meines Streams bringe, wo so ein Zähler runterzählt. Das habe ich jetzt. Wann bist du fertig damit? Im Grunde ist es schon fertig. Und ich bringe jetzt nächste Woche die Alpha raus und dann kann man sich dort anmelden und dann kannst du den Service nutzen. Dann schalte ich für dich frei. Dann kriegst du einen Service Key und dann musst du einfach nur so einen Link nehmen und den musst du bei dir in der Streaming-Software einbetten und dann hast du einen Countdown. Und über den Link kannst du genau einstellen, wie lange der Countdown gehen soll, bis zu welchem Datum und Uhrzeit und so herunterzählen soll. Ja. Finde ich gut. Ne? Ein super Ding. Die Web-Services sind auch ohne Einschränkung. Kannst du komplett nutzen. Ohne Einschränkung. Ich habe halt noch die API. Mit der API kannst du auf die Tollies zugreifen und kannst deine eigenen Tollies ablesen oder auch Tollies von anderen, wie viel die haben. Die API gibt auch einen Zugang, aber der ist dann begrenzt auf gewisse Zugriffe. Den kannst du nicht endlos benutzen, sondern nur so und so oft mal im Monat oder am Tag oder so. Damit mein Webserver da nicht so überfordert ist. Aber daran arbeite ich gerade. Und dann könnte man vielleicht sogar so machen, jetzt mal ganz weit in die Zukunft gesponnen, Buddy, dass man zum Beispiel jetzt unter uns irgendwann sagen würde, okay, wir alle benutzen jetzt Tollies. Es gibt also nur noch eine Währung, diese Tollies, ja, und die ist dann bei allen gleich. Sowas fände ich cool. Und meinst du, dass denn jeder Tollies hat? Ja, angenommen, wir würden jetzt alle denselben Bot benutzen, meinen Bot, und wir hätten alle Tollies. Und dann könnten die Zuschauer, in jedem Stream könnten sie Tollies sammeln und die bei mir einsetzen oder bei dir. Ach so, gemeinsam Tollies quasi. Also, dass meine Flex heißen dann immer noch Flex, aber sind dann halt quasi bei dir, sind es dann Tollies und so weiter. Also quasi eine komplette Währung nur mit anderen Namen.
Community. Also mit dem anderen Namen hatte ich jetzt so noch nicht geplant, aber das wäre theoretisch natürlich möglich, klar. Also ich, das ist ganz weit nur so rein theoretisch, ne? Aber klar, man könnte auch die Dinger dann anders benennen, klar. Dass wir dann Hauptsache eine gemeinsame Währung, na, vielleicht sogar mit Umrechnungsfaktor, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart, oder? Weil du müsstest dann schon auf die Tolli-Währung umsteigen, ja, und die halt umbenennen, aber das würde ja trotzdem zum Beispiel bedeuten, einfach deine Plex dann halbieren oder sowas, also ein Umrechnungsfaktor. Aber das ist erstmal für die Zukunft geplant. Jetzt erstmal nichts Aktuelles. Ist ja erstmal die Alpha-Version. Deswegen ist die Webseite in der Alpha, weil da vieles noch in der Planung steckt, aber noch nicht so wirklich. Es gibt keinen weiteren Weg nach oben, oder? Der Vulkan ist quasi die höchste Ebene, die man erreichen kann. Ja, der Vulkan ist das Höchste, was es hier auf der Insel gibt, ja. Aber ob es das Höchste ist, was man erreichen kann, also man könnte sich noch hochbauen, glaube ich. Das weiß ich aber nicht genau. Nee, geht nicht. Nein. Oh, schauen. Okay. Ja, das... Nein, ich wollte jetzt eigentlich hier mal kurz ganz, ganz, ganz hoch springen. Also noch weiter hoch, als es eigentlich möglich ist. Und wollte dann mal ein paar Fotos schießen, weil ich habe gerade den Shader am Laufen, renne gerade mit dem Shader rum. Und ich muss ehrlich sagen, das hier sieht immer richtig, also... Von oben gesehen sieht es hier ziemlich geil aus. Ja, also die Welt, die Insel ist sowieso ein unglaublich schöner Ort geworden. Also das hätte ich nicht gedacht. Als wir die hier aufgeschüttet haben, Buddy, die ersten Züge, du weißt es. Buddy war ja mit am Start. Und hier war gar nichts, außer einfach nur Wasser. Ja, hier war nichts. Und die ersten Züge, da hätte man nicht erahnen können, dass es irgendwann mal wirklich so gut aussieht. Ja, da lädt es gerade nicht, aber hier da vorne. Wie schön das jetzt im Endeffekt geworden ist. Ja, also ihr könnt jetzt mal kurz bei mir im Stream gucken. Ausrufezeichen Buddy bei Freier im Chat. Ja. Da seht ihr dann auch meine Sicht der Dinge. So, Wiese, da wollte ich hin. Blöde Mauer, du kannst mich mal. Also, ich bringe Kram. Marshmallow-Kram. Ich warte darauf, dass das Fenster wird. Autsch. Oh, hier muss man aufpassen. Oh Gott. Oh. Aber ich muss sagen, ein bisschen bei Wörter ist es ein bisschen gepfuscht worden bei manchen Stellen. So kommt es zumindest vor. Ja gut, wir sind auch nur Menschen. Also irgendwann muss man auch mal sagen, okay, die Sache ist jetzt mal gut. Nein, also ich als Wörter-Profi, das sage ich jetzt mal ganz frei raus, ne? Ich verlange Professionalität. In so einem Wo ist es denn nicht so perfekt gelaufen? Wo ist es denn nicht so gut? Hier zum Beispiel. Ja, ich sehe das ja nicht. So, wo ist das? Das ist ein bisschen so komisch. Also hier im Stream. Am Berg oder was? Ja. Den hast du doch gemacht. Nein, nicht. Ich habe, glaube ich, bis wie weit habe ich das gemacht? Ich glaube, bis zur Hälfte. Ja, und du meckerst jetzt eine obere Hälfte an oder die untere? Da bist wohin du gemacht hast. Die obere. Na, ja. Na gut, man muss ehrlich zugeben, hier vorne, wenn man sich das so manchmal anschaut, aber im Endeffekt, wenn man da nicht genau drauf achtet. Was? Aber da ist eine Menge Zeit reingeflossen in den Berg, auch den zu begradigen oder eben nicht begradigen. Ich glaube, diese Kanten da so zu glätten, das war echt ziemlich Aufwand. Huch. Weißt du, was der größte Aufwand war? Ich muss die ganze Zeit rund um den ganzen Kreis laufen, eine Sphäre einbauen, die Sphäre glätten, dann wieder dann alles auffüllen innen drin und das Ganze nochmal von vorne und von vorne. Oh, es wird gebaut. Ich hoffe, Marshmallow, welche, hast du die Originaldimensionen? Oder, Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Originaldimensionen. Finde ich auch besser. Ich als Profi. Die im Video. Weil man hätte es theoretisch auch kleiner machen können, aber ich finde die Größe hier, die ist schon sinnig, ne? Die ist schon sinnig. Und die Außenhaut, das ist im Video ja auch mit diesem Kobbel gemacht, ne? Oder mit dem, mit Steinziegeln. Das können wir ruhig auch so machen mit Steinziegeln. Also, das können wir uns dann sparen mit dem Quarz. Ne? Nur so als Info. Nicht, dass du denkst, es muss jetzt alles komplett nur aus Quarz sein. Auf Teufel komm raus. Sondern nur der Hauptteil muss aus Quarz sein. Der Hauptkörper des Gebäudes. Aber der untere Teil mit den Steinziegeln oder halt einfach Bruchstein. Das ist eigentlich egal. Okay, ne? Ich meine, da sparen wir ein bisschen Quarz mit. Ich meine, ich habe jetzt mal so 2,5 Stacks gefarmt. Alter Scholli, ne? Das ist ja eine Arbeit. Werde ich morgen noch ein bisschen, aber erst später. Ne? Aber sieht schön aus. Gefällt mir schon. Moment, ich helfe mal ein bisschen mit. War die left the game? Bist du rausgeflogen oder machst du Schluss? Nein, eigentlich gar nichts von beiden.
Hier wollte ich überhaupt nicht hin. Achso, bis zum Spawn. Ja, ich bin gerade im Krummel dann, deswegen. So. Hier gar nicht hin. Oh, so schöne Blümchen, ne? So schön. Die nehme ich mir nach Hause. Und so, Shiro wird morgen hier weitermachen, Marshmallow. Shiro ist morgen auf jeden Fall online und baut noch ein bisschen weiter. Ich weiß ja nicht, ob das Absicht war, cool. Da irgendjemand beim Event irgendwie rumfuscht. Ich habe nichts dabei außer Blumen. Boah, Alter, ich bin so friedlich, ne? So überzogen friedlich. So, ich gehe mal schnell nach Hause. Home bed. Ist das friedlich? Ja, ich meine, ich gehe nicht ein Schwert. Ich hatte nichts, keine Rüstung, kein Schwert, gar nichts, nur Blumen. So süß. Moment. Das ist ja wegen Freijack. Hm? Alles gut, wie geht's dir? Ja, ganz toll. Oh, ich hatte doch Schuhe an. Ich frage mich, ob es irgendwann mal so Ermordungsmissionen gibt, also zum Beispiel töte diesen und jeden Spieler. Das kann alles geben. Absolut alles. Nee, nein, hab ich nicht alles. Hab ich das reingetan? Habe ich das hier reingetan? Nee. Ja, beim Vorschamberg. Seht ihr uns genau. Und das nehme ich mit und das nehme ich mit. Das kommt. So, ich gehe mal rüber zum. Und runter. Vorrät aufgefüllt. Schön, schön. Sieht aus, was sagst du? Sieht das hier nicht besser als das normale Minecraft hier mit diesem Shader? Das nehme ich mit. Pass mal auf. Nehme ich mit. Hier. Das ist ekel. Okay, 9 Nametags. Ist noch eins drin? Was hast du mit den Nametags vor? Ich habe jetzt 10 Nametags. Ich weiß nicht. Ich werde die nachher verschenken wahrscheinlich. Wenn jemand ein Haustier hat oder so oder Fische und die benennen möchte, ich habe Nametags. Gib mir halt dein Geld. So, sehr schön. Und hier. Oh, nice. So, dann werden wir Lady mal ein bisschen überraschen und werden ihr auch was Schönes hier hinpacken. So, und. Oh, nice. Das sieht gut aus. Da wird sie sich freuen. Sie freut sich. Blümchen! Ja! Blümchen! Oh, die ist schön. Die ist besonders schön. Die packe ich, hier hin? Nein. Hier vorne in die Ecke. So, war ich schön, ne? Und. So. Ach komm, machen wir hier einfach. So. Okay. Und hier vorne vielleicht noch ein Blümchen. So, aber. Und die nehme ich noch mit. Und immer. Ja, nice. So, das ist im Inventar. Das habe ich auch. Das ist gut so. Ja, das gefällt mir. Und hier noch eins. Die mag ich am liebsten. Die Farbe gefällt mir so gut mit dem Blau. Schön. Oh, ist das jetzt nice hier. Oh Gott. Du musst ja natürlich übertreiben, so. Lady. Aber ich verziehe mich jetzt mal aus so von Summertime. Und gehe jetzt wieder mal rüber zum zu Face und dem Server. Und wünsche euch eine angenehme gute Nacht, Freijack und Chat. Alles klar. Have fun. Dann viel Spaß beim Fremd-Minecraften. Nee. Unglaublich. Alles klar. Obwohl. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. So, Müll ist drin. Okay. So. Buddy ist jetzt auf dem anderen Server. Jetzt wird's ruhig. Moment, wieso ist das wieder unten? Okay. Sieht auch nice aus, ne? Und oben den Block können wir auch noch kurz runtersetzen. Oh, hoch! Was geschieht denn hier immer? Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Ich glaube, es ist verflucht oder so. Hier wohnt ein Geist. Alles klar, Sepp. Bis denn. Ciao, ciao. Amixo. Oh, Buddy raided. Ich wusste gar nicht, dass Buddy den Stream ausmacht. Okay.
Moin Leute. Und schlaf gut, Sepp, oder viel Spaß bei irgendwas anderem noch. Ne? Hau rein. Los. Los, Tolly. Zeig das los. Wieso macht das nicht? Gibt's ja nicht, ne? Manchmal. Schon wieder. Ah, Sitara hat aufgelöst. Niete. Tja, einfach dranbleiben, ne? Gleich wird er wieder reagieren. Ich find's manchmal wirklich komisch. Das ist so, ja. Wird Zeit für den neuen Bot. Wird Zeit. Nein, nicht für den neuen Bot. Bleibt natürlich Tollybot, aber Tollybot braucht eine neue KI. Ne? Weil die KI hier mir irgendwie nicht gefällt. Das stimmt ihr mir zu. Tollys, ich versuch's nochmal. Was ist denn hier los? Mann! Alter Schwede. Keine Ahnung. Ich freue mich immer über Blumen, danke. Ja, Lady, bring ich dir gerne mal vorbei, ne? Ich habe ja auch von dir dieses wunderschöne Blümchen bekommen. Was diesen Raum hier unglaublich schmückt. Und auch dieses hier, was ich sehr mag. Und dir und Marshmallow. Schön. So, was mache ich denn jetzt eigentlich noch? Los, los, los. Weil die tritt Tollybot in den Hintern. Ja, ich weiß, das ist schlimm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und urplötzlich gleich kommt er wieder und funktioniert wieder. Ich habe echt keine Ahnung. Und es liegt auch nicht an Überlastung oder so. Ich schaue Streamlabs. OBS ist nicht überlastet. Gar nicht. Mein ganzer Rechner ist nicht überlastet. Ich verstehe es nicht. Das ist komisch. Oh Mann. Das Schöne daran ist, es ist Trollybot dadurch entstanden. Ne? Ich finde, Trollybot ist ein unglaublich toller Bot. Toller Charakter. Und Trollybot wird auch weiter bleiben, ne? Hoffentlich nicht in der Form, wie wir ihn jetzt so momentan kennen, mit diesem Super-Trollen im Chat. Aber vielleicht in anderer Form. Ja, ein gutes Trollen, ein guter Trollybot. Auf jeden Fall existiert er jetzt. Moment, ich zeig's noch mal. Für die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Da ist er, das ist Trollybot. Und den finde ich so klasse. Was habe ich jetzt gewonnen? Du hast an Erfahrung gewonnen, Buddy. An Erfahrung. Jetzt kannst du nochmal los eingeben. Ich glaube, jetzt ist Tollybot wach geworden. Oder hast du schon los? Oh, das nächste los kannst du erst. Achso, du darfst noch gar nicht. Oh, okay. Kommst du später nochmal wieder. Kommst du später nochmal wieder und schaust nochmal drauf. Und klickst nochmal los. Gib's nochmal los ein, mal klickst nochmal weiter. So. Ich merke auch langsam die Uhrzeit, ne? Ich merke sie. Was machen wir jetzt eigentlich noch? Wir könnten noch ein bisschen farmen. Wir könnten unter Wasser tauchen und farmen. Das machen wir, glaube ich. Aber noch nur ein kleines bisschen. Nicht so viel. Nur ein kleines bisschen. Ich habe hier Instant Health. Habe ich nicht noch einen Unterwasseratem? Ah, hier doch. Habe ich. Ja, klar. Okay. Muss ich noch irgendwas kaufen? Mal überlegen. Ich glaube, ich brauche nur den. Dann tauchen wir unter und... So, okay. Also, wieder zurück. Oh Mann. Ach, ich bin gerade am Überlegen. Lohnt sich's über den Spawn oder... Ja, ne, ist genau die andere Seite der Insel. Also machen wir es über Spawn. Noch 10 Minuten für das letzte Los. So, wenn ich in die Richtung schaue, muss ich darüber? Ist das der Weg? Ja. Also einfach gerade außen rechts. Muss ich mir mal merken. Oh, ich bin Level 30. Verdammt. Das wollte ich eigentlich wegzaubern auf dem Buch, aber naja. Na, vielleicht später. Ich kann das auch durch Suicide wegzaubern. Ja, genau. Dann wär's weg. Ja, diese blöden 30 Level. Da ist jemand wirklich, wirklich fleißig. Oh Mann, man kann es schon mal ahnen. Ne? Das wird so ein wunderschöner Magierturm.
Und so ein cooler Ort hier. Ach, ich bin so gespannt. Okay. Ab ins kühle Nass. Ist übrigens auch... Was ist das denn? Ach, das schwebt in der Luft? Okay. Ist übrigens auch interessant, dass wenn man hier nur noch eine Bubble hat und dann diesen Trank trinkt, diesen Potion of Water Breathing, dann bleibt diese eine Bubble stehen. Ja, man, die wird nicht weniger, aber man hat echt nur diese eine Bubble. Und wenn der Trank dann aufhört zu wirken, dann hast du nur diese eine Bubble als Puffer. Das ist dann etwas unangenehm, deswegen sollte man sie komplett entfernen, dann diesen Trank trinken und dann runtertauchen. Ein kleiner Erfahrungswert. Komm schon. So, also, wir brauchen vor allem das Zeug hier. Durch Öffnen wird Neues erstellt und hier... By the way, kriegt man auch ein bisschen Gold. Also ich würde vielleicht sowas hier machen. Das ist ziemlich nervig. Ich hoffe, das ist... Epilepsie-Warnung, ja? Epilepsie-Warnung. Mal gucken, ich kann das ziemlich schnell machen. Ich habe letztes Mal habe ich hier eine Zeit lang gefarmt und habe das, ich glaube, eine halbe Stunde lang gemacht. Deswegen habe ich auch so viel Gold. Oh, okay. Ein bisschen aus dem Takt. Na komm. Ich bin aber gnädig. Ich glaube, ich will ja nicht... Ich glaube, das ist zu hart, oder? So, da kann man es auch machen. Ah, okay, nicht so schnell. Klick, 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 klick. Oh, so, okay. Naja. Ach, komm schon. Ich muss mich so hinstellen. Okay, jetzt läuft's nicht mehr, ne? Einmal raus und dann... Ah, okay. Jetzt bin ich wieder drin. Alles in die Kiste hier getan. Och, Mann. Okay, Lab ich jetzt? Kommt schon ein bisschen was zusammen, ne? Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Oder braucht man nur diesen Prismarin? Braucht man nur Prismarin für diese Teile? Oder ah nee, man braucht nur diese Prismarin-Charts. Oh. Ich glaube, die Prismarin-Kristalle braucht man gar nicht. Ah, okay. Gut. Klick. Boah, das ist echt brutal für den Stream. Das ist gerade echt brutal, glaube ich. Die Folge kommt ja auch morgen auf YouTube. Und die auf YouTube haben das große Glück, wer wirklich bis hierhin schaut, ne? Der kann einfach skippen. Der kann einfach vorspulen und dann ist die Sache gut. Die stört es nicht. Okay. Oh, ich sehe gerade, Mondi hat sich gemeldet, ist auf dem Sofa eingeschlafen. Die gute Mondi. Ja, war für sie eine anstrengende Woche und ist jetzt eiskalt eingeschlafen. Ah, sowas passiert, ne?
Ich weiß nicht, wie oft ich schon vor dem Stream fast eingeschlafen wäre. Aber ich stelle mir immer noch mal extra einen Wecker und alles. Also falls ich dann wirklich mal einschlafen sollte. Ja, wenn man so alt ist. Warte, ich hoffe, das war auf mich bezogen. Ja, es kommt vor, ne? Man ist sehr früh wach, hat vor, bis Mitternacht irgendwie noch im Internet zu streamen und dann legt man sich kurz nochmal hin. Eigentlich nur, um die Gedanken mal zu ordnen, ein bisschen Ruhe, ja. Mal einfach keine Eindrücke von außen, einfach nur ganz geradeaus denken. Und dann kann man auch mal dabei einschlafen. Meist gebe ich mir aber nicht viel Zeit, also ich lege mich dann meist so 10 Minuten hin oder so vom Stream nochmal. Nur kurz die Augen mal zumachen, Stille, wenn mir die Zeit bleibt. Wenn es gar nicht bleibt, wie heute zum Beispiel, habe ich das nicht machen können. Ist auch nicht schlimm. Aber ich genieße es trotzdem. Wenn ich dazu komme, ist es immer schön. So, außerdem warte ich nur noch auf die 23.30 Uhr für das Los, damit meine Tollies fast alle sind, wenn ich aufgehe. Mit gesparten Tollies einen Stream beenden ist doch doof. So, wie lange darf ich eigentlich noch? 2:42. Ach ja, wer weiß, jetzt gewinnst du vielleicht nochmal. Ganz fett, Zitara. Also ein paar Tollies auf der hohen Kante sind doch immer fein. Aber weißt du was? Moment. So, für diejenigen, die jetzt immer noch zuschauen, ja? Für die Fleißigen, die jetzt tatsächlich noch da sind, um die Uhrzeit, und bei diesem blöden Content, den ich hier gerade liefere mit der Kiste. Ich hoffe, das klappt. Also Tollybot braucht ein bisschen länger, sehe ich gerade. Die erste Meldung kommt ohne Streamlabs aus. Und die zweite, wenn die Wolken sich verziehen, ist, nachdem Streamlabs fertig ist. Man sieht hier ganz klar, es liegt an Streamlabs. OBS. Dass die Probleme hier liefern, ne? Jetzt ist Streamlabs fertig, also schwer verzögert. Ganz komisch. Nein. Nee, Lego Games gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt drei andere. Was war das noch? Das mit dem Hasen. Ach Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Spät. Ja, Lego gibt's auf jeden Fall. Ich glaube nichts mehr. Nee, ich glaube, da war kein Lego mehr dabei. Glaube ich. Nee, Night of the Rabbits. Ich kann gleich mal schauen. Ich muss jetzt eh auftauchen, glaube ich. Ja, komm, eine Minute. Das reicht für heute. Ich nehme das Boot. In die Richtung. So, aber ganz kurz. Ich schaue mal ganz schnell. Mal reinschauen. Aktuell drin sind Sam & Max Season 1, Sam & Max Season 2 und Black Mirror 1. Das habe ich aus der Giveaway-Liste geholt, Black Mirror 1. Und da kommt dann irgendwann auch Dungeons 2 rein, wenn das weg ist. So. Oh, ich muss mir auch wieder, Moment, Streamlabs öffnen, dass ich auch sehen kann. Achso, den Hasen meinst du? Ja, den meine ich. Und hier ist Sam & Max 1 und 2. Und der dritte Teil, den hat, ich glaube, Metcalf gewonnen. Und der wäre auch bereit, ihn zu tauschen, ne? Wenn also... Komm, ich geh zum Steg, ist ja doof, das Boot hier anzulegen, oder? Gehört hier hin. Wo auch das andere Boot von mir wahrscheinlich liegt. Das ist so praktisch, ne? Mit dieser Treppe hier und jetzt einfach aussteigen. Und steht oben drauf. Voll praktisch. Aldor. Tja, leere Flasche wegschmeißen. Ja, das wäre Umweltverschmutzung, das machen wir nicht. Nee, ich wollte gerade nach Hause. So ein Quatsch. Ich liefere ab. Hätte ich ja wieder zurücklaufen müssen. So ein Quatsch. Nee, einen Game Key kann ich aber derzeit einfach nicht gebrauchen. Komm momentan eh nicht zum Spielen. Ja. Ich habe auch noch so viele Spiele, ja. So viele, zum Beispiel Far Cry Primal habe ich ja noch. Da freue ich mich tierisch drauf. Das ist auch ein ganz tolles Spiel. Das möchte ich streamen. Aber erst nach dem Projekt hier. Das Projekt hat momentan sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und tut es auch immer noch, nach wie vor. Ich crafte das mal schnell.
Das ist schon ganz schön brutal. Aber wenn das mal rum ist, dann geht's auch wieder mit anderen Sachen weiter. Und ich habe eine ganze Menge. Auch noch aus dem Horrorbereich, ne? Da ist auch noch einiges, was wir noch spielen können. Das sah so viel aus jetzt. Das ist irgendwie gar nicht mehr so viel, ne? Ach, verdammt doch eins. Es sind keine zwei Stacks. Wow, Alter. Wow, und das Quarz ist auch schon fast weg, ne? Wenn man überlegt. Ah, oh, das, also ich sag mal, die Hälfte wurde jetzt schon verbraucht dafür, ne? Die andere Hälfte würde dann bis hierhin gehen. Und wenn der Turm irgendwie bis hier oben gehen soll, dann müssen wir nochmal das Doppelte von dem farmen, was wir hier schon drin hatten. Das ist schon was. Diese Prismarine hier, ob die reichen, weiß ich nicht. Fürs Dach, das könnte auch knapp, ich glaube eher nicht, ne? Das ist, weil das Dach wird ja auch mindestens, ja, es muss ja so groß sein, wird dann, ist relativ spitz. Da braucht man einiges an Material. Naja, okay, also ich habe ein bisschen was geleistet dafür, erstmal für heute. Das ist schon mal ganz gut. Setara gewinnt! Nicht schlecht, nicht schlecht. Na geht doch, immerhin für den nächsten Stream, meine Tolli sicher. Auch wenn der Regen eben nichts gebracht hat. Oder erst nach Neustart vom Stream. Der Regen hat echt nichts gebracht, gar nichts. Ich leg mich hin. Ja, ich leg mich hin, Moment. Ach, komm schon. So, ich liege. Der Regen hat nichts gebracht, ne? Sowas komisches. Ich mach's nochmal, ich versuch's. Jetzt ging's durch. Jetzt haben wir zweimal Tollibot hintereinander. Jetzt müsste es geklappt haben. So, wir liegen. Sollte eigentlich reichen, ne? Paul kann ich. Ja, jetzt hat's mit den Tollis geklappt. Wunderbar. Tja, geht nicht, ja? Tja, dann heißt es wohl Nachtschicht. Villager Noises. Oh, ich habe hier oben noch ein bisschen, ne? Prismarine. Oh. Das würde ich sponsern, das brauchen wir nicht. Ich guck mal, was gibt's denn eigentlich hier mit? Kann man damit auch was machen? So vielleicht? Sind das auch Blöcke? Nee, gar nicht, ne? Meh. Weg damit. Und ja, damit. Naja, gut, 16 Blöcke. 17. Ach, komm schon. Okay, 17 Prismarinen kann ich noch beisteuern. Das ist ach, ein Hauch von nichts, aber immerhin. Müll. Ist hier noch... Das ist Müll, das ist Müll. Roten sind Müll. Gras ist Müll. Weed Seeds sind Müll. Ja, und Schalen sind Müll. Aber die ist okay. 29 Gold. Schön. Das sieht gut aus, ne? Immer wenn man mal abtaucht, ein paar Gold-Ingots mitnehmen. Oh Mann, ein schöner Schatz. Damit kann man sich so einiges kaufen. So. Die bringe ich jetzt aber nicht wieder runter. Mal jetzt nicht. Gut. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal... Oh ja, verzaubern. Die 30 Punkte wegzaubern. Mal gucken, was es gibt. Bin ich mal gespannt. Oh Mann, ich klicke immer falsch. Ne? Grundsätzlich 50-50 Chance und ich klicke falsch. Und jetzt nochmal gucken. Ich glaube, wir können eh nur ein Buch verzaubern mit den 30, aber das will ich jetzt nochmal sehen. In diesem Sinne... Alles klar, Setara. Ich wünsche dir auch noch einen angenehmen Restabend. Schlaf gut und immer wieder gerne, Setara. Und schön, dass du dabei warst. Wow, sieht das gut aus.
Und du willst echt nicht mehr erfahren, was jetzt in diesem Zauberbuch gleich drin sein wird? Ich finde das, immer mega spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache das auch gerne. Ich brauche zwar keins, aber who knows, was da jetzt... Das ist so spannend. Wir sehen uns Montag wieder, sofern ich nicht einschlafen werde, wegen Überstunden. Doch, bin ich ja hier. So, okay, dann schauen wir mal. Was gibt's jetzt? Ne, ist ja voll ausgestattet, das heißt, wir können Knockback. Sharpness 2, Sharpness 1, Knockback. Knockback. Ich will kein Knockback. Und bisher dachte ich immer, okay, vielleicht sind ja mehrere Zauber auf so einem Buch drauf dann. Aber ich hatte bisher immer nur einen einzigen Zauber. Ich glaube hier, das ist auch wieder nur Knockback 2. Ist ja dämlich, ich glaube ich immer lieber Sharpness. Und ich Sharpness. Okay. Da ist auch nur ein Zauber drauf. Na gut. Es war Sharpness 2, das ist die Auflösung. Jetzt muss ich wieder 2 Erfahrungspunkte sammeln, was übrigens ziemlich schnell geht, wenn man hier die Häschen mal füttert wieder. Übrigens, mal so am Rande, ganz am Rande. Man sieht hier, das Zeug wächst nicht mehr so gut. Es wächst nicht mehr so schnell. Ich habe die Wachstumsrate reduziert hier in dieser Welt, sodass das Zeug nur noch ganz, ganz langsam vor sich hin wächst. Bedeutet, wir werden vielleicht ein bisschen Knappheit haben. Aber eigentlich ist das ein schöneres Prinzip. Wenn das Zeug nicht so in Massen da ist, ist das meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen, ist schöner. Ja? Dann macht auch so ein Stand hinten mit den Bratkartoffeln was aus. Und man muss viel mehr Bone Meal benutzen, um das Zeug hier zum Wachsen zu bringen. Das macht dann auch wieder mehr Sinn, die Mobs zu killen und so weiter. Also ich denke, das ist, glaube ich, eine gute Sache, die ich eigentlich hätte viel früher einschalten sollen. Oder reduzieren sollen. Tick Speed. Random Tick Speed, um genau zu sein. Naja. Kann man Purpurblöcke kaufen? Purpurblöcke? Ich meine nein. Ich glaube nein. Genau, die Knochen haben jetzt viel mehr Sinn, ne? Du siehst ja hier, das Ganze hier. Ich glaube nicht, dass Thunder eben hier abgeerntet hat. Das ist so reiner Zufall. Das ist ja auch ein Random Tick Speed. Und so sieht ein richtiges Feld aus, meiner Meinung nach. Purpur. Das Dach wird durch Prismarin ersetzt. Das Dach ist Prismarin. Und die Wände halt Quarz. Ja? Aber das Dach ist Prismarin. Also die Prismarinblöcke, die wir haben. Ich glaube, da kriegt man ja auch alles Mögliche raus, ne? Prismarin. Gibt's nur die vollen Blöcke, ne? Ich glaube, Half-Slaps gibt's davon nicht. Ich weiß es gar nicht. Ha. Aber es müsste trotzdem gehen. Mit Prismarin müsste es gehen. So. Okay, Buch ist verzaubert. Den Häschen, sag ich noch ganz schnell gute Nacht. Habe ich noch die Karotten dabei? Habe ich nicht, aber ist egal. Da würde ich ganz schnell auch wieder meine 2 Erfahrungspunkte bekommen. Das mache ich aber jetzt nicht mehr, heute nicht mehr. Denn ich bin auch langsam ziemlich müde, merke ich. Und ich werde den Stream jetzt auch mal beenden. War schön heute, hat mir Spaß gemacht. Aber ich muss dringend ins Bettchen. Ich merke es jetzt so richtig deutlich. Ich schaue mich aber noch ganz kurz hier bei Lady noch ein kleines bisschen um. Ist das schön, ne? Boah, sieht das gut aus. Ja, die Frau kann nicht nur malen, sie kann auch gut bauen. Nice, hi. Hallo. So, ja, gut. Schön. Oh, mit Hintereingang. Ah, ab ins Klo. Okay. Ist das cool hier. Ach, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Moment mal. Ordnung muss sein. So. Haben wir das jetzt auch gesehen? Herrlich. So, schlaf gut, Sitara. Okay. Moment. So, jetzt sage ich erstmal ciao hier in Discord, ne? Ich gehe jetzt mal raus und werde dann im Stream nochmal mich verabschieden. Dann euch erstmal ein gutes Nächtle und viel Spaß noch, ne? Wenn ihr hier noch ein bisschen baut. Ihr zwei. Lady und Marshmallow sind noch in Discord. So.
Ich bin erstmal raus hier, ne? Discord. Ciao, ciao. So. Aus Discord bin ich jetzt raus. Back to game. Eine glückliche Nacht und viel Spaß noch. Ja, wünsche ich euch beiden auch. Und lieber Stream, ich muss mich sicherstellen. Das letzte Mal wurde ich, nach der Abmoderation wurde ich dann gekillt, weil ich draußen stand. Etwas unglücklich. So, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendjemanden raiden können, ob sich das überhaupt noch lohnt um die Uhrzeit. Ich disconnecte mal schnell. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, nicht wahr? Quit Game. Und wir wechseln mal auf den Chat. Okay, und jetzt gucke ich mal, ob noch irgendjemand, den ich kenne, ob der noch gerade streamt. Nein. Niemand streamt mehr. Es sind alle Mädchen und da gehe ich jetzt auch hin. Und ihr wahrscheinlich auch, ja. Dann nochmal gutes Nächtle. Und wir sehen uns am Montag wieder. Am Montag wird dann geklärt sein, ob wir den Turm bauen können. Shiro wird sich da morgen dran versuchen. Und am Montag schauen wir dann gemeinsam, was aus dem Turm geworden ist, ob wir die Aufgabe gemeistert haben und ob die Wochenaufgabe durch ist. Und dann gibt es ja auch schon wieder die nächste und letzte Wochenaufgabe. Oh Mann, ihr dürft gespannt sein. Es wird sich noch einiges tun. Es wird noch sehr spannend werden. Dann ohne Raid. Ja, wir raiden heute nicht. Ich wüsste nicht, wer. Ich weiß nicht, es gibt hier Mia Moose und Raupling. Die zwei folge ich, weil das sind zwei unglaublich nette Personen. Zwei nette Mädels, die sehr sympathisch sind und auch immer ähnliche Spiele spielen, wie ich sie dann auch mag. Ich meine, sowas könnte ich noch raiden. Mia Moose hat 256 Zuschauer und Raupling 200. Sind also schon etwas größere Streamerinnen. Aber ich denke mal, lassen wir es dabei gut sein, oder? Tiger 2.5. Ja, weil ich möchte, also wenn ich raide, dann möchte ich auf jeden Fall kleinere Leute raiden. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Wegen Freude. Und ihr habt es ja letztes Mal gesehen. Die Leute freuen sich immer tierisch, ja? Wirklich tierisch, wenn man sie raidet. Vor allem, wenn sie noch etwas kleiner sind und gerade am Anfang, wenn man vor allem so alleine mit ein, zwei Zuschauern dort ist. Und das ist immer so eine tolle Sache. So, Tiger. Gut, raiden wir Tiger. Er ist Twitch-Sings am Spielen, am Singen. Schauen wir mal rein. So. Ist schon gestartet? Nee, ich klicke mal. Alles klar. Der Raid wird vorbereitet. So, dann wünsche ich euch jetzt gutes Nächtle. Lasst einen schönen Gruß bei dem da und bei Tiger. Und dann wird er sich freuen. Alles klar. Dann bis denn. Ciao, ciao.